Da bist du ja endlich. Komm, lass mal anfangen. Herzlich willkommen zum allererstbesten, superguten und immer super regelmäßigen Pen-and-Paper-Format auf Rocket Beans TV. Herzlich willkommen, meine drei absoluten Lieblingsspieler. Schön, dass ihr da seid. Das sagst du allen. Das stimmt. Herzlich willkommen, Hauke Gerdes. Schön, dass du da bist. Hauke. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Lang, lang ist her. Wir haben uns eine Weile nicht gesehen, ne? Ja. Ja. Und, wie geht's? Gut, ist nichts dazugekommen. Das war immer mein erster Blick. Ja, er hat auch sofort inspiziert. Nee, ist nichts dazugekommen. Man sieht's mittlerweile auch nicht mehr aufs Erste. Du, das ist ja der Vorteil. Wenn man erstmal so voll ist, dann merkt das keiner mehr. Ne? Immer im Leben. Schön, dass ihr da seid. Ja, schön, dass du da bist. Wir haben uns ja wirklich jetzt die gesamte Pandemie nicht gesehen. Krass, ne? Du hast sicherlich viel von mir gehört. Nicht alles davon ist wahr, Hauke. Es war wirklich so, ich kam rein und bei euch dreien war mir so, ja, man sieht sich ja regelmäßig. Und das war aber ja nicht so richtig, ne? Also das hatte ich bei euch und so bei anderen Leuten, die auch so ständig vorm Stream sitzen, kam ich rein und dachte so, ja, da bist du ja wieder. So. Ja. Da ist eine Menge passiert, ne? Ja. Aber schön, dass sie sich wieder rausgelassen haben. Ey, ich muss auch sagen, als ich das letzte Mal weggefahren bin, habe ich noch nicht kommen sehen, dass das so lange dauert. Ja. Muss ich gestehen. Da dachte ich so, ja, dann bist du in 3-4 Monaten, ne, wenn es weitergeht. Ja. Mhm. Wisst ihr noch irgendwas? Ja. Ja, also ich auch. Ja. Also wir haben ja unsere Notizen auch. Mhm. Und ich habe dieses Mal mir überraschend viel aufgeschrieben. Aber ich habe ganz viele Wörter und Beschreibungen, die ich nicht mehr, wo ich nicht mehr weiß, was war das nochmal? In welcher Reihenfolge war das überhaupt? Hey, sage ich gleich auch nochmal so was. Ich bin heute auch um einiges gnädiger so. Also wenn ihr irgendwas nicht mehr wisst, was ihr eigentlich wissen solltet, sage ich euch, ey, alles cool, ich helfe dir eben, das war das und das so. Ja, wir wussten ja bei dem Cliffhanger damals, wir wussten ja also nicht, dass das ein Cliffhanger wird, der fast 2 Jahre dauert. Ja. Also insofern. Das ist halt auch das Ding. Wir so ein bisschen wie das letzte Buch von George R. R. Martin, wo man noch kaum wartet. Wir machen das morgen. Aber offensichtlich, entschuldige, was wolltest du sagen? Ich wollte nur sagen, ich finde es lustig, dass mein Charakter, ich habe das auch vergessen, aber ich habe es nachgelesen im Wiki, dass der ja nichts vergessen kann. Weil wir ja so gerecht sind. Ja so, also ihr könnt mich immer fragen, oder mein Charakter, mich nicht. Und dann leite ich das weiter. Ich musste auch an so viele geile Sachen denken. Irgendwann in der Charaktervorbereitung hast du, glaube ich, mal gesagt, nee, mein Charakter, der lügt halt auch nicht. Und das ist mir in dem Moment auch gar nicht aufgefallen, dass das völlig unmöglich einfach ist, so als der Mensch hinter diesem Charakter, einen Charakter zu spielen, der nicht lügen kann. Aber also das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt Ich sag mal, du bist ja ein großer Freund des gesponnenen Wortes. Aber wenn ein Lügner dir sagt, dass er nicht lügt, also bitte. Ja. Da ist wirklich was dran. Ja. Aber alles, was wir so vergessen haben, offensichtlich die Community nicht vergessen. Denn es liegen auf dem Tisch vor euren Plätzen schon eine ganze Menge Sachen. Wir haben Pakete bekommen von wurde mir aufgeschrieben, von Nico, von Basti, von Julia, von Jessica, von Inkis Nito und von Xtristrix. Und das sind aber teilweise auch noch Gruppen. Das heißt, bei manchen sind auch noch Briefe dabei. Und es kam auch heute irgendwie jemand was analog vorbei. Jemand hat was vorbeigebracht. Ja, das steht auch noch hinter euch. Die großen machen wir gleich auch noch auf. What? Okay, das sind große Pakete. Ja, ja, du hast ihn noch gefragt, was ist eigentlich meine Waffe? Ja, steht da vorne. Das da hinten. Ja, ich habe einiges wieder gelernt. Ich habe gestern oder vorgestern mit Nils noch gesprochen. Da hat er mir gesagt, ich habe ein Reittier. Baldrian. Ja, was ich dann auch Gott sei Dank hier wieder entdeckt habe. Ja, so ein Schuppen. Ja, das hatte ich komplett nicht mehr auf dem Schirm. Ich musste tatsächlich auch ins Es gibt ja ein Ultracore-Wiki. Da habe ich dann gestern noch mal ein bisschen nachgelesen. Ja, mit denen muss ich aber auch noch mal Ich habe da auch viel nachgeguckt, das ist nicht alles 100% akkurat. Das liegt aber auch daran, dass man natürlich viele Wörter nur von mir einmal so ausgesprochen gehört hat. Und das heißt dann irgendwie, keine Ahnung, litikale Ebenen so. Und das muss man natürlich dann auch. Das ist ja einfach nur der Hammer. Ja. Leute, ich bin jetzt schon Das ist total rührend. Also ich kann nur sagen, die Sachen, die ihr bekommen habt, wenn da was drin ist, wo steht, was das angeblich kann, entscheide ich immer noch, ob das wirklich kann. Also bei mir ist es ein Brief an meinen Charakter von seiner Mutter. Tatsächlich, da 1001 Nein, falsches bei mir ist es meine Ex-Freundin Liana. Wir haben lange nicht geredet. Meine Freundin heißt auch Liana. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die gerne vorlesen. Also ich bin jetzt super, kannst du nachher vorlesen. Ihr euch diese Briefe. Ihr könnt entscheiden, ob die Teil eures Charakters sind und ihr dürft die vorlesen im Abenteuer, wenn ihr wollt, oder davor. Ihr müsst aber nicht. Das ist ja allein, dass es das gibt. Und ich habe hier auch noch so eine Figur bekommen. Jetzt ist auch, glaube ich, wichtig, einmal so für alle, die jetzt zugucken, so zum allgemeinen Ablauf. Wir machen jetzt einmal so ein entspanntes Reinkommen. Ich erzähle euch jetzt auch noch mal, wie da läuft das eigentlich alles ab. Ich sag noch mal kurz was, wie spielt man das eigentlich? Dann machen wir ein Recap, in dem wir halt uns auch noch mal alles angucken, was bisher passiert ist. Es gibt ein Video, das ist, glaube ich, 7 Minuten, da wird das alles zusammengefasst.
Und wie können wir aber die ganze Folge noch mal gucken? Doch, du können wir gleich eben anmachen. Das sind ja nur irgendwie 5 Stunden oder so. Kann ich es einfach jetzt irgendwie vorlesen? Du darfst es jetzt gerne vorlesen. Ich finde es einfach zu gut und ich will es auch gerne. Ich will es nicht vergessen. Also ich lese jetzt mal vorne von, also mein Charakter liest es jetzt kurz vor. Seit du auf deiner Rumzähler bist, hat sich bei uns viel getan. Davon möchte ich dir jetzt berichten. Bei ihrer letzten Intrige hat sich Tante Arteria etwas verrechnet und ihr ganzes Schloss und ihre Ländereien verloren. Da sehe ich parallel zu Mountain Manor. Wir haben sie jetzt in deine alten Kammer einquartiert. Du hättest vor deiner Abreise ruhig aufräumen können. Die Lochkarten hat dein Vater sofort verbrannt. Ich frage mich, Lochkarten, das kann man nicht machen. Ekelhaft. Die Fledermäuse, die du überall gehortet hast, schicken wir dir hiermit zu. Das ist geil, weil ich habe 23 Fledermäuse bei mir. Vielleicht werden es mehr. Ja, und so wir haben den Counter vergessen. Aber das hatte ich auch vergessen, das weiterzugeben. Das habe ich erst gestern wieder gemerkt, dass es noch einen Counter gibt. Ich soll noch ein paar hundert Jahre an meine Rumzähler, an meine Reise ranhängen. Ein paar hundert Jahre. Das heißt, wir hängen auf jeden Fall noch eine Weile. Darf ich auch kurz vorlesen? Gerne. Mein liebster Tantra. Seit unserem letzten Treffen sind nunmehr 6 Monate ins Land gestrichen und es verging keine Nacht, in der ich nicht an dich denken musste. Aus Kummer, dass du nicht bei mir bist, ließ ich eine Skulptur von dir anfertigen. Gut, dass es ransteht. Jeden Tag saß ich stunden sinnierend vor ihr und dachte nur an dich. Warum nur musstest du mich verlassen? Ich weiß, das Leben als Reichstrutz zwingt dich auch auf Reisen. Aber warum? Warum nur beantwortest du meine Briefe nicht? Das ist verdammt noch mal der 15. Brief. Ich meine, was ist dein scheiß Problem? Und wieder guckt mich deine Fresse an. Scheiß Skulptur. Ach, weißt du was? Du kannst die Skulptur haben, zusammen mit der ewig blühenden Rose, die du mir zu unserem Abschied geschenkt hast. Gruß, deine Ex-Freundin Liana. PS, ich habe gerade Edwin von den Reichstrutzen getroffen. Er sagt, du wärst jetzt Teilhaber eines Bordells. Das geht aber schnell, ne? PPS, das Papier könnte vergiftet sein. Also, das gefällt mir sehr gut. Loaded Message. Also, großes ich sagen. Lob, die sind echt richtig geil. Würdest du deinen auch vorlesen oder passt der nicht? Die sind mehr im Charakter als unsere Charakter. Er ist ein bisschen kürzer. Dafür umso emotional. Das macht aber auch Sinn bei deinem Volk. Hallo Trias. Ah, nee, das ist eine andere Stimme. Das ist von meiner Mutter, glaube ich. Die haben auch in ihren Stimmen ja sein. Hallo Trias, ich bin's, deine Mama. Wir sind sehr stolz auf dich und hoffen, dass du eine Spur zu den Dino-Hauthändlern gefunden hast. Ich, deine liebevolle Mama, an deren Brust du groß geworden bist, du hast uns ja gebeten, ein Auge auf deine Dinos zu haben. Dabei ist uns aufgefallen, dass dich besonders Stegi und Trizi unglaublich vermissen. Es tat uns so weh, sie so leiden zu sehen. Darum haben wir sie zu dir geschickt. Viel Glück weiterhin. Dein ganzer Stamm steht hinter dir. Melde dich, wenn du was brauchst. Liebe Grüße. Okay, Onkel Drohdross und Tante Troda. Ja, aber es ist ja, aber immer, das ist wirklich sehr schön. Es ja, ist schön. Man kommt direkt rein. Es ist wirklich eine sehr schöne Hilfe. Also es sind, wie gesagt, sind auch noch weitere. Wenn ihr wollt, dürft ihr mal die großen auspacken. Weil wir haben uns jetzt, nehmen uns jetzt mal einen Moment, um die aus. Hinter euch stehen riesige Pakete. Ist Alter, auch genau, ihr habt auch welche mit euren Namen drauf. Fangt mal mit denen an. Was ist das alles? Da ist irgendwie ein Brief dabei gewesen. Hier? Ich habe mich auch eins bekommen. Der hier? Alter. Nee, so ein Umschlag war irgendwo. Nee, liegt der da vorne noch? Alter. Warte, ich guck selber. Darf ich, kann ich Alter, sehen? Alter, ja, das sind ja hier wirklich jetzt mal die Lochkarten, ey. Die kannst du voll Leute, rausnehmen einfach, und dann kannst du die wieder zusammenstecken. Warte, ich hoffe, ich finde den jetzt. Und dann nimmst den du den raus. Gesehen. Dann steckst du wieder zusammen. Das sind voll die Lochkarten, Scheiße, Leute. Was haben wir den denn hingepackt? Alter, guck dir das an. Guck dir das an. Das ist ein sehr edler Dolch. Ich finde dich bestimmt gleich irgendwo. Er ist, der Mensch, der den ins Herz kriegt, ist zu beneiden. Es gab nämlich noch eine Anweisung dazu, was die Dinger können. Ich habe die schon gelesen. Ich habe einen neuen Dino bekommen. Die ignorieren wir komplett, die Anweisung. Moment, die haben den Dino mit der Post geschickt? Die haben mir einen neuen Dino geschickt, aber das ist davon profitiert er auch. Wo ist denn jetzt mein Ding? Die sind verrückt bei Amazon. Das ist ja einfach sensationell. Kommt der vom Amazon? Okay, das ist jetzt zu viel zum Vorlesen. Auch zumal ich die Schrift gar nicht lesen kann. Also es ist vor allen Dingen, was ich daran liebe, ist, dass alle auch spielen. Also es ist irgendwie, alle sind in der Welt. Und also damals allgemein Hinweis. Diese Dinger, die dürft ihr jetzt gerne haben. Ich habe schon ein paar von den Sachen gelesen. Wir können nicht machen, dass die wirklich alles das können. Jetzt so ein erstes Beispiel.
Das macht leider in der Lore überhaupt keinen Sinn, dass du mehrere Dinos hast. Das ist so einfach nicht bei diesem Volk. Ja, aber also ich müsste jetzt, erstens wärst du völlig overpowered und zweitens würde ich die komplette Lore aus dem Fenster werfen. Aber das hat ihn doch sonst auch nie gehindert. Das hat mich auch noch nie gestört. Du kannst halt diesen kleinen haben und diesen großen. Ja. Und man kann nicht mehrere große Dinos haben. Das ist sowas wie ein heiliger Bund zwischen denen. Und du wärst quasi. Das ist total in Ordnung. Also erstmal, es gibt auch innerhalb dieser Lore unterschiedliche Auslegungen der Kultur. Für dich ist zum Beispiel ein monogames Eheverhältnis total gang und gäbe. Es gibt andere Länder, die lachen dich aus, wenn du sagst, was? Du hast einen Ehepartner in? Mhm. So. Und so ist das hier halt auch. Es gibt halt Leute, die sind mit einem Dino auf spiritueller Ebene verbunden und dann gibt es Leute, die, für die ist Monogamie eher ein Fremdwort. Nee. Das Problem ist, ich hab hier einen super emotionalen Brief bekommen und mir wurde ein Dinosaurier nachgeschickt namens Fein. Was? Und der ist irgendwie die, Moment, der Fein habe ich irgendwo vorhin gelesen. Der kann diesen ganzen Erste-Hilfe-Kram sozusagen. Das ist wie so eine gute Idee. Sein Saurier kann Erste-Hilfe. Nee, der ist gewohnt, die zu tragen, wie so ein Bernardiner im Alpengebirge. Sorry. Ist nicht groß. Ist halt klein. So, ich würde eher sagen, so wie sein Hund. Das ist ja geil. Wie, das ist Kofferklaus, ist doch kein Hund. Ich wollte mal sagen, wie sein Wesen? Hund, der hat keinen Hund. Nein, ein echter Hund halt. Der hat hier sogar noch so Sachen draufgeklebt, weil das ist von einer Lore. Ja, aber sorry, das ist nicht in der Lore mit solchen Klimbims. Also das ist ein Dolch, der mich ausweist als Mitglied der Loge. Na, so ein Zufall. Also ich würde sagen, den kleinen Saurier, ja, okay, du kannst einen weiteren Velociraptor haben und der kann diese Erste-Hilfe-Sachen tragen. Ja, ich hab jetzt drei. Kurz diese, kurz diesen Fledermaus-Counter. Ich hab nämlich vergessen, den mitzugeben. Das ist ja mega großartig. Wir sind tatsächlich, der ist richtig eingestellt. Ich glaube, obwohl, ich weiß nicht, wir haben 23 nur noch. Ja. Also, der geht nicht so richtig. Doch, geht. Wir stellen ihn auf 23, ist Hammer. Wie Danke. Viel auch in diesem. Mann, ich ärgere mich gerade ganz doll, weil da war noch so ein großer Siegel allein an. Umschlag, wo drin steht, von wem das ist, dass ich Namen drin. Wie macht man sowas? Anweisungen für mich. Das taucht gleich wieder auf. Das ist der Wahnsinn. Wir können es jetzt nicht, es würde den Rahmen sprengen, jetzt hier alles vorzulesen, Leute. Ja, aber ihr könnt euch sicher sein, wir lesen das alles. Und ich habe manches schon gelesen. Okay, ich habe hier noch einen Schlüssel bekommen, in Form eines Saurierzahns, den man als Schlüssel benutzen kann. Also als Dietrich. Wer hat denn das alles gemacht? Ich würde sagen, das ist ein Schlüssel, den dir irgendjemand vermacht hat. Wer kannst du dir überlegen? Der passt, da steht ja an diesem Brief. Das ist von einem trainiert. Soll ich hier die großen Sachen auch auspacken eigentlich? Hier ist noch mehr. Das ist ja einfach Oberhammer. Kann man gar nicht alles. Da müssen wir eigentlich eine Sondersendung machen. Überall sind hier wirklich. Na, die solltet ihr schon noch auspacken, weil das linke ist voll. Stempel drauf. Das hier auch. Das ist auch für deinen Charakter. Oh, du hast zwei bekommen. Das wird dem Charakter aber gefallen. Komm mal ins Bild für den Moment. Ich will schon ahnen, was das ist. Alter Schwede, ey. Ich auch. Ich liebe es. Ey, Leute, es ist echt gut. Es ist echt gut. Auch die Texte. Es ist echt, man kann es gut lesen. Es ist wie neu, kaum 400 Jahre alt. Okay, geil. Das hier ist. Was ist das? Ich glaube, es ist auch wahrscheinlich. Ich weiß nicht, hier steht nicht drauf, aber wahrscheinlich sind die Waffen alle für mich. Ja, du kannst sie auf jeden Fall gebrauchen. Also hier habe ich. Ich bin mir nicht sicher, was das ist. Hast du eine Axt? Es ist ein. Da steht irgendwas drauf. Guck mal, was da drauf ist. Ich glaube, die ist für dich. In Pen und Paper öffnen. Ja, das ist für dich. Mal als allgemeiner Hinweis, das ist vielleicht ganz gut. Wenn ihr was einsendet, und draufschreibt, bitte in Pen und Paper öffnen, könnt ihr euch so sicher sein, dass ich das vorher öffne. Ich bring doch nichts on air, ohne vorher da reingeguckt zu haben. Wenn ihr da drauf schreibt, öffnet es bitte im Pen and Paper. Dann bin ich zu misstrauisch. Ich habe keine Ahnung, was das hier sein könnte. Ich pack's mal aus. Es ist eine CD. Ah, doch nicht. Alter Schwede! Oh. Oi, oi, oi. Guck dir das an! Das ist echt nicht schlecht. Das ist Nagelfeile für meinen Dinosaurier. Und ich habe eine Tasche voller Fledermäuse bekommen. Das ist genau das, was ich haben wollte. Und hier ist noch was. Ist ja ganz geil, wenn du die damit spielen kannst, ne? Find ich gut. Ja, plus ich die, noch die Tasche hat einen Superheldenumhang. Wie viele Fledermäuse willst du haben? Ja. Deinen Stab hast du auch vom letzten Mal noch, Simon. Der steht hinter dir. Ja, deswegen bin ich als Einziger, habe ich nichts bekommen, weil ich habe ja schon. Ja, genau, Stab. Du hast schon. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für die Einsendung. Auch danke. Oberhammer. Wow. Du hattest mir ja vorher geschrieben, also die Person, die die Schwerter eingeschickt hat, geschrieben, ich weiß nicht, ob dein Brief war, wenn ich den Namen sagen darf. Deswegen sage ich jetzt mal kurz nichts. Können wir gerne rausfinden, ob ich das nennen darf. Geil. Sehr gut, vorher einmal zu schreiben, ob man das bringen darf und dass man es einmal abspricht. Ist immer gut. Ich weiß nicht mal, was ist das für ein. Das sieht aus wie eine Eisklinge. Ist schon geil, ey. Alter, auch selbst gemacht. Auch hier ist das Wappen von Ambros im Griff und so.
Oh, ich weiß nicht, ob man die Lochkarten darf man aber nicht im Fernsehen zeigen. Das gibt Ärger. Das gibt Ärger auf Twitch. Komm, ich zeig's ganz kurz nur. Die schmutzige Lochkarte. Alter Schwede. Ja, die Toast muss reichen. Das klebt nur ein bisschen. So, wir kommen vom Auspacken so langsam zum Einschwören. Mhm. Okay. Denn wir wollen so langsam versuchen, ins Abenteuer zu kommen. Wir schauen erstmal ein Recap. Danach werde ich euch auch noch mal so einen groben Rahmen geben, damit ihr noch einen Blick habt, wer bin ich eigentlich, was macht mein Charakter und so. Jetzt sage ich euch nur einmal, ihr erinnert euch alle an euren Namen, richtig? Mhm. Ja, natürlich. Priastrodon, Venedatius Aviditatis. Aviditatis, Entschuldigung. Und Tantra Lagoon. Das ist korrekt. Du bist Hedonist. Das Längste an mir ist nicht mein Zweihänder. Du bist Sauromant. Und du bist Wiederzähler. Das ist korrekt. Was das bedeutet, werden wir auch im Laufe noch so rausfinden. Ihr habt das, glaube ich, noch am Schirm. Das kommt auch in dem Recap vor. Also da wird auch so ein bisschen noch mal Hinweis gegeben. Allgemeine Hinweise. Wir spielen Pen and Paper. Das bedeutet, wir tauchen in eine fiktionale Welt ein, in der alle eure Sinne durch mich verkörpert werden, ihr aber eure Charaktere spielt. Und wenn ihr mit Charakteren interagieren wollt, übernehme ich diese Charaktere. Es kann Situationen geben, wenn auch euch das freigegeben ist. Das sage ich dann aber vorher. Diese Welt habe ich geschrieben. Und das Regelwerk ist mittlerweile das Regelwerk How to be a Hero. Das hat ein gemeinnütziger Verein, der sich darum kümmert. howtobeahero.de könnt ihr das Regelwerk, mit dem wir heute spielen, einfach so runterladen. Da gibt's ganz viele verschiedene Abenteuer, die ihr nachspielen könnt und. Also Shoutout an den Verein. In dieser Welt gibt es eine ganze Menge Sachen schon, aber die entsteht auch gemeinsam mit euch. Das habt ihr letztes Mal auch wunderschön gemacht, dass ihr könnt immer einfach sagen, es gibt diesen Ort, da komme ich her, da erinnere ich mich dran. Es kann sein, dass ich dann sage, nee, das gibt's nicht. Und dann müsst ihr was anderes probieren. Aber ich lasse euch sehr viel Freiheit, auch noch mal zur Struktur, neu ist in diesem Abenteuer. Ich weiß nicht, ob ihr das noch so auf dem Schirm habt. Alles, was wir machen, ist komplett spontan. Das bedeutet, es gibt nur einen ganz groben Leitfaden. Das heißt, wir haben wirklich immer nur so zwei Orte, die ich so ungefähr auf dem Schirm habe. Ihr könnt euch aber auch komplett dagegen entscheiden, diese Orte zu besuchen. Und wir machen Umfragen. Früher war das ja immer so, dass diese Umfrage automatisch eingeblendet wird. Dann dürft ihr entscheiden im Chat und sagen, ja, ich mach das so, ich mach das so. Neu ist bei diesem Abenteuer, beziehungsweise den letzten beiden dieses Abenteuers war es auch schon so, dass wir eine Frage posten. Es kann sein, dass ich die ausspreche. Es kann allerdings auch sein, dass die nur im Chat landet. Seid darauf bitte vorbereitet, also nur im Screen. Dann seht ihr unten eine Einblendung. Haben wir sowas mal testweise, Regie? Einfach mal, dies ist ein Test. Findet ihr das gut? So, wie würdet ihr einen Test gerne gestalten? Nachdem das passiert ist, dürft ihr eure Vorschläge wirklich frei in den Chat setzen. Das liest dann kein System aus, sondern die Leute in der Regie schauen sich eure Vorschläge an und wählen davon die besten aus, ihrer Meinung nach, schicken mir die. Ich sag dann, cool, oder einen davon würde ich noch mal einen anderen auswählen. Und dann kommt die eigentliche Umfrage, wo dann ist A, B, C, D. Davon kriegt ihr verhältnismäßig wenig mit. Es kann also immer sein, dass ich auf einmal kurz abwesend wirke, dann mache ich das gerade. Es kann allerdings auch sein, dass einfach ich einmal kurz sage, jetzt gibt's eine Umfrage, das ist für euch am Tisch, aber völlig egal. Also ihr könnt da gerne hingucken, ist nicht schlimm, wenn ihr da hinguckt, weil das sowieso, ich weiß auch nicht, was kommt. Also ist völlig egal. So, das waren eigentlich auch schon so die wichtigsten Sachen. Wir machen jetzt einmal ein Recap. Das ist eine Videosequenz, die einmal komplett zusammenfasst, was bisher geschah. Dann gibt's noch eine kurze Werbepause und dann sind wir wieder da und starten auch schon relativ schnell ins Abenteuer, denn diesmal gibt's nur diesen einen Abend und den nächsten, dazu sage ich nachher auch noch mal was, wissen wir noch nicht so genau. Hoffentlich so um die Weihnachtszeit, aber wer weiß das in der aktuellen Situation schon so genau. Deswegen, kurzes Recap, dann sind wir wieder da. Bis gleich. Für alle, die das letzte Mal nicht gesehen haben, schämt euch. Schämt euch in Grund und Boden. Das ist alles. Ey, ohne Scheiß, ihr miesen Schwein. Wenn ich euch erwische, ey, dann, und wenn ich aus dem Knast rauskomme, kriegt ihr noch mal aufs Maul. Das ist die Welt von Tormentosia. Es gibt sieben Reiche. Ja, hallo Leute, ich bin Triastrodon. Ich spiele Venenarius Aviditatis. Mein Name ist Tantra. Tantra. Lagoon. Protokolleintrag B47. Gesucht, tot oder lebendig, gern tot. Name Quellfürst Kublasch. Belohnung 10.000 Goldstücke. Nun ja, man könnte es ja trotzdem machen. Dieser Mann wird also nicht wirklich offiziell gesucht, sondern von einer dritten Partei. Gut, dass ihr da seid, Reistrutz. Ich muss diese Nachricht überbringen. Es ist wichtig. Kublasch entsendet mich und jetzt finde ich diesen Brief, das ist doch überhaupt nicht wahr. Darf ich da mal reingucken? Ausschließlich für die Augen ihrer fließenden Hoheit, die Alcazar.
Naja, gut, diesen Teil können wir wohl nicht einhalten. Unsere Vermutungen sind wahr. Schicken Sie die nötige Verstärkung. Das Überleben unseres Volkes hängt davon ab. Schnüffler hat die Spur aufgenommen. Ich würde vorschlagen, wir machen uns auf den Weg, oder? Plötzlich kommen Fledermäuse wieder um die Ecke und kommen aus diesem Gewölbe raus. Oh. Und hinter denen rennt jemand her. So eine Gestalt, die mit so einem Besen nach denen schlägt und so auf die Tür zukommt. Das Kernarchiv? Der heilige Aufbewahrungsort Allwissens? Ich würde gerne einmal das Archiv betreten. Als Wächter des Ultrakorps steht es mir zu, Zutritt zu dem Archiv zu bekommen. Ich bin von Ibaldius Grün und das ist Bullshit! Alles voller Bücher, Schriftstücke. Das ist quasi eine handgeschriebene Version davon. Mhm. Also daraus wurde scheinbar die Kopie erstellt. Steht eine Adresse drauf. Goldsteller Gasse 4. Ich bin das Orakel der Zeiten. Warum schlüpfen die Gothkins durch den Schutzschild? Der Schutzschild ist krank. Fabian. Ja. Was ist Ihr Lieblingsfarbe? Ah, stopp! Grün. Wie können wir das Schutzschild heilen? Wie können wir das Schutzschild heilen? Nach Ambrus gehen. Ist das jetzt eigentlich unser Puff? Also, wie sind denn die Gesetze hier, wenn man die ursprünglichen Eigentümer in einem fairen Zweikampf besiegt? Wir haben jetzt einen Puff. Also, was will man noch erreichen? Dieses Humor, von dem sie beide immer reden. Ja. Ich finde das faszinierend. Tantra Lagoon, oberste Leibgarde von Königin Julia von Ambros. Ich bin hier mit zwei Botschaftern aus den Umlanden. Wir haben wichtige Nachrichten. Bitte lassen Sie mich durch zum Palastzimmer der Königin. Die Königin ist aktuell nicht besuchbar. Von wem kommt der Befehl? Ganz oben. Ich komme von ganz oben. Wer kann diesen Befehl denn überhaupt geben, außer Julia von Ambros? Julia von Ambros. Dieser Mann ist ein Rassist. Lassen Sie ihn ein. Offensichtlich ist er ein Rassist. Psst. Rassist! Rassist! wir holen mal den Hauptmann. War da in dem Puff von meinem guten Freund. Pavel, ich sag euch, auch hinterm Tor ein paar Leute hellhörig werden. So. Ich sag euch, da könnt ihr das krasseste Zeug rauchen. Und ihm gehört der Laden. Pavel, ich muss da rein. Zeig mir mal was von dem Zeug. Ja, dann, ja. Wir holen dir was. Ja. Okay, wir gehen so 10 Meter so weg. Da hinten ist so ein Schwarzmarkt. Kriegen wir das Zeug doch auch. Pass auf, hast du Schniedelwurz? Aus dem Boden kommt einfach so ein Hals raus. Das ist halt so ein Giraffenkopf, der so da oben ist. Wie kriege ich jetzt meinen Schniedelwurz? Ihr müsst runtergehen. Ich? Aus einer Luke. Ich glaube, der Schwarzmarkt beginnt erst da unten. Überall sitzen Leute rum, aller Farben und Couleur. Dann ist da so ein Tresen, dahinter laufen Leute und mitten in dem Tresen geht halt so ein dicker Giraffenhals so runter, verschwindet im Boden und geht noch ein Stockwerk runter. Das ist also dieser Spaß! Gut, ihr geht runter, die Musik wird ein bisschen leiser, die Treppe geht halt so gerade so eine Holztreppe runter. Verzeihung? Vor dir steht ein Wiederzähler. Nee, haben Sie mit der Giraffe gesprochen? Ich habe die Giraffe auch bezahlt. Nee. Dann müssen Sie noch ein Stockwerk runter, Mann. Okay, nichts lieber als das. Aber wer wäre ich, wenn ich Kundschaft einfach durchlassen würde? Vielleicht, und guckt so zu einem der Regale, ein Saurierherz. Was? Ich schleudere ihn zu Boden, halte ihm den Speer so an die Kehle. Mhm. Du hörst halt wirklich so... Also es ist irgendwie brechen Knochen. Ich scheiße auf alles, ich höre nichts, ich gehe einfach wieder raus aus dem Schwarzmarkt mit dem Herz. Okay, gut. Ihr kommt die nächste Treppe runter. Und das ist so ein Raum, in dem überall Regale stehen. Die Hand kommt halt so und fühlt so in deinem Gesicht rum. Also grabbelt sich halt auch so an, so grapscht so dein Gesicht ab. Fängt halt an, irgendwas zu greifen, kommt und hält dir so ein Stück Kraut hin. Sieht aus, wie ich mir Schniedelwurz vorstelle. Also als Reichstrutz würde ich sagen, ich würde es rauchen. Trias, ist das Schniedelwurz? Sag mal her. Was ist das denn? Das ist doch kein Schniedelwurz. Erst verkaufst du hier Dino-Sachen und dann willst du mich hier mit Kackwurz abspeisen, wo ich für Schniedelwurz bezahlt hab? Ihr könnt einfach runtergehen und Junge, ich zeig dir gleich mal, was Halsschmerzen sind. Wie redest du eigentlich? So wie ich mit Dieben rede und Mördern! Okay, der fängt an, aus diesem Ding zu steigen. Du siehst halt, wie dieser Hals langsam hochkommt. Okay, und dann steigt halt diese Gestalt da raus. Und er steht halt so vor dir. Ah. Wie redest du eigentlich mit mir? Lass uns diesem Herz Ehre erweisen. Und lass uns jetzt hier gehen. Führe diese Schlacht nicht, Trias. Nimm ich den Kackwurz und schmeiß den auf die Giraffe und geh so weg.
Und er so, vergiss nicht deinen Schniedel, du Wutz! Und wirft dir den so einen Hinterkopf. Pavel, hier ist das Zeug. Ich sag dir, es war nicht einfach nochmal zu bekommen, aber das Ding, das haut euch aus den Socken. Da werdet ihr viel Spaß mit haben, okay? Ihr steht in einem relativ großen Hof. Und ganz in der Mitte ragt halt dieser so ein bisschen zackig schiefe Turm heraus, der so ein bisschen hinimprovisiert wurde, der Kernbaum. Und ganz oben sieht man halt das Licht vom Ultra-Core, das diese Kuppel wirft. Mein lieber Tantra. Du merkst sofort, das ist nicht die Stimme der Königin. Vorhang auf und vor euch steht Adriane, die Schwester der Königin. Endlich bin ich mal die Schönste! Wir mussten doch die Scharade aufrechterhalten. Was wäre denn los, wenn meine Schwester nicht persönlich kommt? Mehr weiß ich doch auch nicht. Dieser Wilde kam hier herein und schwafelte irgendwas von Betrug und Verbrechen, nachdem ich die ersten paar Worte sage. Er wusste, dass ich nicht Julia von Ambros bin, glaube ich. Wir haben den offiziellen Botschafter von den Kindern der Quelle dem Tod ausgeliefert. Ach was, dem weil Tod? Weil sie nicht wollten, dass ihre kleine doch schwarz auf gerade auf tot oder lebendig. Trias, die Lithikal-Ebene, wo der Quellfürst hin ist. Wie kommen wir da am schnellsten hin? Naja, natürlich mit meinem Quetzalcoatlus. Atlus. Ihr erhebt euch also in die Lüfte. Ich will über die Giraffe fliegen und ihr auf den Kopf, dass der Quetzalcoatlus ihr richtig auf den Kopf scheißt. Sie hat seit 4 Tagen nicht gekackt, weil sie das Kommando nicht erhalten hat von mir. Sie hat gelernt, sie darf nur kacken, wenn ich es ihr sage. Und diese Spur kommt halt auf die Giraffe zu. Die will halt ausweichen, schreit und kriegt auch so richtig was in den Mund. Ja! Und die fällt halt so nach hinten um und bleibt liegen. Lass uns da mal landen. Das sieht aus wie ein kaputtes Dampfzwergenschiff. Ihr fliegt auf die Stelle zu und setzt zur Landung an. Was ihr da findet, sehen wir allerdings beim nächsten Mal. So, da sind wir doch noch mal kurz, bevor wir gleich in die Werbung gehen und dann direkt starten. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Da auch, wie gesagt, für euch noch mal der Hinweis. Ich weiß alles, was passiert ist, so ziemlich. Sonst frage ich den Chat. Und ich bin ein bisschen gnädiger mit euch diesmal, wenn es darum geht, dass ihr was nicht mehr wisst, was ihr eigentlich wissen solltet. Es gab auch Momente in dieser langen Geschichte, Pauke, da waren wir gnädig mit dir. Das stimmt allerdings. Das soll vorgekommen sein, das habe ich allerdings alles vergessen und bin wieder ein Arsch. an der Stelle mal, das habe ich, glaube ich, an anderer Stelle auch schon mal gesagt, ich habe die jetzt alle noch mal gesehen. Alter, die waren so gut, die beiden Teile. Auch mal Shoutout an die Regie, alle im Ton und so. Ey, wenn auch so an alle, die jetzt zu Hause sind, wenn ihr Teil 1 und 2, achtet mal auf den Ton und so. Das ist wirklich, das sieht nicht aus wie eine Live-Produktion. Das ist richtig krass. Das ist schon. Nee, das ist wirklich ganz großartig, auch von euch, richtig gut gespielt. Also, es hat richtig viel Spaß gemacht. War auch so, ich hatte wirklich beim Wiedergucken ein bisschen eine Träne im Auge. Mhm. Ich dachte, bin so groß geworden. So, weil da gab es so eine Szene, wo irgendwie so 7 Minuten lang ich quasi kein Wort sage und ihr spielt das so komplett allein. Ich und keine Meta-Diskussion mehr. Nur noch Charakter. Wirklich, wird nur noch Charakter gespielt und so. Und ob das heute auch so funktioniert, als Witz natürlich, das sehen wir gleich nach einer kurzen Werbepause. Dann sind wir direkt wieder für euch da und starten auch schon relativ zügig ins Abenteuer, damit wir heute richtig was schaffen. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück vom Kacken. Schön, dass ihr wieder da seid. Die Zuschauer haben das jetzt nicht verstanden, aber das ist nicht schlimm. Wer die Werbung nicht geguckt hat. Ja, selbst schuld, genau. So, ich gebe euch einmal eine Übersicht, was ich jetzt in der Werbung angefangen hatte. Was ist diese Welt? Wo findet das alles statt? Was wisst ihr schon, was wisst ihr noch nicht? Da werden nicht alle Details drin sein, das ist aber auch für euch zu Hause. Denn ihr habt zwar ein Recap gesehen, aber das enthält natürlich nicht alle Plotpoints. Wir befinden uns in Tormentosia. Tormentosia ist eine ursprünglich große Welt, in der es unzählige Nationen gab. In dieser Welt gibt's unglaublich viele Wesen, die sehen aus wie Tiere und so Humanoide. Es gibt Giraffenmenschen, es gibt Hamstermenschen, es gibt Kreaturen, die sehen aus wie laufende Kristalle, es gibt Saurier, es gibt aber auch Elektrizität in dem Grunde, es gibt sowas wie Magie bei den Kindern der Quelle. Diese Welt wurde angegriffen von Sorgoth, dem Weltenfresser. So, und Sorgoth erbricht so Monster quasi. Also der ist wirklich auf diesen gewaltiger Drachenähnlich, also ein gewaltiges drachenähnliches Monster, das auch viele von euch noch nie gesehen haben, weil man so gar nicht so nah an ihn rankommt. Und der erbricht diese Monster, die über die Welt herfallen. Immer und immer mehr. So, und am Anfang haben viele dagegen noch so angekämpft, aber mehr und mehr Reiche fielen einfach mit der Zeit. Weil einfach, wie willst du gegen eine endlose Armee ankommen? Irgendwann haben dann einzelne Nationen gesagt, ja, na gut, wir arbeiten schon eine Weile an was, das können wir aber alleine gar nicht realisieren. Angefangen hat das, dass die Wiederzähler zugegeben haben,
na gut, wir arbeiten an sowas, das ist eine Technik, um so eine Art Schutzschild zu erzeugen. Und haben dann vorgeschlagen, wir könnten ja jetzt den in die Mitte setzen und versuchen, die verbliebenen Reiche zu schützen. Dann haben die Zwerge gesagt, ja, okay, wir geben halt zu, wir haben einen Mechanismus, der wäre perfekt dafür. Aber dafür brauchen wir einen Teil des Aquanoptikums. Das ist so das Heiligste, was die Kinder der Quelle haben. Das ist so ihr Aqua, so eine Art geballte Magiekugel, die alle Magie beherbergt, die dieses Reich noch hat. Und die haben das dann hergegeben, daraufhin ist ein Teil ihres Reiches zerbrochen und das Wasser fließt nicht mehr richtig. Oh. Und alle müssen halt auch was opfern. Die Wiederzähler haben so ihre besten Hacker quasi geschickt. Naja, so. Ich weiß nicht, ob das jetzt mal unter uns waren nicht die allerbesten. Und die Zwerge mussten halt auch sich durchkämpfen, weil da die Gothkin schon ganz weit ein muss, wirklich durch so Krieg. So, dann war das Problem, wie transportieren wir das alles? Dann kamen die Saromanten ins Spiel, die halt gesagt haben, eigentlich halten wir uns aus sowas raus, Natur findet ihren Weg, aber die Gothkin sind keine Natur und haben ihre größten Saurier geopfert. Und die sind dabei, haben sich zu Tode gearbeitet, diese Saurier, und sind gestorben in den Kriegen. Und dabei sind auch Ratten ausgestorben. Ganz wichtige für dein Volk, weil die so naturverbunden sind. Ja. Dann war das Problem, dass das Ganze muss ja auch irgendwie angetrieben werden. Da haben die Genetiker gesagt, wir bauen Menschen, die sind perfekt dafür. Die haben gewaltige Beine und treiben diesen Kern an. Es gibt welche, die haben riesige Arme und können den Kern wieder in die Bahn rücken, wenn es sein muss. Und die leben quasi nur, um diesen Kern am Laufen zu halten. Und dann wurde diese Stadt erschaffen. Kernheim. Und Kernheim wurde auf einmal zu einer richtigen Stadt. Am Anfang war die Idee, da steht halt der Kernbaum. Das ist so ein Turm, der dieses Schild quasi hochschießt und da hält das am Laufen. Und dann kamen aber ja Völker von außen, aus den ehemaligen Ländern, die jetzt nicht mehr Teil der, also die quasi jetzt untergegangen waren, die Staubnationen, sagt man auch. Und in denen lebten vor allem Jumanjin, also diese Tiermenschen, ganz viele andere Arten und Rassen lebten da. Und die suchten jetzt alle neues Zuhause. Und der einzige Platz, wo so hieß, ja, da können die ja hin, war halt Kernheim. Die Stadt gab's vorher nicht, aber dann geht einfach dahin. Und das muss ja alles verwaltet werden. Die müssen was essen, die müssen was trinken, die müssen quasi, da muss Gesetz herrschen. Dann kam Ambros und hat gesagt, ja, dann lassen wir eine Münze springen, so. Und Ambros bezahlt für das Ganze. Darum sind auch alle, also Hedonisten heißt das Volk, das in Ambros quasi ist. Und die Hedonisten haben gesagt, ja, mein Gott, dann zahlen wir dafür. Wir stellen den Reichstrutz, das ist, wo du auch zugehörst, so eine Eliteeinheit, die halt sagt, ey, wir kümmern uns hier um alles. Wir halten das in den Bahnen, wir sind die Polizei hier, wir beschützen den Kern und wir machen Gesetze. Und die machen auch den ganzen Verwaltungsapparat. Da ist Ambros gut drin, den Verwalten. So. Ihr seid jetzt in Kernheim gestartet im ersten Abenteuer. Jetzt kommen wir dahin zu dem, was ihr so wisst. Ich werde ein paar Punkte überspringen, aber das, was für euch essentiell ist. Ihr seid euch in der Kneipe begegnet und in dieser Kneipe, vor dieser Kneipe habt ihr dann einen Boten getroffen, Joblasch. Und Joblasch hatte ein Schreiben dabei. Dieses Schreiben habt ihr nach einer Weile dann auch bekommen und das war, in dem Schreiben stand, also der war ein Kind der Quelle und der hat gesagt, er muss dringend in die flüssigen Ebenen, zurück zu seinen Leuten. In diesem Schreiben stand, ausschließlich für die Augen ihrer fließenden Hoheit Jalkassa, das ist die Königin, die Anführerin der Kinder der Quelle. Unsere Vermutungen sind wahr. Schicken Sie die nötige Verstärkung. Das Überleben unseres Volkes hängt davon ab. So, ihr seid dem dann gefolgt und seid außerdem auf einen Steckbrief gestoßen. Und dieser Steckbrief, in dem wurde, den hast du auch noch, genau, da wurde nach, kann man es einmal sehen, Quellfürst Kublasch gesucht. Was merkwürdig ist, denn Quellfürst Kublasch ist eigentlich eine wichtige Persönlichkeit aus diesem Reich. Das ist der Abgesandte. Die Königin Jalkassa kann ihr Reich nie verlassen. Das ist essentiell für die Struktur dieses Landes. Denn der Rest von diesem Magiekern muss immer durch das Land reisen und wird die ganze Zeit rumgefahren, damit das nicht zerbricht. So. Und darum kann sie nicht weg. Darum wurde halt ein Abgesandter geschickt. Und der wird jetzt steckbrieflich gesucht. Dann seid ihr zum Kernarchiv und habt in diesem Kernarchiv rausgefunden, dass die Kopfgeldjägergilde ihn ausgeschrieben hat, was denen überhaupt nicht zusteht. Die können nicht einfach sagen, ja, wir schreiben halt aus, dass jo jemand Wichtiges gesucht wird und tot oder lebendig. Dann seid ihr dem so ein bisschen auf den Grund gegangen und habt rausgefunden beim Orakel, dass auch irgendwas nicht stimmt mit der Königin von Ambros. Dass sie angeblich gar nicht da ist und so. Also Julia von Ambros, eigentlich die Person, die du beschützt, sei überhaupt nicht da. Der Kern hat Risse, habt ihr rausgefunden. Also der ist krank. Woran das liegt, konntet ihr aber nicht mehr so richtig rausfinden. Ihr habt halt nur erfahren, er ist krank. Irgendwas stimmt nicht mit dem Schild. Haben wir wohl die falschen Fragen gestellt. Das denke ich nicht. Ihr habt da richtig rausgefunden, die Lieblingsfarbe des Orakels war halt grün. Auch sehr essentiell. Kann eventuell noch mal wichtig werden. Habe ich hier übrigens auch noch mal notiert. Auf grün. Dem Bogen. Und da steht es grün. Eindeutig. Genau. So. Dann auch noch mal wichtig, dass ihr danach, das war dann quasi auch so das Ende des ersten Teils. Im zweiten Teil seid ihr dann, habt euch aufgemacht zum Kern. Denn im Verwaltungsdistrikt des Kerns wäre auch Julia von Ambros gewesen. Und natürlich war dein Impuls zu sagen, naja, was ist hier los? Ich will jetzt wirklich wissen, ob sie da ist oder nicht. Und man hat euch auch nicht reingelassen.
Es hieß dann auf einmal, ja, nee, die Königin kann niemand sehen, das ist Order von ganz oben, von ihr, so. Stimmt, ist ja nicht. Yeah. Dann kam euch die Idee, wir haben ja diesen Puff. In diesem Puff habt ihr nämlich das Orakel gefunden. Und da war nämlich die Kopfgeldjäger-Gilde. Die hatten da so ihren geheimen Stützpunkt. Das war der einzige Grund, warum wir in den Puff gefahren. Absolut. Ich sag mal, die haben, aus irgendeinem Grund mussten die leider ihr Leben lassen. Das kommt vor, wenn ihr Charakteren begegnet, dass die danach kein besseres Leben haben. Man kann ja mal Formidablus Grün fragen, den Vorsteher des ehemaligen Kernarchivs von Kernheim. Der war ein Unfall. Hab ich auch aufgeschrieben. Das ist auch eine wichtige Familie, die Grün. Grüns. So. Grün. Jedenfalls seid ihr dann in diesem, wurdet ihr erst abgewiesen, ihr kamt aber auf die gute Idee, die zu bestechen. Ihr hattet halt schon gehört, ja, die gehen auch gerne mal feiern und so, und dein Rang hat es dann auch ermöglicht, dass ihr da hingeht. So. Und du wusstest, ah, es gibt halt ein Kraut, das, was wir geraucht haben, das können wir mitnehmen. So. Dann kam die auf die Idee so und meinte, ja, lass doch mal zum Schwarzmarkt gehen. Du kanntest auch schon Schwarz, du wusstest, man kann so handeln und so. Und du hattest auch diese Lochkarten immer benutzt, um von den Maschinen rauszufinden, wo die herkommen und so. Und so habt ihr auch diese ganze. Dann seid ihr in diesen Giraffenmarkt quasi, in diesen Giraffenschwarzmarkt, habt da irgendwie Zwerge aus dem Weg geräumt und so. Und seid da aber leider auch über ein paar Sachen gestolpert, die euch nicht so gut gefallen. Unter anderem dieses Herz, ja, das uns auch geschickt wurde. Mayasaurus. Da wurde auch ein Mayasaurus-Herz unter anderem angeboten. Habt da aber das Kraut bekommen, seid so ins Kernarchiv gekommen, ins Kernheim, in die Stadt, in den Verwaltungsdistrikt. Mhm. Und habt da aufgedeckt, nach einem kurzen Intermezzo mit Sacrotan, Blistex und Labello, den Konnoisseuren der Königin höchstpersönlich, von denen einer sein Leben sich genommen hat, nachdem er die Wahrheit irgendwie rausposaunt hatte, dass die Schwester der Königin in Wirklichkeit da ist und nicht die Königin. Was absolut unüblich ist. Das ist halt ein, also alle wichtigen Führer kommen eigentlich zusammen, um diese Konferenz zu haben, diese Kernkonferenz, um eben zu besprechen, wieso kommen Gottkin durch dieses Schild. Und das ist überhaupt nicht normal, dass sie nicht da ist. Und das wurde auch nur, dir wurde auch gesagt, du beschützt die Königin. So, du warst 100% überzeugt, dass das so ist. So, ihr habt auch rausgefunden, dass Quellfürst Kublasch gesucht wurde, also dass die Anweisung von den Konnoisseuren kam, ihn zu suchen. Weil er irgendwas wohl weiß, das man nicht wissen durfte. Dann hatte sich aber leider Sacrotan schon das Leben genommen, bevor ihr noch mehr fragen konntet. Ihr habt aber rausgefunden vom Orakel, dass er unterwegs ist in die lithikalen Ebenen. Und erstens, um das Herz da zu beerdigen, und zweitens, um dem auf den Grund zu gehen, habt ihr beschlossen, da weiter zu suchen. Ihr schwingt euch also auf den Rücken eures Flugsauriers, kackt noch mal die Giraffe auf den Kopf. Jawohl, Mann. Schafft das gerade so, und gerade in diesem Moment im Abenteuer, und da steigen wir jetzt auch so lang, oh, hier, kommen schon die ersten Fanarts. Ja, yeah, da ist er. Oh, ich war auch auf dem Flugzeug, wie schön. Das gesehen, ihr seid auf dem Saurier und ich seid auf dem Flugzeug. Ja, so, oh. Ja, aber das ist total unrealistisch. Ich wollte es auf dem Besen. Entschuldigung. Von hinten hängt er am Schwanz mit seinen Fledermäusen. ihr seid also quasi unterwegs, und als letzte Umfrage und letztes Element des Abenteuers habt ihr erfahren, dass ihr eine Absturzstelle eines Flugschiffs seht. Und da haben wir mal gesehen, was ihr gerade so seht und wo wir uns im Abenteuer befinden. Trias, dein Quetzalcoatlus geht also in den Anflug, als ihr am Horizont schon so eine Rauchschwade aufsteigen seht. Natürlich ungewöhnlich, denn dein Volk eigentlich lebt komplett in wandernden Siedlungen. Die Idee großer Feuer oder industrieller Anlagen, sowas gibt's nicht in den lithikalen Ebenen. Für euch natürlich besonders eindrungen, ihr wart noch nie in den lithikalen Ebenen. Für euch ist das erste Mal, dass ihr sowas seht. Also endlose Weiten von Graslanden, für euch, dass so viel Raum existiert, war euch vorher gar nicht bewusst. Und ihr seht am Horizont eben schon, dass da irgendwas liegt. Bruchstücke von Maschinen, es qualmt. Man sieht aber erstmal keine Personen. Und ihr befindet euch eben auf dem Rücken des Quetzalcoatlus, davon aus, unter euch rennt Baldrian mit voller Power quer durch die Lande. Und was wollt ihr tun? Du navigierst den Quetzalcoatlus. Mhm. Sabine, glaube ich, war ihr Name. Nee, Sabrina? Also beim Quetzalcoatlus muss man einmal im Jahr einen neuen Namen ausdenken. Weil die werden dem überdrüssig und werden depressiv. Richtig. Deswegen brauchen die einmal im Jahr einen neuen Namen. Und sie hieß früher so, und jetzt heißt sie Annegret Schniedelwurz von Schlöss. Annegret, nennen wir sie Anni. Aber wir nennen sie Anni. It is okay, Anni. Genau, Anni, it is okay, Anni. Also ihr seht alle diese Stelle, ne? Also auch ihr seht das dieses Feuer so natürlich sofort aufsteigen. Ja. Haha, willkommen! Wie heißt das nochmal? In den lithikalen Ebenen. Willkommen in meiner Heimat!
Hammer! Den litikalen Ebenen! Wow! Seht ihr das da unten? Es brennt! Es raucht! Maschinen! Sie sind in. Sie haben Sorgen! Wir können übrigens die erste Umfrage einblenden, liebe Regie. Was finden Sie im Wrack des Luftschiffes? Ihr dürft, wenn das gleich losgeht, dürft ihr Vorschläge machen im Chat und die Regie sammelt. Einmal schnell wegfliegen. Es gibt einen Timer unten. Wenn der abgelaufen ist, nehmen wir keine Vorschläge mehr an. Nur damit ihr nicht endlos spammt. Werner Trias, wollen Sie dort vielleicht landen? Ja, und ihr könnt es die Maschinen näher angucken. Schau nach einer geeigneten Landefläche. Ja, ja. Nun, es scheint, als ob genug Platz hier ist. Ja, das war ein Scherz. Geht los, ohne Probleme. Anni, es ist okay, Anni, komm. Und ich steuere sie so sanft zu einer sanften Landung. Jetzt haltet euch fest! Ja, also, Anni ist so ein bisschen natürlich überfordert mit drei Leute schleppen. Zum Glück helfen die Fledermäuse ein bisschen, was natürlich ein bisschen den Auftrieb verbessert, aber die Landung ist ein wenig holprig. Das ist mehr so ein. Und ihr landet so, ja, 50 Meter entfernt von dieser Absturzstelle. Ich beschreibe euch mal die Szenerie. Ihr steht also wirklich auf einer offenen Grasfläche. Es gibt natürlich Hügel, um euch rum sind Berge. Also ihr könnt jetzt nicht die Erdkrümmung sehen, aber es ist schon sehr groß. Ihr seht allerdings auch keine Tiere, was schon mal ungewöhnlich ist. Das ist jetzt wahrscheinlich verschreckt durch die Stelle, weißt du sofort. Aber normalerweise würdet ihr schon Sauropoden sehen. Da würden alle möglichen Raubsaurier auch natürlich kommen, wenn irgendwas landet. Also die litikalen Ebenen sind schon auch eher eine gefährliche Gegend. Aber das Feuer verschreckt natürlich alle Tiere. Vermutlich, vermutlich. Denn ihr seht vor euch diese Absturzstelle. Das Luftschiff, um das mal zu beschreiben, sieht, das wisst ihr auch sofort, es handelt sich um Dampfzwergentechnologie. Denn das ganze Luftschiff sieht schon aus wie so ein Fass und auch so zwei gewaltige Fässer, die das dann tragen. Die sind immer vollgepumpt mit Gyrobier. Also Gyrobier ist so der Antrieb, das ist so eine Art super, super hochpotenter Alkohol, mit dem man alle Maschinen antreiben kann. Es ist für euch alle, muss man gestehen, Technologie, die euch völlig fremd ist. Man kann damit aber auch die Zwerge antreiben, habe ich gelernt. Allerdings, denn Zwerge, was sie trinken, schütten die auch in ihre Maschinen. Und so kommt das auch nicht ganz selten zu Unfällen, indem man nichts mehr zu trinken da ist und jemand sich denkt, ja, dann kann man auch mal so ein Gyro-Schlauch anzapfen. Die Technologie ist beeindruckend, aber euch sehr fremd. Nur um das mal so vorweg. Ihr seid alle keine Dampfzwerge. Das ist auch nichts, was Dampfzwerge gerne teilen. Eher ein verschworenes Völkchen. So. Dieses Schiff ist wirklich offensichtlich relativ gerade abgestürzt. Also, es wirkt so, als wäre es wirklich auf den Boden aufgeschlagen und der komplette Unterboden ist weg einfach. Es liegt aber noch halbwegs intakt da. Also, man kann in das Wrack reinsehen und reingehen. Ich schlage vor, wir suchen nach Überlebenden. Es könnte sein, dass hier noch einer oder eine überlebt hat. Ja, und wenn nicht, finden wir sicherlich eine Menge Loot, wie man in meinem Volk sagt, zu Lochkarten. Lot? Lot. Ja. Nun kommt, Leute, wir haben noch nicht ewig Zeit. Ich könnte einmal meine Fledermäuse zu einem kleinen Radarausflug losschicken, dann sind wir vorbereitet. Flick-Flick, Flick-Flick. Möchtest du das machen? Mein Was, wo? Du kannst es würfeln. Ich hab doch jetzt die Tasche mit den Fledermäusen. Ach so, ich soll ja. Ja, ich mein, sollen die tun, ist meine Frage. Also meine Fledermäuse sind ausgebildete Sonaranlagen. Sie werden rumfliegen, sich alles angucken und uns dann mitteilen, wo sich etwas Interessantes befindet. Und das können die auf jeden Fall, das müsst du aber einmal flick, würfeln, flick, ob flick, wie gut flick. Die das so hinkriegen. Sie sind ein wenig müde. Oh, da fliegt, meine Freunde. Du musst aufpassen, das hier sind die Jagdgründe des Pterosaurias. Was ist das richtig? Weil letztes Mal hatten wir das Problem. Aber Fledermäuse, die können doch in der Luft fliegen. Ja, exakt. Pterosaurius. Oh. Ich auch. Das war mir nicht bewusst. Deswegen sage ich es ja. Ihnen ist aber auch kein Dinosaurier fremd. Ich erkläre einmal, worauf gewürfelt die Wiege, weil wir so lange nicht gespielt haben und das alle einmal zugucken. Du hast einen Charakterbogen, auf dem Werte sind. In diesem Regelwerk sind die Werte in der Regel sowas ähnliches wie Prozentzahlen. Das heißt, du hast einen Wert, du musst unter diesen Wert kommen. Einzige wichtige Sonderregel, eine 1 ist immer ein kritischer Erfolg. Eine 100, bei uns dargestellt durch 3 Nullen, ist immer ein kritischer Misserfolg. Wenn ihr mehr als 65 Punkte entfernt von einem Würfelergebnis seid, gilt das automatisch als kritischer Erfolg. Das heißt, wenn du zum Beispiel 80 hast und du würfelst eine 10, ist das auch ein kritischer Erfolg. Ich habe eine 50 auf Fledermäuse Scout. Mhm. Ich würde sagen, dieser Wurf ist jetzt auch schon, erstens um es zu zeigen und zweitens macht es auch Sinn, der ist um 10 erleichtert. Hier ist es so leer, die sind durch nichts abgelenkt, die Fledermäuse. Und du möchtest, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach nur, ist irgendwas auffällig? Ja, sie sollen gucken, wo sich was befindet. Und eine bestmögliche Karte mit aus ihrem Code zeichnen. Okay, da würde ich jetzt aber. Naja, eine rudimentäre Karte. Meistens wissen sie nicht, was sie da tun. Aber okay, dann um 20 erschwert. Oh, das wird ja. Eine Codekarte zeichnen? Es sind gute Fledermäuse. Ja, okay. Ich werfe nun.
Eine 66. Das ist also sowieso nichts geworden. Aber ich habe doch 50. Ja, das, du musst drunter kommen, unter deinen. Na gut, dann jetzt für die anderen 22 Fledermäuse. Nee, also die Fledermäuse fliegen los und heben ab, kommen zurück und zeigen irgendwie wirre Signale an. Also manche von denen fliegen irgendwie so Richtung Osten und sind ganz aufgebracht, andere so Richtung Norden und versuchen so Herzchen zu formen. Du kannst nicht so richtig rausnehmen. Offensichtlich sind die von dem Flug mit dem Quetzalcoatlus völlig aufgebracht. Also manche von denen fliegen auch so zum Quetzalcoatlus Anni hin und sind so, gucken sich den so, wie so bei so einer Autoinspektion. Eine Fledermaus zeigt auch ganz stolz und so. Also die sind völlig aufgebracht. Da ist gerade nichts Sinnvolles rauszuholen. Ich hätte es vielleicht sagen müssen, Anni, es ist okay, Anni ist gerade in der Balz und jedes flugfähige Tier in der näheren Umgebung wird dadurch natürlich so ein bisschen in ihrem Antrieb etwas verwirrt, sage ich mal. Verstehe, und die Fledermäuse sind deprimiert, weil sie so klein sind, sie kommen da gar nicht drauf, sie könnten nicht. Völlig korrekt, also das sexuelle ist Repression. Ich habe versucht, das zu umschreiben, ohne es deutliche Worte zu fassen, aber Ihnen ist sowas wie Pietät offensichtlich fremd. Vielleicht sollten Sie mal eine Lochkarte diesbezüglich Pietät, erwerben. Pietät, darum geht es. Genau, die Herren, ich glaube, es ist unumgänglich, dass wir uns die Sache mal selbst anschauen. Hm? Ja, dann würde ich sagen, geht einer von uns vor. Ja, ich nehm so eine Hand von der Erde und schmecke so an der Erde. So. Was möchtest du rausfinden? Ja, ob hier irgendwas die Erde... Hast du irgendein Talent, das das rechtfertigt? Überleben, lithikale Ebenenkunde. Ich hab Spuren lesen. Das sind meine Tiere. Schnüffeln. Du kannst Schnüffler benutzen. Ja, ich benutze meinen Schnüffler. Also, ich habe mir was überlegt für deine Saurier. Mhm. Du hattest gesagt, du hast 5 Saurier. Einer ist Schnüffler. Mhm. Es gibt noch Fühler. Mhm. Es gibt Schmecker. Muss ich mir aufschreiben. Alle Sinne quasi. Die sind alle Sinne. Ja. Es gibt Seher. Ja. Und es gibt, welche hatte ich schon? Hörer noch? Ach, Hörer. Hörer, genau. Ja. Lauscher. So. Mhm. Die 5 gibt's. Ja. Und dann hast du noch den 6. Das ist Kara. Weil der... Der Kümmerer. Der kümmert sich. Genau. Der kann halt sonst nichts. Der trägt halt nur dieses Zeug. Genau. Und der erkennt, wenn jemand irgendwo verwundet ist. Ja. Also der ist so wirklich, wenn du den auf was ansetzt, dann rennt er da aber auch hin. Wie so ein Bernardiner quasi in der Lawine. Den kriegst du dann aber auch nicht zurück. Der ist dann da. Ja, der ist immer selbstbereit. Ich hab ein Schwert, also. Du kannst also immer auf diesen Wert würfeln, Dinosaurier dann tun. Du kannst vorher mir sagen, welcher Saurier was tun soll. Ja, also ich möchte gerne der Schnüffler... Mhm. Der kommt ja von hier. Der kennt sich ja hier aus. Mhm. Der soll mal mit seiner Nase checken, ob hier irgendwas unrund läuft. Das Problem ist, der kann nicht mit dir kommunizieren. Du musst also sehr spezifisch. Was zum Beispiel der kann, ist, hier hast du einen Geruch, finde diesen Geruch. Oder Schnüffler, also die würde es ja zum Beispiel hinkriegen, sagen, ist hier ein Raubtier in der Nähe? Das könnte er. Er würde jetzt sagen, du könntest zum Beispiel. Okay, ich frage ihn, ob wir Fremde in der Nähe sind. Ein fremder Geruch, der hier nicht hergehört, weil er ist jetzt zu Hause. Und er merkt ja, wenn hier was... Ich würde mal sagen, wenn du ihn schnüffeln lässt, wenn das funktioniert, er würde ja aufgeregt sein, wenn er was riecht, was er nicht kennt. Genau. Okay, dann würfel mal drauf auf den Wert. Nicht mit denen, die sind jetzt schon... Was ist dein Wert bei... Ach, Entschuldigung, ich hatte ja eben reingepackt, die 2 schwarzen. Die kannst du nehmen. Du willst die nicht nehmen. Nee, die haben wir versagt. Warte, hast du die beiden richtigen, weil die sind manchmal ein bisschen gemischt. Es gibt nämlich auch ein W8 und das hatten wir letztes Mal. Nee, ist richtig. Ist der richtige. Also wir würfeln mit einem W100. Schnüffeln 64. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist immer einer mit den Einserstellen. Oh, das ist eine 3. Ja. Was hast du darauf? 64. Ah, krass. Noch kein kritischer, aber sehr gut gewürfelt. Aber war ja auch erleichtert noch. Wie viel brauche ich? Nee, war nicht erleichtert. Wobei. Macht schon Sinn, was auch sein Zuhause ist und so. Ja, kann man 10 erleichtern. Ja, absolut. Dann ist tatsächlich ein kritischer Erfolg. Ja. Schnüffler springt auf und fängt an mit dem einen Arm irgendwie so. Fängt mit dem einen Arm an zu wickeln und du weißt sofort, was er damit sagen will. Oh, scheiße, Leute. Gyropatschen sind in der Nähe. Gyropatschen sind in der Nähe. Gyro was? Gyropatschen. Einmal für die Lore. Gyropatschen sind ein eingeborenes Volk quasi, also ein Volk in den nithikalen Ebenen, das an Menschen erinnert, das lebt in den Gebirgssträngen zwischen den Aschebergen, wo die Zwerge leben, und den nithikalen Ebenen. Die haben relativ früh so eine Art Pakt geschlossen mit Kristallinen. Kristalline sind Menschen, die, also sind Wesen, die aus Kristallen bestehen und die eine Art Magie in diese Kristalle einbinden können. Unglaublich schwierig, mit denen in irgendeiner Weise in Interaktion zu treten. Sehr eingeschworen, würden auch diese Kristalle nie an irgendwen hergeben. Gyropatschen schaffen es aber, relativ simple Dinge damit zu, sogar sehr komplexe Dinge. Sie brauchen aber noch Technologie. Wenn das Gyropatschen machen ist, einzelne Körperteile, primär ihre Arme, einzelne oder beide, durch Maschinen ersetzen. Diese Maschinen brauchen sie aber von Zwergen. Sie brauchen die Rohstoffe, die Dampf, darum überfallen die liebend gerne Dampfzwergenkolonnen.
Also Gyropatschen sind sehr kriegshaft. In der Regel ist es so, dass Saromanten einfach sich von denen fernhalten. Die leben auch so an den Berghängen in einer ziemlich engen Symbiose mit dem Ökosystem. Du weißt wenig über die sozialen Strukturen, aber du weißt, dass die gefährlich sind. Mhm. Also es ist wirklich so, man sieht sich, man winkt sich respektvoll zu und zieht weiter. Man lässt sich in Ruhe leben und leben lassen. Ich habe mal von einem Gyropatschen den Arm beim Pokern gewonnen. Oh, du weißt noch nicht, was ein Gyropatsche ist. Ich wusste damals noch nicht, dass er Gyropatsche ist. Doch jetzt erkenne ich es. Genau, wenn möchtest du das Wissen mit den anderen teilen? Ja, selbstverständlich. Okay, weil dann, ja, du hast es gehört und du denkst, ah, okay, ich habe schon mal so jemanden gesehen. Gyropatschen sind, die gibt's im Rest, aber außerhalb von Kernheim, so gut wirst du nie antreffen. Das, also du kannst in Kernheim mal jemanden getroffen haben. Ich habe in Kernheim mal jemanden getroffen. Das ist eine schöne Geschichte, spar sie dir für später auf. Ich meine, du kannst mir die Lochkarte dieser Geschichte überreichen. Ich höre sie mir nachher zum Einschlafen an. Aber Leute, damit ist nicht zu spaßen. Gyropatschen rauben Zwergentechnologie. Und wenn man ihnen in die Quere kommt, das endet nie gut. Ich habe in meiner Ausbildung davon schon einmal gehört. Ich glaube, sie plündern die Zwerge wegen ihrer Ressourcen und Rohstoffe. Das habe ich ja gerade alles groß und breit erklärt. Ja, aber warum sollte man das auch nicht tun? Es liegt doch einfach hier frei für alle rum. Naja, das lag ja nicht von Anfang an hier rum. Das ist ungefähr so, als wenn ich dich jetzt ausnocke und sage, du lagst da ja einfach nur so rum. Danach wäre es in Ordnung. Aber das würde ich Ihnen übel nehmen. Sie meinen also, jemand hat die Zwerge abgeschossen? Na, selbstverständlich haben die Gyropatschen die Zwerge abgeschossen, um vermutlich an ihre Technologie ranzukommen. Oder sie haben ihren Sprit wieder getrunken. Die Zwerge meinen. Ja, warum nicht das Naheliegende nehmen, wenn man auch auf solche Theorien kommen kann? Also, ihr habt das Schiff noch nicht untersucht, aber es ist naheliegend, dass dieses Schiff theoretisch könnte sein. Nun, dann werde ich mich jetzt einmal aufmachen und das mir selber ein Auge davon machen, mich selbst davon zu überzeugen von. Und ich folge Ihnen. Okay. Und ich gehe zum Schiff. Ich nähere mich dem Schiffswrack. Du kommst näher und du riechst wirklich auch so verbrannten Alkohol. Das ist jetzt kein Geruch, der euch allen fremd ist. Wer in Kernheim schon mal war, der weiß, auch der Kernbaum selbst wird dadurch angetrieben. Das ist ein ganz primäres. Ihr wisst auch alle, das ist euch bewusst, das ist schon auch gefährlich. Das Zeug kann explodieren und so. Ihr seht jetzt noch keinen großen Tank, ihr seht keine Flüssigkeit irgendwo auslaufen. Und es wäre jetzt auch nicht unüblich, dass, wenn schon geplündert wurde, gestohlen wurde. Als du näher kommst, siehst du definitiv Einschussöffnung. Irgendwas wurde auf dieses Schiff abgefeuert. Aber vielleicht wieder rausgezogen, also in dem Rumpf sind so Löcher. Und du siehst, dass einer der beiden Tanks zur Seite übergefallen ist und der ist offensichtlich explodiert. Also jemand hat diesen Tank vermutet. Der ist schon explodiert. Genau. So ein Luftschiff hat in der Regel zwei so große Fässer, so ähnliche Stellen. Sieht ein bisschen aus wie so ein längliches Fass. Das ist aber aus Leder eher als aus jetzt Dings. Aber die gleiche Struktur wie ein Fass. So Metallriemen drumherum und eins davon ist komplett zerstört. Die Fetzen liegen überall rum auf der anderen Seite. Ich hatte mir schon gedacht, dass es sich hierbei um eine Chemie-Explosion handelt. Du siehst keine Menschenseele, also auch keine andere Kreatur. Es ist komplett zu still. Es ist zu still für meinen Geschmack. Irgendwas geht hier nicht mit richtigen Dingen vor. Da stimme ich Ihnen zu. Veninarius. Yes. Du kennst dich doch mit dieser Technologie aus. Natürlich, was wollen Sie wissen? Mich würde mal interessieren. Hier sind sämtliche Lochkarten für das Bediensystem. Hier, das ist für das Navigationssystem. Das sind die Karten für die Unterhaltung der Soldaten. Da gucken Sie besser nicht so genau drauf. Und das ist eine Fledermaus, die war da noch dazwischen. Okay, also was ich eigentlich wissen wollte, ist, ob das schon hier geplündert worden ist. Ich meine, Sie kennen mich. Sie müssen doch erkennen, ob in diesem Wrack Teile fehlen. Wissen Sie was? Nur ein Wiederzähler würde wahrscheinlich den wahren Wert hier der ganzen Mechanik verstehen. Alle anderen klauen nur das, was leuchtet. Shiny Stuff. Aber ich kenne die wahren Werte. Wir müssten allerdings zum Kommandozentrum oder zum Datenspeicher oder vielleicht in den Maschinenraum. Es gibt viele Räume, wo wir hin könnten. Ich muss einmal kurz dazwischen, nur weil es die erste Umfrage ist. Ich werde das nicht bei jeder Umfrage machen. Die Umfrage ist jetzt eingeblendet. Ihr könnt mit Ausrufezeichen PNP und dem jeweiligen Begriff dafür abstimmen, was ihr seht. Es gibt die aufgebrochenen Käfige, Ausrufezeichen PNP-Käfige, die Leichen von Gothkin, Leichen. Es gibt Überlebende, Lebende und es gibt eine böse Kreatur. Kreatur. Ihr könnt jetzt abstimmen für ein Weilchen und dann ist durch und dann spielen wir das mal. Das ist eine Theorie, was jetzt kommt. So, Entschuldigung, habe ich letztes Mal auch immer. Ja? Ich war in jedem Pen and Paper, dachte ich, bin mir 100% sicher und es war immer das, was ich nicht dachte. Also ich dachte immer so, ja, easy. Aber okay, ihr dürft weiterspielen, Entschuldigung. Wichtig? Wohin sollen wir? Wo möchten Sie hin? Ich halte das für eine sehr gute Idee, dass wir uns mal das Cockpit genauer angucken. Vielleicht finden wir noch Überlebende. Ich glaube, ich habe die passende Karte fürs Cockpit. Wenn es ein Universalcode ist, wenn er geändert wurde, kann ich Ihnen natürlich nicht weiterhelfen. Ich glaube, dort geht's lang. Und
gehe Richtung, was ich denke, was das Cockpit ist. Also wenn ihr euch das Schiff so anguckt, erstmal so für dich, sehr gut gespielt. Du hast natürlich keine Ahnung, wie dieses Schiff funktioniert. Du hast aber angewendet, was du denkst, wie so ein Mechanismus funktioniert. Es ist eine Universalkarte. Ja, nee, aber du weißt, was ich meine. Aber was du denkst, wie so ein Schiff funktioniert, ist hier gar nicht so untreffend. Es gibt einen Raum, der offensichtlich, also es ist ähnlich aufgebaut wie ein Schiff. Es gibt so ein Mittelstück, das quasi dann da liegt. Alles, was Sphere gebaut hat, immer eine runde Form mit Metallbögen. Als ob die nie was anderes als ein Fass gesehen hätten in ihrem Leben. So, und wichtig ist, es gibt auch ziemlich beängstigende Waffen, die Zwerge bauen können. Zwerge können Waffen bauen, die wie Schusswaffen funktionieren. Also die Druck aufbauen, wie so eine Art Kartoffelkanone, Kugeln auf euch abfeuern, die heißen Dampf schießen können und so. Nur einmal, damit ihr wisst, was könnte uns als Gegner potenziell erwarten. Das heißt, nichts kommt, ich will euch nur, dass ihr nicht auf einmal überrascht seid, weil es sowas gibt. So. Bei mir wurde gesagt, diese Waffen werden Bart aktiviert. Bärte sind ein wichtiges Ding auch bei unseren Zwergen, natürlich. Aber so, also das Ding ist aufgebaut wie ein Schiff. Es gibt so eine Front und hinten am Schiff gibt es einen höheren Bereich. Das Schiff liegt ja so eingebrochen. Und da ist ein Aufbau, der halt wie so ein Cockpit aussieht quasi. Ja, da gehe ich hin. Okay. Du musst dafür in das Wrack steigen, Bild. Das ist ein großes Wrack. Das ist wirklich typisch deutsch. Das ist schon ein halbes Fußballfeld. So. Ja. Okay. Du steigst über teilweise noch lodernde Stücke und so. Du kannst dich relativ sicher bewegen. Ihr seht natürlich, dass er das tut. Wollt ihr folgen oder? Noch okay. Also ihr steigt alle über den Rand dieses Schiffes. Wie gesagt, das ist doll eingesackt. Das ist so tief abgerissen. Es gibt keinen Rand mehr oder so, über den man klettern muss. An bestimmten Stellen sieht man auch den Boden. Überall liegen Ladungsstücke und ihr seht auch Blut. Herr Trias, sehen Sie irgendwo Leichen? Nein, du siehst keine einzige Leiche. Dann sind sie alle entkommen. Sie nehmen ihre Verwundeten und die Toten mit. Also normalerweise plündern sie solche Technologie für die Technologie, aber wenn jetzt hier die Leichen fehlen, oh Gott, da kommen mir ganz grausige Gedanken. Das Ding ist auch nicht ungewöhnlich, dass die Lebenden auch kidnappen, weil einfach, man kann auch mit dem was machen. Und Zwerge haben auch unglaublich viel Zeug an sich, so. Ja, man kann auch so Bettdecken aus den Bärten machen und solche Sachen. Ja, auch, wie heißt die nochmal, Patschen? Gyropatschen. Gyropatschen. Und eine Leiche ist sehr, sehr wertvoll. Im Grunde auch nur eine Maschine, die nur an den richtigen Stellen aktiviert werden muss. Ja, das ist jetzt ehrlich gesagt wieder natürlich. Sie sollten das hier in den in der Lithikalebene vielleicht nicht so laut sagen. Aber, gemerkt. Also, meines Wissens sind Zwerge ja nun auch nicht leicht zu bezwingen. Das ist in der Tat wahr. Sind wirklich starke Kämpfer. So einfach geht ein Zwerg nicht mit. Lebendig wird er sich wehren bis zum Tod. Wir müssen auf der Hut sein. Ich würde gerne Spuren. Ich habe Spurenlesen 50. Ja, würfel mal Spuren lesen. Mit. Ist eine Unfall. Ja, mach mal so blank. Mit einem 100er? Und. Ja, zwei. Du musst. Genau, eine 0er und eine 10er Stelle. Und ich möchte gucken, ob ich noch irgendwie da rauslesen kann, ob hier in der Nähe vielleicht noch. Oder in welche Richtung irgendwas. Da geht die Würfelkamera rein. Ich glaube, das Regie oder ist da gerade ein Problem? Ja, dann kann ich noch mal würfeln. Ich würde dich sogar noch mal würfeln lassen, damit man es einmal sieht. Klappt das alles oder ist gerade ein Problem? Ach, geht gerade nicht. Kannst ruhig, dann zählt der Wurf. Okay, es war eine 77. Es war eine 77. Okay, du schaust dich um. Du kannst einfach in diesem Chaos nichts machen. Es gibt blutige Fußabdrücke, die wirklich nicht schwer zu lesen sind, aber da ist, du erkennst keine Ordnung. Ich bin ein sehr guter Spurenleser, das habe ich auf der Akademie gelernt. Lass mich einmal kurz. Aha. Ich habe keine Ahnung. Das sah allerdings sehr professionell aus. Ich habe es Ihnen fast abgenommen. Wie war das nochmal? Wenn das Blut noch warm ist und nach Osten fließt, ist es, wird es regnen. Wenn das regnet. Haben wir denselben Spruch gehört? Was ist denn mit Ihnen, Herr Trias? Sie sind doch. Spüren Sie nichts? Spüren Sie vielleicht die Anwesenheit von Feinden? Naja, ich sagte Ihnen ja bereits, dass die Gyropatschen hier ihr Werk treiben, aber. Es ist ein schauerlicher Ort. Wieder natürlich ist das hier. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Und ihr seht ja auch, es gibt nirgendwo Tiere. Und wenn die Tiere nicht da sind, dann ist es immer ein Zeichen dafür, dass das Dunkle, das Widernatürliche und Böse hier herrscht. Sie haben recht, ich spüre auch eine dunkle Aura. Wie ist es bei Ihnen? Auch ich verspüre etwas. Wir sollten auf der Hut sein und uns weiter ins Innere dieses Riesenschiffs vorwagen. Ihr bahnt euch also den Weg weiter so durch die Wrackteile und ihr müsst wirklich so unter Sachen durchklettern, über Sachen, und ihr findet immer mehr Blut. Also es wirkt so ein bisschen so, als hätten die Zwerge den Absturz in großen Teilen überlebt und hätten sich zum hinteren Teil des Schiffs zurückgezogen, denn hier ist der Rand auch höher, also sie hatten so ein bisschen Rückzugsort, eine Deckung,
Und es wird mehr und mehr Blut. Man sieht immer mehr Einschusslöcher, auch so ganz klare Kampfspuren. Ihr seht auch so versenkte Balken, als ob so Zwergendampfkanonen abgefeuert wurden und so. Aber niemand zu sehen. Wirklich komplette Leere. Und ihr kommt immer näher ans Cockpit. Im Cockpit ist die Scheibe komplett beschlagen von innen. Also man sieht nichts. Man kann nicht reingucken. Vorne hat das Cockpit so, also das, wir nennen es mal das Steuerhaus. Hat so Fenster vorne. Glas ist in dieser Welt auch sehr trüb, sehr dick an vielen Stellen. Aber die Zwerge sind schon feine Handwerkskünstler so. Ich weiß, wer es ist. Leonardo DiCaprio und Kate Winslet. Dann lassen wir ihnen noch ein bisschen mehr Zeit. Warten wir auf die Hand. Okay. Aber das ist ein guter Hinweis. Beschlagene Scheiben. Eventuell befindet sich dort drin etwas Lebendes, ob gut oder böse. Seien wir bereit. Sollten vielleicht die Kollegen mit den Waffen voranschreiten. Ja, wir könnten ja vielleicht erstmal versuchen, Kontakt aufzunehmen durch Klopfzeichen. Ihr seid nah genug dran. Also ihr kommt jetzt an und ihr seht die Tür. Die Tür ist auf jeden Fall bearbeitet worden. Also irgendwer hat versucht, da einzudringen und ist dann einfach, hat scheinbar aufgehört. Im Namen von Kern und Königin, mein Name ist Tantra Lagoon. Ich fordere Sie hiermit auf, die Tür zu öffnen. Mein Name ist Swagus Zwickelbart und ich fordere Sie höflichst auf, sich zu verziehen. Swagus Zwickelzahn, mein Bart. Name ist Zwickelbart. Zackelbart Zwickuszahn. Mein Herr, hoch erfreut, Tetanus-Latrine. Tantra Lagoon von den Reichstrutzen. Ich komme. Man hört, als du sagst Reichstrutze, hört man drin so. Man hört so ein bisschen Gemurmel und Gerummel so. Also man erkennt auch an deinem Akzent, dass du scheinbar. Du könntest wirklich Reichstrutz sein. So. Ich komme im Auftrag von Königin Ambros und fordere sie hiermit erneut auf, die Tür zu öffnen. Es sei denn, von ihnen geht Gefahr aus. Dann möchte ich, dass sie die Tür auf keinen Fall öffnen. Das ist wieder so ein bisschen. Also, au oder zu! Was sollen wir machen? Wir wollen noch rein, auf. Seid ihr Zwerge? Nee, ich heiß rein zufällig, Swagus Zwickelbart! Naja, ich meine, das kann ja auch purer Zufall Lachen drin. Sind. Also, die fanden das jetzt. Die anderen sind. Die halten dich für einen ziemlichen Vollidioten. Ja, wie sie sehen. Bin ich hier der Lustige der Truppe? Dampfzwerge übrigens. Dampfzwerge. Also nur einmal als Hinweis: Zwerge, ja. Dampfzwerge wollen nicht Zwerge genannt werden. Dampfzwerge. Naja, man merkt, dass ihr Dampfzwerge seid, weil es so beschlagen ist und nicht Kampfzwerge, weil sonst wäre hier nicht so viel Blut, oder? Würfel mal auf Humor. Oh, würfel mal auf Humor und fährt sich ja schwer. Warte, erstmal wichtig: ich gebe dir 20 Bonus allgemein auf deinen Humorwert. Das werde ich bei euch allen machen, wenn ein Talent kommt, das ihr viel benutzt. Auch bei mir? Ja, weil wir haben kein Leveln gemacht, weil du hast permanent für immer 20 mehr auf Humor. Du hast das letzte Mal viel eingesetzt, das hat in vielen Situationen euch wirklich krass geöffnet. Er hat halt viel zu wenig, er hat 31, glaube ich, und er benutzt das ständig. Also du kannst 51 draus machen. Plus zwei, achso, warte. Du hast jetzt permanent 51 auf dieses Talent. Das ist ja geil. Das wird nicht auf die Gruppe mit angerechnet, das kümmere ich mich nachher darum, dass das ordentlich ist. Aber du hast 51 jetzt auf dieses Talent. Nehme ich. Du hast eine 6 gewürfelt. Das ist kein kritischer Erfolg, aber du schaffst es. Du hast Glück. Die lachen sich jetzt nicht tot. Das war eine negative Probe, denn der Witz mit dem Blut, hätten die überhaupt nicht geil gefunden. Ja. Der geht so ein bisschen unter im Chaos, der Witz. Ich kann ihn ja nochmal. Würde ich sagen, kommen Sie mal raus hier. Dampfzwerge, oder? Ja, Dampfzwerge. Eindeutig, Dampfzwerge. Ihr hört eine andere Stimme von der. Sind die weg? Von uns geht keine Gefahr aus. Hier ist niemand außer uns. Haben die anderen auch gesagt. Welche anderen? Hier, die Patschen. Die Gyropatschen. Oh ja, man hört drin, wie alle. Ja, die Gyropatschen sind weg. Winnetou tut dir nicht mehr weh. Als ob wir vor denen Angst haben. Und irgendwer haut dem so. Psch. Haben Sie doch keine Angst vor uns. Wir kommen in Frieden. Wir wollen nur Ihre Technologie retten. Vor dem Feuer. Oh. Nee? Oh, shit. Aber ich dachte, das ist halt genau, was Gyropatschen machen, ne? Technologie, ihr seid doch selber Gyropatschen! Ich bitte Sie, das ist eine Beleidigung! Sie kennen doch Wiederzähler! Wir sollten sie testen! Dann sagt mir, wie dieser Test lautet, denn ich bin mir sicher, wir werden ihn bestehen. Scheiße, jetzt will ich testen. Und man hört drin, wie sie so ein paar Stimmen beraten, so.
und kommt so ein bisschen hin und her. Es dauert auch wirklich erschreckend lange. Ihr seid so ein bisschen überrascht, ob die überhaupt noch da sind oder so. Und plötzlich kommt so: Also, wenn ihr keine Gyropatzen seid, dann wisst ihr doch sicherlich, wie viel 5x12 ist. Einen Moment, wir werden uns kurz beraten. Wer auch immer das beantworten möchte, muss also auf Mathematik würfeln. 5 Fledermäuse mal 12 Meter Läuse machen. Was können meine Dinosaurier? Ich habe kein Mathe, doch ich kann Fledermaus zählen. Ich mein, das lernt man als Kind. Du hast aber ein Talent, das ich sagen würde, ist ähnlich. Du hast Zahlenhandel, das ist nicht perfekt, ne? Mathe. Aber ich würde mit einer Erschwernis erlauben, dass das ein Talent ist. Ja. Es ist eindeutig um die 60 rum. Warte. Wie viel hast du auf Zahlenhandel? Du hast ein Talent, das heißt doch. Zahlenhandel. Das ist quasi, da steht ja wirklich Zahlenhandel. Okay, 60. Das ist so nah an Mathe 6, brauchst du nicht mal würfeln. Das schaffst du auf jeden Fall. Ja, okay, 60. Wie haben Sie das denn so schnell ausgerechnet? Ja, das ist mein Geheimnis. Voll! Einer schaut ihm so vor. Was? Aber das ist in der Tat richtig. Gib mir ein weiteres Rätsel. Nein, gib mir keins. Ja, gib mir noch eins. Aber ich hatte jetzt einen. Ja, okay, kleinen Moment. Shit, das wollte ich nicht. Nessa hat kurz Pause. Darius, wir hatten das doch schon. Das tut mir leid. Also, ich weiß ja nur, jeder als Gyropatzen ziemlich gierig auf unser Bier sind. Ein Schluck davon würden die überhaupt bestimmt nicht nehmen. Und in der Tür schiebt sich so eine kleine Luke auf, wie so eine Hundeklappe. Und da kommt so ein solider Pott. Er hat gesagt, einen Schluck würden die nicht nehmen. Ja, Gyropatzen würden niemals Gyroboy trinken. Ist viel zu wertvoll. Ah, das verachten die auch als Getränk. Betrunken sein ist für die, das würden die nicht machen. So. Man schiebt so ein Bottich Bier raus. Da ist auch ordentlich so ein paar, also wirklich so Lippenabdrücke dran und noch so ein bisschen Sprechkäse siehst und so. Weil wirklich jemand oben hängt, noch so Barthaare am Becher. Ich sag mal, geputzt wurde der jetzt nicht. Da steht jetzt so ein Becher Getränk. Das klingt ja gefälligst aus. Und die Luke geht wieder zu. Also auf jeden Fall wissen wir jetzt schon mal, dass es hierbei um Zwerge handelt. Der Becher ist so dreckig. Der kann nur von Zwergen kommen. Also Moment mal! Ja, einer steht und sagt, schon mal ist dran. Ja, okay, ist dran. Also ich würde mich bereit erklären, eine Kostprobe von diesem Gebräu zu nehmen. Ah. Nachrichten. Bitteschön. Würfel mal. Was hast du bei Handeln so an Talenten? Schwertkampf, Schwimmen, Klettern, Faustkampf, Kochen. Würfel mal auf deinen allgemeinen Handelnwert. So, dein allgemeiner Handelnwert ist diese Zahl hier durch 10. Ich habe übrigens, sehe ich gerade, echauffieren 55. Wie ein Profi. Das heißt, dein Grundwert ist 20. Ja. Ich würde aber dir erlauben, deinen Kochenwert zu addieren auf diesen Wert, weil du durchaus schon ein bisschen kulinarische Erfahrung hast. Das heißt, du wärst jetzt nicht völlig, weil du was trinkst, was du noch nie probiert hast, wärst nicht witzig völlig. Hast also 40. Würfel eine Probe auf 40. Ja. Das ist eine 85 gewürfelt. Du, während du anfängst zu trinken, riechst du schon Ohr. Und du nimmst den ersten Schluck und es ist wirklich, als ob du pures Benzin trinkst. Der kleinste Schluck und du setzt sofort die Tasse wieder ab und speist das aus. Du schaffst es zum Glück, das halbwegs leise auszuspucken. Aber es ist wirklich. Das ist köstlich! Köstlich! Würfel mal auf Lügen. Oh nein. Oder Schauspielern, hast du irgendwas in der Richtung? Interagieren, was hast du da so? Flirt. Echauffieren! Nee, musst auf den Grundwert, 15. 15 ist die Probe. Das ist halt auch nicht einfach gerade. 65. Nee. Ist so lecker! Boah, ist das ein dummes Hirn, der hat doch ausgespuckt! Der hat doch einen ausgespuckt! Lieber nicht ausgespuckt! Wollt ihr irgendwas tun? Also, euch ist klar, die Zwerge verstehen gerade, dass das nicht getrunken wurde. Nehmen Sie doch schnell etwas von dem Gebräu! Naja, also Leute! Wir haben noch einen, der trinkt alles weg, was wir ihm hinstellen! Das ist doch langsam albern! Warum hat er so gehustet, der eine? Mensch, Allergien! Er hat sich verschluckt, weil wir uns drum gestritten haben! Würfel mal auf Lügen. Also, kann keiner von uns lügen? Warte. Um 30 erleichtert, ist echt eine gute Lüge. Was hast du auf Lügen? 65. Ja, hast geschafft. Da war auch wirklich eine gute Lüge.
Oh, war leckers! Wir haben wohl einen ganz feinen Tropfen rausgestellt. Von denen, das stimmt doch gar nicht. Das ab. Jetzt würde ich vorschlagen, ihr kommt doch mal raus. Das ist doch albern jetzt hier. Ja, ist der Becher leer? Es ist so lecker. Die Luke klappt auf. Ja, ich stell den leeren Becher rein. Der ist nicht leer. Ja, wir haben ihn ja so heimlich ausgekippt. Das hast du noch nicht gesagt. Ja, wir haben ihn heimlich ausgekippt. Wohin kippst du diesen Becher aus? Ja, dafür müsste ich die Szenerie jetzt... Ach, jetzt geben also Sie so, das verdammte das Ding endlich her! Und damit schlucke ich die Scheiße runter. Und, nee, war das vielleicht ein Fehler? Das, was, kann ich mal deinen Bogen sehen? Und gerade deucht mir, das war eventuell ein Fehler. Oh, du hast halt auch echt nichts außer ein bisschen trockenes Blut im Magen, ne? Oh. Aber ich habe eine gute Idee. Oh, das ist ja ganz schrecklich. Oh nee, würfel mal einen blanken Wurf auf nur dein Handeln. 23 ist dein Wert. Würfel auf 23 eine Probe. Ach du Scheiße. Du hast noch, ich erschwär's nicht. Damit? Oder? Ja. Mit den beiden. Weiter, welche hast du hier richtig? Zur Not brauche ich eine Bluttransfusion vom Koffer, Klaus. Einen austauschen. So. 81. Oh, du schüttest das Zeug runter und wie ein Nagel knallst du auf den Boden. Das wirklich so bumm und fällt hinten über. Und er rührt sich kein bisschen. Ich hole mein Medizin, Raptor. Das ist nicht schlecht. Was machst du mit dem Medizin? Der soll sich, also der läuft hin, der hat ja alles hier, siehst du? Ja, der steht schon stramm neben ihm. Und guckt ihn so an. Heilen! Okay, würfel mal auf dein Tier. Ich weiß nicht mehr, wie der genau heißt bei dir. Saurier Dressur oder so heißt der bei dir. Ja, Tierdressur. Tierdressur. Scheiße, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das aufgeteilt hatte. Guck mal selber. Das ist schon so lange her. Du hast Dino, das ist was anderes. Tierdressur. Oh, warte. Ja, und das da unter sind die Unterkategorien irgendwie. Das hatten wir, weißt du noch? Ach so, kämpfen, schnüffeln, apportieren. Ja! stimmt. Der ist ja neu dazu. Das ist halt Tierdressur als Allgemeinwert. Ich habe Wundenversorgen 30 übrigens, aber ich bin besoffen. Warte, ich kann es hier oben rechnen. Ja. Das ist Tier 86. Das ist, ich könnte vielleicht was anderes Punkte vergeben. Warte mal, das ist. Du hast tatsächlich 140 Punkte auf Tierdressur vergeben. Du hast 140 Tierdressur. Darfst einen Tierdressurwurf würfeln. Nimm mal die Loserwürfel raus. Das haben wir letztes Mal, habe ich es auch nicht so verstanden, dass du so viel hast. Du hast tatsächlich 140 Dino-Dressur. 57 ist ein kritischer Erfolg. Okay. Der Saurier guckt dich an. Beugt sich über dich rüber, klappt so deinen Mund auf und rein mit dem Rachen. Und du merkst so ein... Du merkst so ein Saug-Ding. Du kommst wieder zu dir, der Saurier steht stramm. Guck dich noch einmal an. Oh, sie sind doch alle da. So ganz mechanisch geht der Arm hoch und fällt hinüber und bleibt einfach liegen. Also wirklich, steht noch komplett so, Beine im Himmel liegt jetzt auf dem Boden, der kleine Raptor. Okay, ich muss leider Tiermedizin, Dino-Medizin anwenden bei ihm. Okay, Würfel auf Dino-Medizin. Eine 69, du hast 84. Mhm. Ja, hast geschafft. Okay, du kommst halt an, was machst du? Erste Hilfe Dino, also erstmal, ich habe so einen Schwammpropfen, damit das jage ich ihm rein, damit er den Alkohol aufsaugt. Ach so, in seinen Rachen. Ja, und zieh ihn dann wieder raus, damit er entalkoholisiert. Kann ich mit ihm mal kurz rein? Den sabbernden. Er legt dir so einen Lappen rüber und das Ding trieft halt wirklich vor Dino. Okay, so. Ich glaube, ich passe doch. Okay, du sagst, du holst genug auf jeden Fall raus. Der Dino übergibt sich und hängt wirklich wie so ein nasser Lappen. Er ist am Leben auf jeden Fall, aber er ist wie so ein nasser Lappen, liegt er da halt so. Verstehen. Den Rausch muss er halt ausschlafen. Okay, ja. Der liegt da halt. Du kannst ihn mitnehmen. Ja, natürlich nehme ich ihn mit. Okay, du schmeißt ihn dir so über die Schulter und er hängt so voll. Ich bin ihn mir so fest, so, ja. Hängt er so seine Schulter. So, was macht ihr? Habt den Becher jetzt. Herr Trias, richten ich Sie im Dino. So, bis auf den letzten Tropfen. Okay, du stellst den wieder rein und du hast drin so. Das schöne Bier. Okay, scheint leer zu sein. Ja, also. Na gut, ich glaub's Ihnen. Und die Tür springt auf. Kommt so eine gewaltige Schwade Dampf aus dieser Tür. Ist halt auch wirklich so. Da drin ist komplette Dunkelheit. Also, ihr wisst nicht, ob die Lampen ausgemacht wurden oder ob die ganze Zeit im Dunkeln saßen. Und ihr schaut in so einen schmalen Raum. Links sind die Fenster, hinter denen ist noch eine weitere Tür, die ist aber zu.
Und die sitzen hinter so umgeworfenen Fässern, die alle zerbrochen sind. Da sind irgendwelche Möbelstücke hingeworfen. Da liegt Stoff. Da liegen sogar tote Zwerge mit auf diesem Haufen. Und die haben die so als Barrikade aufgebaut und zielen mit irgendwelchen Waffen auf euch. Wir können reinkommen. Ja, vielleicht kommt ihr besser raus. Ich meine. Überlegen. Nee. Also vielleicht sollte. Nee. wenn ich einen Vorschlag zu Güte mache, dürfte. danke nochmal für das Gebräu. Englisch spricht eine ordentliche Sprache. Und die nehmen die Waffen runter. Mein Name ist Tantra Lagoon. Ich komme von den Reichstrutzen. Im Auftrag. Die sehen deine Uniform und das auch. Von Königin und Kern. Was ist hier passiert? Wir haben Blut gesehen. Ein deutsches Luftschiff aufgrund der... Schickt Julia von Ambros euch? Julia von Ambros höchstpersönlich hat mich geschickt. Die Rettung ist da. Die haben also doch jemanden geschickt. Was ist hier, was ist hier passiert? Wie kann es überhaupt ein Luftschiff dieser Größe in der... in diese... Lithikalebene abstürzen? Was ist passiert? Wurden sie angegriffen? Wir waren auf unserer Mission und dann... Und auf einmal kommt ein Zwerg von hinten und stößt den anderen so beiseite. Wir waren auf unserer Mission. Und spricht komplett gerade. Auch relativ beeindruckende Gestalt. In den Bart sind überall so kleine, diese Kronkorken vom Flens so eingebunden. Da ist irgendwie so ein Flasche, also so ein Zapfhahn ist da in dem Bart mit drin, der so knapp aus dem, fast aus dem Kinn rauswächst und so. Beeindruckende Gestalt. Eine lebende Theke. Und da kommst du nach vorne. Deshalb. Wir filmen auf Humor. Die Witze, ey. Die bringen uns noch ins Grab. Hast du Humor überhaupt? Gar nicht, ne? Natürlich. Das ist ein soziales Talent, richtig? Das hast du in dem letzten, ne? Ja. Würfel auf deinen blanken Wert soziales Interagieren. Das ist eine 15. Ja, genau. Du hast, glaube ich, die beiden richtigen, ne? Ja. 42. Das ist wenigstens kein kritischer Misserfolg. Das ist ja nur so. Ja, er tritt so nach vorne, tritt auf euch zu. Und rotzt so vor deine Füße. Und das trifft auch schon deinen Schuh ein bisschen. Naja, der war auch sehr staubig, wenn du jetzt. Ganz schön Zeit gelassen habt ihr euch. Ich muss doch sehr bitten, ich bin von den Reichstrutzen. Als ob mich das interessiert, meine halbe Crew ist tot. Naja, die also. Merken sie nicht? Ein Zwerg ist so viel wert wie 15 von deiner Sorte. Das stimmt, das habe ich auch gehört. Ah, ein Dampfzwerg, Entschuldigung. Das ist aber. Okay, wir heben die Regel auf. Das wird mir immer wieder passieren. Nun, was ist dir vorgefallen? Wir wurden angegriffen. Von den Kollegen mit dem Metallarm. Kyropatschen heißen die. Duels. Am Anfang wurden wir gar nicht so schwer getroffen. Ich dachte, wir schaffen das noch. Mussten notlanden und, naja. Wenn der Steuermann dieses Schiffes halb so viel Mumm hätte wie ich, tropft sich so auf die Brust, aber er tropft auch überall aus diesen Händen noch so ein bisschen Bier raus und so. Und der Typ stinkt auch so erbärmlich nach Bier und wirkt kein bisschen betrunken. So. Dann wäre das Ding jetzt noch in der Luft. Wir dachten, naja, wir errichten ein paar Abwehrwälle und alles klappt. Da kamen die Viecher. Welche Viecher? Welche Viecher? Ja, hier! Deine Teile! Der erkennt sofort, dass du ein Saromant bist. Was soll das denn jetzt heißen, meine Teile? Ja, hier die zweibeinigen großen, die widerlichen Viecher, die ihr hier nicht im Griff habt in eurer komischen Wilde-Leute-Gegend. Hey, der Einzige, der sich nicht im Griff hat, bist du, kleiner Mann! Klein! Ja, was denn sonst? Der bitte, hämmert meine Herrschaft an seine Hüfte und in seinen Füßen fährt sich, hört man so ein... Dann fährt sich so eine Art Fassmechanismus aus und der wird immer größer. Das ist keine gute Idee. Ich rate ihn ab. Und er steht so und hebt einen Kolben. Also so eine Waffe. Sowas hast du noch nie gesehen. An den Seiten hängen überall so komische kleine Fässer dran. Das Ding fängt auch so, er pumpt den Griff so. Und so eine Waffe hast du noch nie gesehen. Das Ding fängt an so zu vibrieren. Und du siehst schon, also man braucht nicht viel Wissen und Sinn. Der blufft nicht. Das ist ein krasser Typ. Er wohnt sich. Klein! Erdbeer. Ja, gut, also. Das ist ja alles nicht echt. Ui, oh. Herr Trias! Was hast du so an sozialen Talenten? Offensichtlich einschüchtern. Lügen. Du kannst auf einschüchtern würfeln, wenn falsch du möchtest. Du kannst auf einschüchtern würfeln, wenn du möchtest. Mhm. Möchtest du versuchen, ihn einzuschüchtern? Ja. Okay, würfel mal auf einschüchtern.
um 30er Schwert. Alter, der Typ hat keine Angst vor dir. Scheiße, das kann ja gar nicht klappen. 47. Was hast du auf Einschüchtern? 51. Ich brauche mal die Würfel. Ich nehme mal die. Der holt mit diesem Kolben aus, schwingt den durch die Luft. Du schaffst es nicht mal auszuweichen. Aus der Spitze schießt ein Stück von diesem Scholz raus an so einer Kette und trifft dich mitten ins Gesicht. Also, er will scheinbar, hat nicht versucht, dich zu töten, aber hat dir richtig einen mitgegeben. Du bekommst einen blauen Fleck. Oh. Tatsächlich nur, das trifft dich, du kannst auf den Beinen bleiben, das trifft dich halt voll auf die Nase. 5 Schaden. Echt ein wunderbarer Mechanismus, das war. Wie viel Leben hast du? Hast immer noch die 100? Ich muss ganz ehrlich sagen, so ganz unverdient kam es nicht. Das denke ich mir auch, aber psch. So, da wir jetzt mit den wichtigen Leuten reden. Ey, warte mal. Das sind wohl wir. Das lassen Sie mir doch nicht gefallen. Okay. Ich lasse mich doch nicht auf die Fresse hauen und dann bleibt's dabei. Aber Herr Trias, wir haben doch einen Auftrag. Und einen Zeitrahmen. Herr Trias, ich schlage vor, wenn es jetzt hier... Schlagen ist die richtige Idee! Ja, dann walten Sie aber wir sind doch. Aber erwarten Sie von mir keine Unterstützung. Wir wollten doch was erfahren. Töten Sie können Sie nicht doch immer nicht mit dem Kopf zuerst in den Konflikt gehen. Das macht keinen Sinn. Ich habe viel Geld. Warum bewerfen wir diese Zwerge, Dampfzwerge, nicht einfach mit Reichtum? Würfeln Sie mal auf Feigheit! Die Zwerge hören das alle, ist euch bewusst. Aber wir sind alle Lebewesen in diesem schönen Planeten. Es gäbe nicht mehr lange! Ohne unsere Zusammenarbeit gäbe es den Schild gar nicht. Also erwarte ich von Ihnen jetzt auch ein wenig Anstand, Sie Reptiliengehirn. Der Mann gefällt mir. Ja, wir wissen nicht, ob es ein Mann. Der gefällt mir. Venenarius Habilitatis, dritter Wiederzähler und Freund von Ihrem Volke. Gedanklicher Freund, ich habe von Ihnen gehört. Mein Name ist Eisenknecht Schmerzschreiter. Welch für ein prächtiger Name das ist. Ebenfalls. Wie heißt denn Ihre holde Frau Mutter? Eisenmark Schmerzschreiter. Mein Gott, ich glaube, ich habe mich verliebt. Gott, ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Helfen Sie mir, Leute. Geborene Mannbrecher. Der aus der Familie, ja. Das ist aber schön. Irgendwann können wir vielleicht, kommen Sie zu mir und dann mache ich Ihnen ein schönes Soufflé. So kurzes Braun. Soufflé. Ich kann es sehr was gut. Was ist denn ein Soufflé? Ich weiß natürlich, was ein Soufflé ist. Er weiß nicht, was. Ein Mann, der aussieht wie Sie, der kennt sich aus mit allen kulinarischen. Warum wollen Sie denn nicht raus? Wollen wir in diesen zerstörten... Hast du Schmeicheln oder so? Also ist jetzt keine negative. Ich habe nur Einschüchtern. Schleichen habe ich. Würfel mal eine Probe auf Soziales. Also ich auf die letzte Gruppe interagieren. Ist nicht schlimm, das ist jetzt nicht, das scheitert. Ich will jetzt nur mal sehen. Wenn das jetzt Erfolg hat, wäre das halt. Hast gut gespielt. Ich bin auch völlig außerhalb meiner Komfortzone, was jetzt gerade diese Situation angeht. Was heißt eine 13? Was ist dein Grundwert auf Interagieren? Das letzte? Da steht nur 55. Ah, ja. Oh, dann hast du da leider nur 5. Schade. Nee, nicht wie auch immer, es nie klappt, ne? Ja, es ist halt wirklich, ihr würfelt gerade auch auf wirklich die Gruppen, in denen ihr richtig schlecht seid. Ein Vorschlag zur Güte. Es ist einfach passiert nichts. Hat nur wie heißt der nochmal? Ich muss mir aufschreiben. Der heißt Eisenknecht Schmerzschreiter. Der Eisenknecht. Super gut. Schmerzschreiter. Schmerz. So hat er sich vorgestellt, ja, zumindest. Herr Schmerzschreiter, wie Sie sehen, ich komme von den Reichstrutzen. Ich habe sehr viel Geld und ich sehe, Sie haben immense Verluste gemacht. Vielleicht können wir hier doch noch Frieden schließen und ich kann Sie ein bisschen kompensieren für die Unannehmlichkeiten. Ihre Königin schuldet uns doch eh noch die Bezahlung. Das ist hoch ungewöhnlich. Dass deine Königin ein Dampfzwerg bezahlt. Moment, meine Königin schuldet niemandem irgendwas, außer mir vielleicht noch eine kleine Verabredung. Und ob sie uns was schuldet? Wir werden hierher beordert, um euren Tunnel zu graben. Irgendwelche Wilden schießen uns über Möchtegernland hier ab. Und dann soll ich dafür aufkommen und mich mit Almosen abspeisen lassen. Herr Schwertschreiter, ich stehe direkt neben Ihnen. Es gibt keinen Grund, so zu schreien. Vielleicht ganz kurz, welcher... Hast du beruhigen? Ich hab verfickt nochmal Autorität von Reichstrutzen. Würfel mal auf Autorität. Der hat, also was ist. Würfel mal auf verfickt nochmal Autorität. Der ist sehr betrunken. Ja, der ist halt auch ein krasser Typ. Geschafft, 55, du hast 65. Okay, funktioniert, ja. Du kannst weiter so reden. Herr Schmerzschreiter. Schmerzschreiter. Alles gut, ruhig.
Ruhig. Seine Schuhe hören auf, sich aufzupumpen. Er sinkt so langsam wieder auf normale Höhe und steht wieder auf dem Boden. Bisschen Dampf ablassen, ne? Ich verstehe das. Ich verstehe das. So, ganz kurz. Welcher Tunnel? Sie haben was von einem Tunnel gesagt. Ich hab's auch gehört. Sie haben's auch gehört? Natürlich, Tunnel. Oh. Ja. Wer, sagen Sie noch gleich, schickt die? Tunnelsicherheit. Würfel mal auf Lügen. Oh, Alter. Ich würfel mal auf Lügen und 40 erleichtert. Das ist echt eine gute Lüge, ey. Tunnelsicherheit. Wir kommen an Tunnelsicherheit. Du hast Lügen gar nicht, glaube ich. Ne? Nee. Dann hast du 40. Das ist jetzt ein. Du hast 40 erleichtert. 9. Oh, hast geschafft. Oh, Tunnelsicherheit. Von hinten, ja. So, Tunnelsicherheit? Oh nein, oh nein. Hier. Ich hab die Papiere, hab ich da. Jetzt, also nicht an Nacht, ist ja auch durcheinander. Also. Dann wissen Sie natürlich, dass anonymes Tunnelgraben sofort gemeldet werden muss. Ich hab die Anmeldung hier. Und er nimmt so ein Kram, so ein Papier hervor irgendwie. Ich hab jetzt kein anderes Papier und gib dir das so rüber. Her damit. Ich geb da mal. Ich schau da mal drauf. Er ist sauber, Jungs. Aus dem Antrag geht hervor, dass er eine Genehmigung bekommen hat. Die allerdings so ein bisschen komisch gestempelt ist und so, das Ding wirkt nicht irgendwie so. Aber in dieser Genehmigung geht es um einen Tunnel, der Ambros mit den flüssigen Ebenen verbinden soll. Und eigentlich sind die durch so natürliche Barrieren getrennt. Also es gibt angeblich alte Tunnel, aber du hast noch nie von irgendwem gehört, der durch diese Tunnel gegangen ist, seit Jahrhunderten dicht geschaufelt und so. Und die haben eine Anmeldung, die aber nicht sauber abgestempelt ist, für einen Tunnel, der diese beiden Bereiche. Und darauf ist auch vermerkt, dass das ein Fremdauftrag ist. Also das ist kein offizieller Auftrag, sondern irgendjemand anders hat einen Auftrag gegeben, diesen Tunnel zu graben. Können wir das einfach so sagen, dass ich das jetzt allen das gesagt habe? Genau, kannst du. Damit ich das nicht... Ja, okay. Ja. Herr Schwertstreiter, von wem haben Sie diesen Auftrag denn erhalten? Das Problem ist, er ist halt... Ja, ich werde es nicht verraten. Von der Behörde! Du hast gar kein Lügen. Ich bin die Behörde. Würfel mal auf Lügen, bitte, eine Probe. Also, ob ich das durchschaue? Ja, würfel mal eine Probe. Weil sag ich dir jetzt nicht, auf was, würfel mal eine Probe auf Lügen. 62, du hast? 65. Da, der lügt. Der weiß, also, da ist irgendwas komisch. Du merkst dem an, da stimmt irgendwas nicht. Du kannst nicht sicher sagen, welcher Fakt nicht stimmt, aber als er zu ihm sagt, so, von oben aus der Verwaltung da, ich bin ja auch nur ein kleines Zahnrad, also... Das von der Verwaltung. Nö, also das mit dem kleinen Zahnrad stimmt. Der Rest war auf jeden Fall gelogen. Fuck, würfel mal auf Humor. Kannst du sowas nicht denken? 70, verkackt. Und was passiert, das sehen wir nach der Werbung. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Da sind wir wieder. Mitten in einer verzwickten sozialen Situation. Eisenknecht Schmerzschreiter wurde gerade wieder mal Opfer einer humoristischen Attacke. Der Gag sitzt halt nicht so richtig. Und er gibt auch keine sinnvolle Antwort gerade mehr. So, das ist halt so, ja, von oben kam der Auftrag. Also merkst irgendwie, da ist nicht mehr zu holen gerade. Tantra! Ich rede extra so, ich tue so, als wenn ich flüstern will, aber rede so, dass alle das hören. Ich habe ja versucht, das zu verhindern und es auf dem Weg der Diplomatie zu regeln. Danke, dass du mir die Chance dafür gegeben hast, aber es tut mir leid, ich bin offensichtlich gescheitert. Dann musst du jetzt wirklich deine Truppen hier reinholen. Nächstes Mal machen wir es direkt auf deinem Weg, dann mit Gewalt. Es tut mir leid, dass ich es versucht habe, war naiv von mir. Ich hab gedacht, mit den Zwergen kann man vernünftig reden, aber da kommen ja nur Lügen raus. Ja. Würfel mal auf Lügen. Oh Mann. Der warte noch, ich muss erst. Was? Ja, was ist egal. Ich darf noch nicht sehen. Erschwert um. Würfel ist daneben gegangen. Okay, dann musst du eh nochmal würfeln. Wieso? Oh, der war aber gut. Ja, das ist aber der wichtige. Das ist halt der wichtigere Würfel, der muss da rein. Warte nochmal, bitte würfel komplett. Weil jetzt haben wir das Ding, ich will das einmal zeigen. Ich hab's dreimal geschafft. Jetzt geht's, würfel das jetzt einmal sauber. Dreimal geschafft. Du hast auch dreimal gewürfelt, 51. Hast du es geschafft, ein 20 erschwert? Ja. Was, das hast du nicht gesagt? Weil du nicht gewartet hast. Ja, aber... So, also, ich werde jetzt nicht das ganze Ding offenlegen, warte, aber du das hast ist aber wirklich eine schwere Lüge. Du hast aber gerade gesagt, würfel jetzt. Und dann habe ich gewürfelt und dann hast du gesagt... Würfel... Um, und das Um habe ich kaum noch rausgekriegt, da hast du schon gewürfelt. Du bist der Spieler, okay, ich hier nicht mit dir. Aber? Die
die ignorieren das einfach. Also, die tun so, als wäre das nicht gesagt worden. Hm. Die durchschauen den Bluff. Hm. Also, wir sind doch hier alle Freunde. wie wäre es denn bei, Sie wollen doch Ihr Geld, werter Herr Schwertstreiter. Du hörst hinter ihm so ein bisschen Ruhe dahin. Und mein Freund von der Tunnelinspektion, ich kann sicher dafür sorgen. Er zieht nochmal wieder so sein Outfit gerade. Ich kann sicher dafür sorgen, dass hier keine allzu großen Strafgebühren fällig werden. Nein, das können wir vermauscheln. Aber dafür müssen Sie uns auch ein bisschen entgegenkommen. Du hattest Autorität schon, hast geschafft, ne? Ja. Helfen Sie uns, Ihnen zu helfen. In diesem Sinne würden wir uns sehr freuen. Haben Sie vielleicht etwas, das uns bei der weiteren Aufklärung dieses Vorfalls helfen könnte? Die stehen da so. Er guckt sich so um. Rechts von ihm liegt halt so ein toter Zwerg. Links liegen halt so Trümmer. Guckt sich im Raum überall da, Dampf. Es stinkt erbärmlich irgendwie nach Angstschweiß. ich muss gestehen, ich bin gerade eher knapp. Also, was kann die dann? Nun, also mein Freund, der Tunnelinspektor, würde sich gerne selbst ein Bild von diesem Tunnel machen. Wenn Sie mir vielleicht den Standort, den genauen des Tunnels sagen könnten. Dann sind wir auch sofort wieder weg. Also ich hätte den Lageplan, den muss ich ja irgendwo. Und er fängt halt an so zu wühlen. Alle fangen so an rumzuwühlen. Die Zwerge fangen so an den ganzen Raum. So überall wühlen die und wühlen. Die sind jetzt ein bisschen abgelenkt. Ihr könnt einen Moment reden, ihr könnt aber auch einfach warten. Was wollt ihr tun? Ich schick mal eine Fledermaus los. Wohin? Naja, die soll halt helfen. Ach so. Komm, meine kleine Mausi, hilf ihnen suchen. Flick, 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 flick. Okay, das ist schön. Die Fledermaus fängt einfach, fliegt so los und die macht so, hier und nicht. Hier. Und die suchen überall. Und die Fledermaus nervt auch immer so ein bisschen rum. Und auf einmal fliegt die Fledermaus hoch und hat irgendwas in der Hand. So ein kleines Stück Papier. In der Hand? Also in ihrer kleinen Flederhand. Fein, Mausi. Moment mal, das ist der Lab. Beeindruckend. Ja, so finde ich auch immer meine Autoschlüssel. Und du hast tatsächlich den Lageplan dieses Tunnels in der Hand. Das ist kein fertiger Bauplan, aber ein Lageplan. Ja. Nun, vielen Dank. Dafür möchte ich Sie, Herr Schmerzstreiter, gerne kompensieren. Und dann, was wäre so ein angemessener Betrag? Also für mich ist ja Geld spielt keine Rolle. Für dich angemessen? Nee, für ihn. Also für mich ist du hast das Problem. Du hast keine Ahnung, was für andere Leute angemessen ist. Okay, aber was ist viel Geld? Für dich? Na, für mich ist ja nichts viel Geld. Okay, du möchtest einfach schätzen, was denkst du, was so ein Luftschiff wert ist? Genau, so. Du denkst, so 4000 Goldstücke, da holst du eine von deinen Karat-Dublonen für raus. Okay, dann hole ich so eine Karat-Dublone. Als du die rausnimmst, ist wirklich völlige Stille im Raum. Die gucken alle so hoch. Warte mal, du hast Kernwissen? Nee, hast du auch nicht, ne? Ich hab Kernwissen. Ja, ich weiß, aber ich glaube, es einer der anderen beiden hat. Hab ich nicht. Okay, ihr habt keine Ahnung, was das ist. Aber du holst das raus und die Zwerge sagen wirklich still. Einer von denen fällt in Ohnmacht. Dampfzwerge. Verstehe ich nicht. So sensibel. Ja. Okay, der fängt das so. Er fängt den und du siehst sofort, wie die anderen hin so. Einer greift schon so nach seinem Dolch. Okay. Vielleicht sollten wir die Leute alle unter sich ausmachen lassen. Ja, unter sich ausmachen lassen. Und er so, danke! Und er steckt das sofort so ein. Der Dienst ist beendet, ich muss auch dringend. Ich bin dann mal draußen und versucht so durch die anderen durchzugehen und diese, ja, Dienst ist beendet. Meine Herren, folgen ihm so. Er geht so hinten durch die Tür, geht raus und die anderen gehen alle so hinterher und werden immer schneller. Und dann seid ihr alleine. Ich hab das Gefühl, es wird keine Überlebenden auf diesem Und ihr hört dann auch so nach einer Weile so. Dann ist Stille. Ja. Das ist ein merkwürdiges Volk, oder? Sie scheinen Spaß zu haben. Streiten sich wegen einem Taschengeld. Süß. Naja, aber wir haben ja auch was bekommen, meine Herren. Lassen Sie uns diesen Bauplan der Tunnel genau studieren. Ich weiß, wo es weitergeht. Weiß ich nicht. Nee, dir sagt dieser Plan halt nichts. Du warst da halt noch nie, das ist keine Region. Du kennst, das ist eine Karte. Ich erkenne, dass es eine Karte ist. Doch wie sie zu lesen ist, das bereitet mir Probleme. Schauen Sie doch mal. Lassen Sie Trias doch mal sehen.
Du hast auch überhaupt keine Ahnung. Ja, das ist gar kein Problem. Ich vermute. Hab ich irgendwas, was mir hilft? Na, du bist aus Ambros. Das heißt? Das ist eine Karte von Ambros. Ach so! Ach so. Oh. Ja. Ich dachte, das ist halt Absicht. So, nee. Darf ich, du siehst ja das Ambros. Und da ist ein Stück eingezeichnet. Du siehst sofort, das ist neben der Stadt Zerval. Das ist direkt am, wo eigentlich, also Ambros ist ja auch wie so ein Pizza-Slice jetzt quasi. Absolut. Also die sind nicht perfekt so geformt, aber die gehen ja alle vom Kern so aus. Mhm. Und auf der rechten Seite, diese, während man so gehen würde, quasi im Osten, grenzt das eben an die flüssigen Ebenen. Und da ist eine Stelle, wo markiert ist, dass da dieser Tunnel gebaut werden soll. Ein Moment, das ist doch, da wohnte doch meine Ex. Und hier, das ist Ambros. Das ist, ich weiß genau, wo das ist. Ja, super. Hm? Das ist ein Ambros. Das ist ein Ambros? Wie kann es sein, dass ein Tunnel, von dem ich noch nie gehört habe, in Ambros gebuddelt wurde, gegraben, gemacht, angefertigt? Und der Tag ist ziemlich ein Skandal, auch der diese beiden Länder verbindet, denn es gibt wohl kaum zwei Völker, die sich echt schlimmer finden. So, also Hedonisten und Kinder der Quelle können wirklich gar nichts miteinander anfangen. Wenn diese Karte stimmt. Das ist nicht mal Hass, sondern wirklich eine komplette Unfähigkeit für die Verständnis, das Verständnis der anderen Kultur. So. Wenn diese Karte stimmt, dann würde das bedeuten, dass Kinder der Quelle ohne weiteres einfach nach Ambros rein könnten. Mein Gott. Was ist das Problem? Das könnte den Frieden stören zwischen den Völkern und der wird den Schild und den Kern und alles andere auch und die Lochkarten vor allen Dingen auch gefährden. Ambros ist in großer Gefahr. Wie können wir am schnellsten dorthin kommen? Dinosaurier-Mann. Naja, also. Ich verstehe immer noch nicht, woher diese Panik auf einmal kommt. Ich meine, dann sind die Kinder der Quelle halt in Ambros. Also, wo ist das Problem? Ihr seid jetzt gerade in der Lithikalebene, also. Die Kinder der Quelle, wissen sie denn gar nichts? Die Kinder der Quelle sind die gemeingefährlichsten Wesen in ganz Tormentosia. Naja, aus deiner Sicht. Du würdest sie nicht als gemeingefährlich bezeichnen. Die sind einfach unzivilisiert. Für dich so. Ah, okay. Waren das also, die, mit denen ich konnte so? Oder wer, ja genau. Das, für dich sind das halt Leute, die so. Also, das Ding ist, die Kinder der Quelle glauben halt an eine tiefere Logik in allem, die niemand anders verstehen kann. Und die Kinder der Quelle können nicht verstehen, wie jemand zum Beispiel einen Baum fällt in seinem Land. Das ist notwendig, aber das ist ein Opfer, das sie ungern bringen würden. Und diese Energie muss zurück in das Land, wo es herkommt. Ein Schwertschmieden ist was, das für die völlig. Warum tut man das? Warum gräbt man tiefe Löcher, nur um an irgendwas zu kommen, was sowieso schon Teil des Landes ist? Die glauben an ihr Aqua, die glauben an die Balance in der Welt. Und alles muss in dieser Balance gehalten werden. Wenn du ein Leben nimmst, dann musst du Leben geben. Dann musst du das nächste Mal jemanden verschonen. Das ist nun völlig gegen deine Mentalität. Du bist der Herrscher deiner Welt. Was gebogen werden kann, wird gebogen, bis es bricht. So, und das ist einfach. Für also dich sind das Träumer, das sind Hippies. So, das sind. Was er, seine Zivilisation ist einfach unzivilisiert im Sinne von, es gibt keine Herrscher und so. Die Kinder der Quelle sind unverständlich für dich. Es macht keinen Sinn, dass man so lebt. Es ist ein im Prinzip primitives Volk, das alles in Frage stellt, was wir über Jahrhunderte aufgebaut haben, was diesen Planeten letztendlich auch schützt. Und die vor allem auch nicht euer Geld wollen. Und das ist das Allermerkwürdigste für dich, dass jemand Geld nicht interessiert. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Ich kannte mal einen vom Volk der Quelle. Mhm. Er kam in unsere Stadt. Er stank ganz fürchterlich. Ich traf ihn, ich war gerade auf Wache. Und höflich wie ich bin, habe ich ihn verscheucht und gesagt, liebevoll verscheucht, er möge bitte gehen. Er wollte nicht, er hatte mal, als ob er meine Sprache nicht spricht. Daraufhin nahm ich einen Goldklumpen, so viel wert wie wahrscheinlich das ganze Reich der Kinder der Quelle. Ich warf es ihm zu und sagte, nun, geht fort. Wisst ihr, was dieser Mensch, dieses Kind der Quelle gemacht hat? Nein. Es warf den Klumpen zurück vor meine Füße. Auch nochmal für euch als Kontext, ihr seid ja hier, um Quellfürst Kublasch zu finden. Der ist ja Kind der Quelle. Ja. Also ihr habt schon gehört, dass aus irgendeinem Grund jemand, der von den Hedonisten aus Ambros ein Kopfgeld ausgesetzt hat auf einen Quellfürsten, also wirklich einen der höchsten in der Hierarchie dieses Volkes. Und jetzt gibt's auch noch einen Tunnel von Ambros zu den flüssigen Ebenen. Könnte sein, dass Quellfürst Kublasch einen Umsturz plant? Eventuell die Macht der Kinder der Quelle an sich zu reißen und den ewigen Frieden zu brechen? Ihr wisst auch, dass Joblasch diesen Brief, also diese Nachricht,
die, wenn ich lese euch die nochmal vor, ausschließlich für die Augen ihrer fließenden Hoheit Jalkassa. Unsere Vermutungen sind wahr, schicken Sie die nötige Verstärkung. Das Überleben unseres Volkes hängt davon ab, der ist mit K unterzeichnet. Davon spreche ich doch. Das könnte natürlich Kublasch sein. Den hat er aber an seine Königin geschickt. Also Kublasch hat seine Königin gewarnt vor etwas. Also, erstmal ist ja überhaupt nicht bewiesen, wir wissen nicht, ob's Kublasch dass ist. Der Tunnel von den Quellen zu ihnen führt und nicht andersrum. Und zweitens frage ich mich, was Sie daran so abstoßend finden, wenn ein Volk im Einklang mit der Natur lebt. Wissen Sie, was ich glaube? Sie sind es gewohnt, dass Sie alles mit Ihrem Geld regeln können. Sie haben ein Problem, Sie schmeißen Geld drauf und das Problem ist gelöst. Und sobald jemand kommt, den dieses Geld nicht interessiert, da können Sie die Probleme auch nicht mitlösen. Und das ist Ihnen ein Dorn im Auge. Ja. Ja. Das ist 100% korrekt. Ja, aber vielleicht ist es ja genau andersrum. Vielleicht bauen Sie ja den Tunnel zu den Kindern der Quelle. So was würden wir niemals tun. Aber meinte warum sollten wir das tun? Meinte nicht der Zwerg, dass er von Ihrer Königin bezahlt würde? Das hat er behauptet. Das kann überhaupt nicht sein. Er ist ja leider nun tot, aber er klang für mich wie ein glaubwürdiger Vertreter seines Volkes. Wäre das nicht eine Möglichkeit? Vielleicht wissen Sie ja selbst auch nicht, was Ihre Königin bezweckt. Ich weiß immer, was die Königin bezweckt. Sie wussten ja nicht mal, dass die Königin nicht im Land ist. Das ist was ganz anderes. Nein, es ist nicht. Okay. Es gibt vielleicht eine Restchance, dass da etwas dran ist. Ich schlage vor, wir machen uns umgehend auf nach Ambrosia und Ambros und schauen uns diesen Tunnel mal aus nächster Nähe an. Ich weiß ja schließlich, wo er ist. Und dann werden wir sehen, ob Ihre Theorie stimmt. Also, jetzt bin ich ja gerade zu Hause und jetzt wollen Sie direkt wieder losfliegen? Das, was ihr zu Hause nennt, wird bald nicht mehr existieren, wenn wir dieser Verschwörung nicht auf den Grund gehen. Denken Sie an Ihre Familie, an all Ihre Dinosaurierherden, die Ihnen da gehören. Der ganze Kern ist in Gefahr. Meinen Sie Echsentieren oder existieren? Ihr hört plötzlich von draußen Trommeln, die immer näher kommen. AC/DC. Du weißt sofort, was das ist. Ich weiß sofort, was das sind wandernde Gips. Das sind wandernde Gips! Gips sind ein Volk in dieser Welt, die wahrscheinlich euch am ehesten an Orks erinnern würden. Das ist eine Kultur, über die ihr wenig wisst. Ein konstant wanderndes Volk, das als eins der wenigen in allen Reichen ist und das nie Unterschlupf in Kernheim gesucht hat. Die sind da zu finden, aber sind auch überall anders. Und es wird immer lauter und lauter. Und die ziehen in so Nomaden-Konvois durch die Lande. Ehrlich? Also die böse oder? Du kennst dich mit denen halt nicht genug aus. Für dich sind das halt auch wieder. Ich kenn mich mit denen. Du hast Völkerkunde? Ja, 40 sogar. Oh doch, du weißt, die sind nicht per se gefährlich. Gips sind erstmal friedliebend, man kann aber mit ihnen auch in Probleme geraten. Die sind aber, Gips sind ungefähr so, ja, sind so 90 Zentimeter bis 1,60 Meter groß, je nachdem, wie groß gewachsen so ein Gips ist. Also 1,60 wäre schon Riese. So, aber ziemlich breit, ziemlich große Kiefer sind ein intelligentes Volk. Also mit denen kannst du normal interagieren. Dadurch, dass sie aber so weit verbreitet sind, ist es immer schwer einzuordnen, wie leben Gips jetzt hier? Mit welchem Volk habe ich gerade zu tun? Es wird Gips geben, denen ist Geld wichtig. Anderen werden Saurier wichtig sein. Es gibt Gips in euren, es gibt in euren Landen Gips, die quasi auch mit Augmentierungen leben und so. Also, es ist schwer sozusagen, ja, so sind Gips. Aber die sind, was die gemein haben, ist, dass sie sind Opportunisten. Korrekt. Gips können überleben, egal wo sie sind, und werden immer versuchen, aus einer Situation vorteilhaft herauszugehen. Das kann bedeuten, dass sie handeln. Das kann bedeuten, dass sie euch wegnehmen, was ihr habt. Trias, was sagten Sie gerade? Was sind das für Trommeln? Ja, das sind Gips. Das könnte zum Problem werden. Also meistens sind die friedlich, aber das sind ganz schön viele. Ich meine, sie sind sehr klein, aber... Ich habe auf der Akademie darüber gelesen. Ein Wandervolk, das kein Zuhause hat und doch zugleich überall zu Hause ist. So kann man das sagen. Seit einiger Zeit gibt's ja diesen Stamm, der durch unsere Lithikalebenen zieht. Teilweise laufen sie durch Brutgebiete. Das führt natürlich zu Verstimmung bei meinem Volk. Auch konstant haben die so einen Summ. Also die laufen so. Und immer wenn die Saurier treffen, peitschen die, schwingen den Schmerzen zu. Und dieses Summen ist für die Saurier quasi schon so ein Geräusch. Weg. Wo die sind, wo dieses Summen ist, da ist kein Saurier. Das weißt du. Die ziehen sich zurück. So. Ja, also... Ihr hört jetzt auch so... Sie kommen näher! Es kommt wirklich immer näher und näher. Naja, also zwei Möglichkeiten. Entweder wir hauen jetzt ab oder wir versuchen mit ihnen zu reden, aber das könnte gefährlich werden. Soll ich eine meiner Fledermäuse zum Scouten hinausschicken? Sie kann uns dann sagen, wie viele es sind und was sie vielleicht im Schilde führen. Kannst du machen. Okay, Bruce, komm her. Da musst du einmal drauf würfeln, weil das ist schon ein bisschen komplexer.
Weil du halt eine Information daraus heben willst, nicht nur. Aber es ist Bruce! Na, aber, du kennst Bruce offensichtlich nicht. Aber als dann Bruce rausfliegen würde und einfach so, oh! Und, okay. Und kommt wieder zurück, eindeutig, da ist was, aber du möchtest ja Informationen von Bruce. So gut wie es geht. Was soll ich machen? Einmal auf deinen. Jetzt würfeln? Du hast Fledermaus irgendwas oder? Fledermaus Scout 50. Ja, dann würfel mal auf Fledermaus Scout. Hol es uns. Eine 78 ist es geworden. Das ist nicht ganz der Wert, den ich hier habe. Wie heißt die Fledermaus nochmal? Bruce. Bruce. Okay, Bruce fliegt los, will gerade zur Tür rausfliegen. Da kommt so eine kleine grüne Hand und greift Bruce so aus der Luft. Bruce! Was? So eine grüne Hand, ziemlich bullige grüne Hand. Kommt so aus der, an der Tür vorbei, greift ihn und du hörst auch so. Zieh dir mal eine Fledermaus ab. Bruce, es war meine Lieblingsfledermaus! Und das. Hört auf. Und plötzlich tritt eine Gestalt vor die Tür. Alle anderen untermalen und. Isländer und vor euch steht also eine richtige Kante von Gib, der euch fragend anstarrt. So nach links guckt, da wo die Zwerge eben hingelaufen sind. Und winkt irgendwie, seht so ein paar vorbeihuschen und irgendwie was greifen da und ihr hört da so Grummel und guckt wieder auf euch. Ja. Wer seid denn ihr? Mein Name ist Trias Trodon, Fürst dieser Lande. Und ihr seid sicherlich von den Gips und zieht durch dieses Land friedlich, wie ich hoffe. Das zunächst sind meine Kameraden. Zunächst mal bin ich nicht dumm. Das hab ich auch nicht gesagt. Fürst vom Volk der Sauromanten? So ein Quatsch könnte ich jemand anderem erzählen. Das weiß wirklich jeder, dass ihr keine Hierarchien habt. Es gibt keine Fürsten. Man kann Sauromanten Fürst sagen, das ist aber eine Bezeichnung, die andere Völker anwenden. Du würdest niemals dich selber Fürst nennen. Okay, jegliches Vertrauen ist weg. Also der glaubt dir gar nichts. Der arme Kerl, der kann ja nichts sagen. Sofort kommt hinter euch an der Tür, steht aus dem Paket. Oh, boom. Ich baue mich so gut es angesichts meines recht dünnen Äußeres geht. Ich mache den Mantel ein bisschen, paar Fledermäuse helfen, so von innen. Und ich spreche euch an. Ihr habt meine Lieblingsfledermaus getötet. Ich verlange Retribution. ja, jetzt soll ich die. Warte, ich würfel auf einschüchtern. Ich würfel auf einschüchtern. Oh, mach mal. Würfel mal auf einschüchtern. Wie viel hast du? 55. Ja, dann würfel mal auf einschüchtern. Der Mantel ist gefüllt mit Fledermäusen, mein Freund. Um 10 erleichtert. Um 10 erleichtert, okay. Das ist eine 89. Oh, so ein nicht. Dreckscheiß. Alter, die Würfelpest. Als du Retribution sagst, sagst du, Retribution. Retribution. Also er flüstert mit irgendjemandem was. Darüber müssen die Stammesfürsten entscheiden. Komm mit. Oh. Und Speere werden auf euch gerichtet. Also ihr werdet nicht gebeten mitzukommen. Euch wird angeordnet. Ihr habt zu folgen. Wie viele? Was tut ihr? Wie viele? Ihr seht vor der Tür, und ihr habt ja eben gehört, wie viel Trommeln da klingt. Da ist schwer zu vermuten, aber da sind ein paar mehr. Also vor der Tür stehen jetzt so hinter ihm, ihr habt halt eben ein paar vorbeihuschen sehen, schwer zu sagen. Gesehen habt ihr jetzt vielleicht so 6, 7, wie viele da draußen sind, keine Ahnung. Und nur als Hinweis, eure Reittiere sind halt auch draußen. Also ihr wisst auch nicht, was mit denen gerade ist. Wir sollten besser mitgehen und erstmal mitspielen. Die können nicht ungefährlich werden. Die bedrohen euch jetzt nicht krass. Man senkt die Speere, aber es ist jetzt noch nicht so auf euch gerichtet, sondern es ist jetzt eine sehr eindringliche Bitte. Ich empfange eine freundliche Einladung mitzugehen. Hm. Er dreht sich so zur Seite und zeigt so Richtung Ausgang. Also er ist auf der Tür, wo die Zwerge weggelaufen sind, auf der anderen Seite. Ich lasse mir nichts befehlen. Ich gehe nun zum Ausgang. Und dann gehe ich so schlurfig leicht zum Aufgang. Als wäre nichts, als wäre ich gar nicht da. Okay. Du gehst als Erster und du trittst nach draußen. Das ist alles voller Gips. Das komplette Schiff ist voll. Überall wuseln die rum, heben Sachen auf. Alles wird mitgenommen. Das ganze Holz wird mitgenommen und so. Was ihr für wertvoll haltet, bleibt aber alles liegen. Jedes Metallteil bleibt liegen. Alles, was irgendwie an Maschinerie erinnern würde, alles bleibt liegen. Die Leichen lassen die liegen, nehmen die Waffen nicht mit und so. Also als du rauskommst, siehst du auch recht so ein Haufenzwerg. Also, ich meine mit Haufen nicht gehäuft, sondern nur so ein Häufchenzwerg. So, und einer von denen gibt gerade so ein und steckt das so ein. und du stehst halt wirklich vor so einem, in deiner Wanne, Meer aus grünen Gesichtern, die dich alle anschauen, völlig irritiert sind. Außer das Summen hört auf und das sind, viele von denen scheinen dich noch, haben noch nie sowas gesehen wie dich. Hab keine Angst, meine Freunde, ich und meine Kameraden sind gleich weg. Ihr dürft euch dann über dieses Schiff hermachen, wie es euch beliebt.
mach mir doch. Ich schon. Geh doch mal ein Stück vor. Er schubst dich so ein bisschen. Oh, ein Stück okay, ja, geh ich aus dem Weg. Kein Problem. Ihr zwei? Nun, wie Sie sicherlich sehen können, gehöre ich zu den Reichstrutzen. Ich bin im Auftrag von Königin Ambrosia unterwegs und eine Waffe auf mich zu richten, kommt Julia, einer Straftat. Königin Julia. Königin Julia. Cool, Königin Julia. Und eine Waffe auf mich zu richten, kommt einer Straftat in Tormentosia gleich. Ich bitte Sie höflichst, den Speer zu senken. Das ist eine ziemlich lange Pause. Er guckt dich relativ beeindruckt an, nimmt die Hand so zum Mund. Und alle lachen. Und dieses Meer aus Gips fängt an zu lachen. Deshalb würde ich, du bist die absolute Lachnummer. Hinter das. Die ist sogar ein Szenenstern. Er kann kaum atmen voller. Zeigt so raus. Also. Und jetzt die hinter dir kommen so ein Ticken näher. Mach mal hin, Strahlemann. Ich möchte mich echauffieren. Ja, mach mal Echauffieren. Würfel auf Echauffieren. Erleichtert, würde ich sagen. Nee, die soziale Struktur macht es gerade halt wirklich schwer. Ich würde sagen, um 30 erschwert. Das halt würde ich. Oh. Da muss man sich schon richtig gönnerisch echauffieren, also damit die davon. 50. Ja? Also muss ich unter. 25. 25 oder weniger. Eine 11. Also, echauffier dich. Wow. Mal. Also, es ist ein absolutes Unding. Sowas ist mir noch nie widerfahren in meinen 30 Jahren als Reichstrutze. Ich habe schon viele Völker kommen und gehen sehen, aber so etwas Freches, Ungehobeltes und einfach schlichtweg schlecht Erzogenes ist mir noch nie unter meinen Zweihänder gekommen. Ich werde wirklich, 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 wirklich sehr, sehr sauer, wenn jetzt dieser Speer nicht sofort aus meinem Gesicht genommen wird. Okay. Die nehmen in der Tat den Speer runter. Dankeschön! Beruhig dich doch mal. Und jetzt geh ich raus! Aus komplett freien Stücken! Okay, geh so einen Schritt zurück. Und da ist jetzt der Weg ist frei für dich auch, wenn du folgen möchtest. Was er sagt. Schließe mich da an. Okay, ja, es sind keine Speere mehr auf euch gerichtet. Ihr kommt raus und der Weg wäre frei, um das Schiff so zu verlassen. Deshalb wird die bilden so eine freie Bahn, um nach unten zu gehen. Und da stehen dann auch schon immer mehr. Es sind wirklich unglaublich viele. Es ist auch kaum zu zählen. Das sind 300-400 mindestens. Kaum zu zählen, 300-400 habe ich. Mindestens sind da so viele, dass du jetzt nicht sagst. 1, 2, 3, 4. Es sind genau 183 aus dem Schiff. Also ich würde sagen, 300-400 ist für mich schon der Betrag, wo ich sage, nicht mehr. Ich dachte, was hast mehr auf, von. Okay, Mr. Superlustig, was hast du auf Mathematik? Würfel mal. Was? Was hast du auf Mathematik? Das war jetzt out of character. Aber er hat ja gar nichts gemacht. Nee, okay, bist besonders lustig. Würfel mal auf den grundsätzlichen den Wert Wissen. Geh weg mit dem. Ein Blanko-Wert Wissen. Aber warum jetzt? Also ja, was, ja, wollen wir noch mal gucken. Was ist es hier? Einfach. 66. Yeah. Du denkst, das sind Minimum 6 Millionen. Boah, das sind ja bestimmt. Das sind mindestens 6 Millionen Gips. Das sind ja mindestens 6 Millionen. So du viel kommst auch nicht raus, das zu verkünden. So viel gibt's ja gar nicht. Und du denkst. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da mit der Mathematik doch, vielleicht das sind 6 Millionen Nachhilfestunden. Mindestens. Trias, das sind. Ich glaube, das ist. Sie haben sich. Seid ihr blind? Das sieht doch. Das sind doch mindestens 6 Millionen. Was haben die denn für eine Reproduktionsrate? Entschuldigung, wie viel schlüpfen von ihnen pro Wurf? Das ist ja ungeheuerlich. Guck mich alle an und dann. Eine Frage: Wie viele Finger siehst du hier? 100.000! Na gut, in der Relation stimmt's wiederum. Jetzt wissen wir doch, ja, wie jetzt, sie zählen. Jetzt kommt's hin, vielleicht zählen sie ja einfach anders. Ein bisschen die nehmen doch alle 300, so. Ja. Oh, oh, also ich bin sehr beeindruckt. Oh, nun, also verstehen jetzt alle. Trias, dann gehen mal die 80 Kilometer da vorne hin zu deinem Reittier. Oh, der Weg zum Reittier ist nicht frei. Oh, nur 50 Meter, ne? Aber ich wird gesagt, ein anderer Weg, ja, ein anderer Weg wird euch gebahnt. Auf der anderen Seite vom Schiff runter. Ihr werdet eskortiert gerade. Ach so. Niemand lässt euch gehen, wohin ihr wollt. Oh. Aber sehe ich unsere Reittiere? Ja, du kannst nach links Balkan sehen. Die stehen auch so um die rum und interagieren erstmal gerade gar nicht mit denen. Die stehen in sicherem Abstand, bedrohen die auch nicht oder so, aber schauen schon neugierig. Ich habe die Idee. Oh Mann, du wirst mich dafür hassen. Ich hab mit meinen Fledermäusen natürlich ein geheimes Kommando vereinbart. Natürlich hast du ein geheimes Kommando. Hast du ja, jetzt nicht gesagt? Kommando Flucht. Und dann können die mich, dann kommen die, das haben wir mehrfach. Aber nur dich. Weil ich so dünn bin. Ich bin halt ein sehr dünner Mensch. Ich habe sehr wenig Fettgewebe. Und dann trägt es mich in Sicherheit. Das ist der versprochene Plan. Okay. Ich kann aber auch diese Taktik. Möchtest du das ausführen? Ich frage mal meine Kameraden, soll ich mich vielleicht entfernen und aus der Ferne helfen oder wollen wir uns hier einfach eskortieren lassen? Vielleicht sollten wir erst mal abwarten. Meines Wissens ist das Volk der Gips nicht automatisch feindlich gesinnt. Okay. In der Tat, das weißt du wirklich. Wir könnten
erstmal gucken. Vielleicht sind sie auch von Hilfe. Ich bin bereit zu warten. Es würde auch nicht so viel Sinn machen, wenn nur sie ihre Haut retten, also. Ja, für sie nicht. Sie haben uns ja gefragt, also. Ja, ich hätte ihr helfen können aus der Ferne. Sie wissen schon, mit guten Worten auch mal einen netten Brief schreiben. Ja, vorwärts, können sie aus geht vorwärts. Und hinter euch kommt jetzt jemand, fängt so an, euch ein bisschen so mal Druck zu machen. Das ist schon noch verhältnismäßig höflich. Ihr werdet jetzt nicht bedroht oder geschubst, aber es fangen so Leute an, dieser Tross fängt so an, sich so davon zu ziehen und schlängelt sich hinten über so einen Hügel. Oh Gott, ich seh schon kommen. Kleiner Scherz. Was war das, eine 65? Wir können nicht, ja erstmal. Ich halte das für eine gute Idee, aber wir wollen ja nicht den Kampf mit 6 Millionen Gips auf. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel, also. 300, 400 wäre in Ordnung. Ja, 5 Millionen, aber 6. Ihr geht also mit. Der Tross der Gips ist für euch natürlich auch eine schöne Gelegenheit, mal so ein bisschen sich umzusauen. Denn dieses Mom, 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 begleitet halt so konstant. Begleitet also konstant eure Wanderung. Ihr stimmt auch mit ein. Ihr schlängelt euch so durch die Ebenen. Und für dich ist auch eine schöne Gelegenheit, mal so ein bisschen wieder deine Heimat zu atmen. Eure Tiere folgen euch. Also neben diesem Tross können die so herlaufen und ihr seht keinen einzigen Saurier. Ihr hört ab und zu in der Ferne mal so Schreie und also nicht menschliche, sondern von Sauriern. Du weißt immer sofort, was hier das war ein Stegosaurus. Stegosaurier sind Mitte Oktober bis Ende September in der Paarungszeit. Und das war ein Paarungsschrei. Das war ein großer Bulle. Ich schätze mal um die 70 Jahre alt. Und die werfen so 1 bis 2 Kälber pro Wurf. Das ist ja sehr interessant, aber wie hilft uns das jetzt hier weiter? Naja, ich dachte, es besteht ein generelles Interesse an an Paarungszeit immer. Ja. Ich habe bereits eine Lochkarte mit ihrem Wissen angefordert. Und der ganze Tross hält plötzlich. Und ihr steht vor so einer Art Wall. Und ihr wart völlig abgelenkt, gefesselt von seinen Geschichten über wilde Tiere und Sachen, von denen ihr noch nie gehört habt. Und ihr steht vor so einem gewaltigen Konstrukt aus so hölzernen Speeren, die da auch überall rausstehen aus dieser Wand und so. Und es tut sich so ein gewaltiges Tor auf. Und du fragst dich, sowas hast du auch noch nie gesehen. Du wusstest nicht mal, dass das existiert hier in den Landen. Ihr seid auch in so einem Waldstück, aber das wirkt auch improvisiert. Die Äste sind noch alle relativ frisch und so. Und ihr werdet durchgelassen. Und hinter dem Tor befindet sich ein Dorf. Überall sind Hütten und so. Es sind überall Gips, alle ungefähr das gleiche Alter, gleiche Größe. Oder? Aber das ist beweglich oder was? Nee, das ist schon alles stationär. Dieses Dorf ist komplett umringt von so einem Wall aus diesem, auch unglaublich hoch dieser Wall. Da müsste ein gewaltiger Sauropode kommen, um das zu überschauen. So. Und es gibt so die ewigen Saurier, auf denen eure Siedlungen sind. Also dein Volk baut keine stationären Siedlungen. Siedlungen sind immer in Bewegung. Auf dem Rücken von einem Saurier laufen Siedlungen. Es gibt Siedlungen von 5 Häusern bis halt eure Hauptstadt Megalospoli auf Tausenden von Leuten, die da leben, auf dem Rücken des Sauriers. So, und ihr kommt in die Siedlung, überall sind kleine Hütten und so, und ihr werdet immer weitergeführt. Also ihr lauft immer mehr zu, und in der Mitte ist so eine ganz große Hütte. So ein Rundhaus. Wollt ihr irgendwas machen? Nur, ich frag nur allgemein, ihr müsst nicht. Ist ja locker 500 Meter groß, dieses Haus. Ja, Trias, das sind 500 Meter. Aber das ist sehr ungewöhnlich. Die Gipsis sind eigentlich nicht sesshaft. Das sind Nomaden, die ziehen durch die Savanne hier. Also, dass sie hier sesshaft werden, da muss irgendwas vorgefallen sein. Ist es denn also erkennbar ein Gipsdorf? Schwer zu sagen. Also, du hast schon Wissen über die, aber wie gesagt, das ist auch so vielseitig. Und das, wie du schon sagst, ist ein Nomadenvolk. Gipsdorf sind eigentlich so ein bisschen. Die ziehen schon rum und errichten Siedlungen, aber das ist schon eine ungewöhnliche Struktur. Also, auch dieser gewaltige Wall, das baust du ja nicht mal eben und ziehst dann morgen weiter. Das ist schon ungewöhnlich. Also, mir ist auch noch nie zu Ohr gekommen, dass die Gips ein richtiges Zuhause haben. Ja, ein Dorf von dieser Größe, das hätte sich doch umgesprochen in der List. Ja.
Absolut. Und da habe ich nichts von gehört. Ich meine, ich war jetzt auch längere Zeit nicht hier und hatte jetzt auch kaum Zeit, hier mich umzuhören, aber... Wir können mit dem Stammesfürsten sprechen. Das klingt gut. Der kennt sich sicher aus. Führen Sie uns direkt zu ihm, bitte. Ich bin unwürdig. Um das große... seht ihr auch, da ist niemand. Trias Trodon. Hallo, Herr Unwürdig. Hallo, der beugt sich schon runter, so, und das... Ihr könnt weitergehen. Sie müssen sich nicht beugen, Sie sind schon recht klein. Also, um euch einmal das Gebäude zu beschreiben, das ist so ein Rundbau und um den sind so nochmal so Erdschichten aufgenommen, auf denen nochmal so Spieße rausstehen. Das sieht wirklich alles wie so Abwehrstrukturen aus. Und in der Mitte ist ein Eingang, in dem so zwei Vorhänge quasi sind. Und um das Ding ist niemand mehr. Also ihr steht jetzt am Fuße so eine Art Weg, der da hochführt, also wie so eine Rampe. Ja. Und alle, die da näher kommen, beugen sich auch runter und zeigen nur mit dem Arm nach oben. Ich finde, wir sollten uns auch entsprechend verhalten. Ich gehe so gebeugt, aber auch wegen der Rückenschmerzen. Gehe ich gebeugt die Treppe hinauf. Okay, du gehst so gebeugt die Treppe hinauf. Und das Gegrummel der Leute wird leiser und so. Und du hörst aus dem Zelt, hörst du Stimmen. Und dir fällt sofort auf, dass das so... Das hört sich schon nach Kindern. Ich höre Kindergelärm. Das ist ja widerlich. Es hört sich wirklich so Kinder spielen, lachen und so. Das klingt mir nicht nach einem Anführer, aber lasst uns weitergehen. Aber vielleicht sollten wir die Waffen verstecken oder in irgendeiner Form weniger aggressiv vorgehen. Wenn dort Kinder sind, gibt es sicher Ärger. Ja, könnt ihr machen. Ja. Also, du versteckst also, ich hab ja keine Waffen in dem Sinne. Nee, das ist diesen Stab. Du könntest jetzt... Alle meine Flehe. Der wird aber nicht als Waffe. Da halt auch. Macht ihr das auch? Also wollt ihr wirklich eure Waffen irgendwie wegpacken oder habt ihr die in der Hand? Also ich sag mal, ich hab die jetzt eh nicht in der Hand gehabt, aber... Ja, ich lass es dabei. Okay. Also die Waffe zu verschenken ist unmöglich. Ist auch als Reichstrutz würdest du nicht machen. Die ist auf deinem Rücken, das ist ein wichtiges... Also das habe ich auch nur, dass es nicht vergessen ist. Ein Zweihänder ist quasi eine heilige Waffe. Das ist komplett verboten, so ein Ding zu führen für jeden anderen. Würde jemand das mitbekommen in den offiziellen zivilisierten Teilen dieser Welt, da steht Gefängnis drauf, so eine Waffe zu führen, wenn man nicht beim Reichstrutz ist. So, du kommst als Erster oben an, weil du sagst, gehst vor. Möchtest du reingehen? Ja, ich mache mit dürren Fingern mache ich den Vorhang auf und schaue hindurch. Okay, du machst den Vorhang auf und vor dir auf dem Boden ist erstmal, der Boden ist in der Mitte leer und überall sind so kleine Zeichnungen und so. Das sieht so aus wie Straßen und kleine Saurier, da sind kleine Bäumchen und du hörst Lachen und Spielen. Und als du noch weiter aufmachst, siehst du, dass überall rundherum sind alle Bänke, also es sind wirklich so Ebenen quasi, voller Kinder. Dann überall sind es kleine Gips. Und ich geb Kinder die halt. Dann sehen die dich. Und gucken dich halt so an. Ein Kind kommt aus der Mitte so vor und ist wirklich ein kleines Kind. So, steht in der Mitte so, zieht sich so die Unterbuchse ein bisschen gerade. Komm ruhig näher. Nun gut. Warum? Warum sollen wir mit dir gehen, du kleiner Zwerg? Du kleines Wesen, du. Ich bin Blip. Blip, der wirklich echt voll Große. Man kann das doch nicht einfach nur sagen, man muss es sein. Blip, der wirklich echt voll Große, befiehlt dir, dich vor mir hinzusetzen. Denn mir tut der Nacken weh. Na gut, ich setze mich gerne mit dir hin, Kleiner. Oder kannst du mir vielleicht von deinen Eltern erzählen? Oder kannst du die nicht mal holen? Also ihr beide könnt auch reinsehen. Wollt ihr reinsehen? Ja, also genau, ihr seid ja auch da. Ja, wir gehen auch rein. Okay. Gucken uns. Also ich gucke mich erstmal so. Die Kinder gucken ganz interessiert. Versteht ihr, was hier vor sich geht? Ja, ein Kindergarten oder sowas. Wo sind denn die Erziehungsberechtigten? Was? 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 Die Großen, wo die Großen sind. Ich bin Blip! Der voll mega echt, wirklich, also ohne Scheiß jetzt Große! Mensch, Blip, hör doch mal auf mit den Fake News hier! Ich bin Tantra Lagoon und glaube hier. Also, was ist denn das für ein Name? Was sagt das? Sagt Blip, der echt Große, oder? Hey, 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 hey! Und du hast von draußen. Also, als er anfängt zu schreien, ist um das Zelt rum, hörst du tiefe Stimmen, die das nicht gut finden, dass da dringend Humor ist. Ich muss hier nur einen schiefen Schrei ablassen! Und dein dürrer Metallpopo sitzt hier auf dem Boden. Firma! Ich muss doch sehr bitten. Was sind denn das für Manieren? Und die kleinen anderen alle. Firma! Hast du keine Erziehung genossen? Das ist ja eine Frechheit. Ich bin Erziehung in Person. Tantra Trias, ich glaube, der kleine Mann ist wirklich der Anführer.
Naja, wir sollten ihn vielleicht, wir sollten einfach mitspielen. Ich habe mal gelesen, dass es bei Psychosen wichtig ist, dass man mitspielt. Gut, werter Herr, wir tun wie uns befohlen von Ihnen. Würfel du mal bitte auf Volkskunde, hattest du, ne? Hast du gesagt? Völkerkunde. Völkerkunde, würfel mal auf Völkerkunde. Einfach blank, nicht erleichtert, nicht erschwert. Nur mal einfach nicht. Ein 33, hast du geschafft sogar, ne? Du hast schon mal davon gehört, dass es unter den Gips Völker gibt, bei denen die Hierarchie quasi umgekehrt ist. Je älter du wirst, desto mehr Rechte verwirkst du in dieser Gesellschaft. Und wenn du geboren wirst, bist du Anführer. Die haben quasi irgendwann gemerkt, dass ihre Gesellschaft vor die Hunde geht. Und haben gesagt, okay, wir machen einfach das komplette Gegenteil von allem, was wir bisher gemacht haben. So. Und fahren damit eigentlich ziemlich gut. So. Offensichtlich. Denn das sieht jetzt, also das sieht aus wie ein funktionierendes Dorf. So. Sie könnten recht haben. Ich habe schon mal gehört, dass die Gips eine Umkehrung der, naja, angesehenen Entwicklungsstrukturen anstreben. Das soll heißen, die Kinder haben das Sagen. Das ist ja verrückt. Gegenüber den Erwachsenen. Gegenüber den Ältesten? Gegenüber den Ältesten. Das ist ja jünger das Kind, wahnsinnig desto irre. Mächtiger ist es. Klump! Eine Maschine kann doch nicht plötzlich rückwärts laufen. Und er ruft nach einem Klump! Und es kommt so ein noch kleineres Kerlchen, kommt so von der Seite. Das muss so. Der Anführer sein. Und Klump Kleine kommt so von der Seite. König. Klump. Hallo, Klump. Hallo. Hallo, hallo Klump. Klump. Möchtest du eine Fledermaus? Ja. Okay. Und Klump nimmt die Fledermaus. Hier ist meine Lieblingsfledermaus. Das ist Wutang. Hallo, Klump. Das ist Onkel Trias. Ich würde die Fledermaus nicht essen, das kannst du nicht machen. Gut, lass ihn, ich hab noch mehr davon. Okay, der Zweitälteste ist jetzt der Anführer, und vermutlich. Und schluckt die halt so runter und das Ding ist weg. Zieh dir mal eine Fledermaus ab. Aber es scheint Glump auch echt gut zu schmecken. Das tut mir leid, ich wusste nicht, was er vorhat, aber ich muss doch. Ihr versteht das, ne? Es tut mir leid, Politik. Auf einmal tritt ein Dritter raus. Blimp! Ich bin Blimp! Ich bin der Vorkoster, nicht Glump! Und Glump. Der Vorkoster. Vielleicht rückst du dem noch mal eine Fledermaus. Hast du noch eine Maus raus? Was ist denn mit Lieselotte? Blimp, Ruhe! Ich bin Blimp, der voll echt super mega, auch voll mega große. Hallo Blimp, der echt voll mega große. Was bringt euch hierher? Also es kommen immer andere vor und begeben sich irgendwelche Titel und reden mit euch. Naja, also wir sind hergeflogen und den Rest zu Fuß. Und wir sind hier auf einer. Ich wohne hier, es ist meine Heimat hier, ich lebe hier. Guckt auf eure Füße? Ja, ja doch, da sind große Füße. Ja. Und was ist mit aber euch? Hier wohne doch ich. Ja, das sehen wir, das ist verwunderlich. Seit wann baut ihr denn Städte? Kennst du den Grabscher? Und als der Grabscher sagt, sagt er so, oh, alles wird ruhig. Und die Kinder an, so, oh nein, oh. Oh ja, was ist denn? Ein Onkel, der diesen Spitznamen hatte, aber. Welchen Grabscher meinst du denn? Okay, die haben noch keinen One-Fit. Welcher Grabscher? Der große Grabscher. Der große Grabscher. Als er das sagt, springen ein paar von den Kindern auf und tragen so eine Art Kasperle-Theater rein. Und fangen an, euch zu erklären, was vorgefallen ist. Die bauen so ein Theater auf und fangen mit ihren Händen an und so kleinen Puppen, die sie scheinbar selbst gebaut haben, so zu spielen. Am Anfang war das Volk. Der Gips. Und das ziehen so Fingerpuppen, ziehen so ganz viele so. Wir waren glücklich und zogen durch die Lande. Die Natur hat uns alles gegeben. Sogar Süßigkeiten. Sogar Süßigkeiten. Doch dann, eines Nachts, kam der Grabscher. Oh, der Grabscher. Alle Kinder so, oh nein. Und manche Kinder verziehen sich auch so in ihren Pullis. Und der Grabscher grabschte sich alle Leute. Mit seinen riesigen Händen! Und dann kommt so eine Puppe, die ist 20 Mal so groß wie diese anderen Puppen. Und hat so zwei gewaltige Hände. Hast du Saurierkunde oder so? Warte. Also, wenn du nicht, wer dann, ey? Also der Tierdressur Dinomedizin. Ja. Dann würfel mal auf Dinomedizin, das ist gar nicht so schlecht. Also wenn er nicht weiß, um was 20 erschwert, was schon speziell, weil er beschreibt eine Kreatur. Dann würfel mal 20 erschwert Dinomedizin. 87, hat es nicht geschafft. Himmel. Dir ist klar, dass er einen Dinosaurier beschreibt, aber was genau das sein kann? Der Grabscher hat gewaltige Pranken und kleine Zähne. Darum muss der Nahrung zerquetschen und zerdrücken, bis sie platzen und zerbacken. Und allein, nein, und nein, die Kinder haben alle, unglaublich, also wirklich jetzt, die Kinder, manche Kinder können gar nicht mehr hingucken, so schrecklich finden sie die Geschichte. Doch dann
kam uns eine Idee. Denn ich, Blip, der auch sehr schlaue, nicht eins, aber doch sehr große, mächtigste von den Mega, also wirklich groß. Groß. Wirklich groß. Ganz groß, Blip. Der Große. Korrekt. Bin als Kind auch mal voll vor eine Mauer gerannt. Mhm. Und ich bin ja sehr groß. Schrien und die ganzen Kinder machen. Was muss das für eine Mauer gewesen sein? Also dachte ich mir. Eine Auermauer wahrscheinlich. Wir bauen eine Mauer. Und von unten in diesem Schauspiel kommt auf einmal so ein Schatten hoch. Der aus dem so Zacken und so. Es wird quasi so in diesem Schattenspiel so eine Mauer hochgeschoben. Und der Grabscher wusste nichts mehr zu grapschen. Und die Hände von dieser Puppe knallen so dagegen. Seitdem sitzen wir hier fest. Die Großen, die trauen sich, aber ich gehe doch nicht raus, wenn der Grabscher draußen ist. Blip, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber weißt du, wo dieser Grabscher sich aufhält? Also, könnten wir euch vielleicht helfen, diesen Grabscher loszuwerden? Es geht so ein Raunen durch den Raum. Oh, naja, ihr seid schon eine Sekunde. Flop! Kommt so ein kleiner Kollege. Klopp! Offizieller Größeninspektor! Mhm. Höchstpersönlicher Bestimmer von Blip! Hallo, Schlapp! Mich als Nächster! Ja? Blip so. Der Daumen hat gesprochen. Groß. Oh, so. Kleine, so ganz kleine Hände applaudieren im ganzen Raum. Tatsächlich. Könntet ihr, wenn ihr es schafft, den Grabscher beseitigen? Dann erzähle ich euch was. Also ganz ruhig. Dieser Grabscher. Würdest du das als Dinosaurier bezeichnen? Was? Du weißt schon, so als große Echse, schuppig, scharfe Zähne. Ach, du meinst ein Kreisch, Beiß, sag das doch! Ja, genau, dann gab's Beiß. Krapsch! Es ist Krebsch! Krebsch! Krebsch kommt von der Seite so. Und Krebsch hat so einen kleinen, ein Stiftchen über dem Ohr und so und hat sich so verkleidet, als wäre so ein Gelehrter. Ja. Trägt auch irgendwie Sachen, die so ein bisschen wie Wiederzähler, aber so ein ganz klein aussehen. So. Krebsch kommt so an. Ja! Mit den Minions. Gibst du? Eindeutig ja. Und gebt ihr weg. Ja, also Leute, wir können ja nicht irgendwelche Dinosaurier töten. Also das greift so komplett in die Nahrungskette ein. Und einige dieser Tiere sind unglaublich alt und mächtig. Und das lasse ich nicht zu, dass wir einfach hier irgendwelche Dinosaurier abschlachten. Aber also, dass das mal ihnen, klar ist. Was ist ihnen mehr wert? Der Frieden in unserem schönen Lande? Oder ein paar bemitleidenswerte Dinosaurier, die zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Naja, also wenn ich jetzt sage, ich habe Hunger auf Fledermaus, dann gebe ich ihnen eine. Wollen hier kommen, nehmen die alle, doch zwei, nehmen die zwei. Alle aufessen, das würden die auch nicht mal. Also nee, das Leute, wir können nicht einfach hierher kommen und wir haben schon so viele Dinosaurier verloren durch den Krieg und so. Ich werde jetzt nicht einfach also ich weiß ja gar nicht, um wen es sich jetzt handelt, aber wenn es eine von den Alten ist, dann ist es keine Option, dass wir sie töten. Das sage ich Ihnen gleich. Das lasse ich nicht zu. Aber nach dem Alter kommt meist der Tod. Wir würden ihm vielleicht helfen. Vielleicht hat er schwere Rückenschmerzen. Vielleicht müssen wir ihn gar nicht töten. Ja, das meine ich. Ich bin mir sicher, Trias, Sie sprechen... Also wegen mir jetzt nicht persönlich. Also jetzt reichen wir der... Und die anderen... Vielen Dank, also. Blimp. Dürfen kurz die... Gäste? Kurz sprechen. Reden Sie. Trias, ich meine, vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, du sprichst ja die Sprache der Schlepp-Boden. Natürlich. So ein kleines Kerlchen, Schlepp. Und so ein kleines Tablett. Und bietet euch so eine winzig kleine Getränk. Das ist aber liebenswürdig, danke. Ja, vielen Dank. Ja, das ist sehr lecker gewesen, ein bisschen süß. War wirklich sehr lecker. Ja. Also so eine Art Honiggetränk oder so, ihr habt doch gar nicht gezögert, gleich runter damit. War schon lecker. Lecker. Ja, danke schön. Ja, sehr lecker. Also wir müssen irgendwie gucken, ob wir ihn... Also Schlepp ist auch wirklich richtig glücklich und zwinkert so einem anderen zu, der hat so eine kleine Kochmütze auf. Ob wir ihn irgendwie anderweitig loswerden, aber so mit Ermorden oder so, da mache ich nicht mit, Leute. Hast du denn irgendeinen Tipp, wo er sich so aufhält? In der Tat. Ich
weiß es sogar ziemlich genau. Und wo, das erfahren wir nach einer kurzen Werbepause und sind gleich wieder für euch da. Und dann erfahren wir, wo der Grabscher sich versteckt. Bis gleich. In Hollywood. Und da sind wir schon wieder. Herzlich willkommen aus der Pause. Ich habe eben gerade noch Gummibärchen gegessen. So, wir sind wieder zurück im Zelt der Gips, wo Blip der Große wirklich, also der richtig Große. Der extrem richtig Große. Er ist schon mega, wirklich richtig extrem groß. Euch gerade, ihr habt ihm gerade die Frage gestellt, wo ihr denn den Grabscher findet. Und in dem Moment geht das Puppentheater so ein Stück runter. Und das ist auch jetzt, das Stück ist scheinbar zu Ende. Im Süden. Im Süden. Im Süden? Im Süden, im Süden. Könnt ihr das nicht ein bisschen genauer? Süden von hier oder? Na Witz! Kommt so ein kleines Kerlchen rein, der beide Daumen so hoch hält. Die sind komplett so wirklich richtig nass. Kommt so von draußen rein und zeigt so in die Richtung, wo Blip steht. Das ist halt scheinbar Süden. Das Süden? Mhm. Seid ihr sicher? Okay. Er trieft auch wirklich der Daumen. Er ist alles gut nass gemacht, bevor er den Wind gehalten hat. Könnt ihr uns noch vielleicht auf diese beschwerliche Reise etwas mitgeben, das uns vielleicht hilft gegen den Grabscher. Hast du Feilschen? Nein. Okay, aber in der Tat. Und beraten sich so kurz. Schatzi! Es kommt so ein kleines Kerlchen mit so einem riesigen Beutel. Also er zieht den wirklich so hinter sich her und so ein paar andere schubsen auch so ein bisschen. Ich glaube, sie verhandeln. Er grapscht so in diesen Beutel rein und holt so eine Lampe raus. Es sieht aus wie irgendwie, du hast schon mal eine Lampe gesehen, für dich wäre die jetzt elektrisch, aber die ist nicht an, da ist kein Feuer drin. Du siehst vor, das ist eine Öllampe. Also es ist eher so die Technologie, die man bei euch hat. Es ist einfach so eine Öllampe, irgendeine Art von Öl ist da drin. Primitive und hält die so hin. Interessant. Auch das ist euch! Und er guckt, guckt ihn so an, er guckt Schatzi so an. Den Weg erhellen, meine Lieblingslampe. Und dreht sich so um und geht wieder weg. Das ist sehr hilfreich. Vielen Dank. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Also, deine Leute, die vielleicht, ist das ein Ort, der euch jetzt auch schon... Klartexti! Klartext. Das ist ein Saurierfriedhof. Und ihr guckt so rüber und Klartexti sitzt, tut so, als klein wäre offensichtlich. Ja. Sitzt auch so und geht da so unter. Ist halt in Wirklichkeit offensichtlich ein Erwachsener Gib. Auf dem Saurierfriedhof. Ja, in der Tat. Und jetzt auf! Ihr sollt belohnt werden! Aber eine letzte Bitte noch. Irgendetwas vielleicht, um ihn anzulocken. Was mag er, was mag er nicht? Habt ihr irgendetwas über ihn herausfinden können in all den Jahren? Er quetscht gerne, er grapscht gerne, er drückt gerne, er springt gerne aus. Was ist am Ende von den Händen dran? Finger. Also bis zum... Nein, an den Armen. Arme. Was ist hinter den Armen? Der Grapscher. Okay, vielen Dank. Okay. Was grapscht der denn? Dich! Neulich. Jemanden. Können wir einen von. Ist egal. Naja, also, wir könnten Folgendes probieren: Wir sammeln die ganzen Zwergenleichen ein und laden sie auf meinen Quetzalcoatlus los. Anni, es ist okay, Anni. Dann fliegen wir zum Dinosaurierfriedhof. Und ich habe hier in meiner Medizintasche so ein paar Pheromone, da können wir ihn mit anlocken. Und dann, Du würdest sogar denken, dass die Pheromone alleine wirken. Du hast da wirklich so ein paar Ampullen, ne? Ja, ja. Ja, das reicht allein. Du bist ja, nee. Das ist nicht der Plan. Oh. Das ist nur, um sicher zu gehen. Verzeihen Sie. Und dann, so ein kleiner Typ beugt sich so mit rüber. Also kommt einfach so in die Runde und steht so, als ob er dazugehört und nickt so. Okay, du. Und du bist offensichtlich Nick, oder? Ich bin Plani. Ah.
Naja, jedenfalls schmeißen wir dann die Zwergenleichen von oben runter. Er grapscht sie sich und isst sie auf. Dann will er mehr. Wir fliegen ein Stück voraus. Er kommt hinterhergelaufen. Wir schmeißen den nächsten Zwerg runter. Er grapscht ihn sich, kommt hinterher. So können wir ihn weglocken. Also, irgendwelche toten Zwerge auf einen heiligen Ort werfen, das ist kein Plan, der dir richtig geil gefällt. Nee, das gefällt mir auch nicht richtig geil, aber... Also, das hätte ich einmal dir vorher sagen sollen. Ein Saurierfriedhof, also es ist ein Sauropodenfriedhof. Das ist die einzigen Saurier, die sowas anlegen. Das sind die Saurier, die eure Städte tragen. Und wenn so ein Saurier sich entscheidet zu sterben, normalerweise laufen die klare Routen und ihr merkt, so ein Saurier beginnt zu sterben. Der biegt quasi, also wirklich macht eine klare Wende und ihr wisst, wo er hingeht. Und das ist eine heilige Zeremonie, das ist tatsächlich in der Lore. Achso, also okay, der ist zum Sterben. Genau, der will da gar ihr nicht. Folgt dann kommen andere dazu. Ah, ja. Das ist wirklich eine Zeremonie, das passiert selten. Es gibt ganze Generationen, die nicht so eine Beerdigung erleben. Aber das ist kein Ort, wo du jetzt irgendwelche Zwerge... Ist jetzt nicht absolut abwegig, absolut, das kannst du machen. Aber es ist schon eher was, das bei dir so krass, ich kann da hingehen. Das ist aber ein heiliger Ort. Nur, ich sag, das geht... Nur bedenke bitte, dass du Respekt vor diesem Ort hast. Das ist jetzt nicht in den Park marschieren und tote Zwerge rumwerfen. Was man halt so macht. Nee, aber also mein Plan war natürlich, den wegzulocken. Ja, ja. Aber, damit er niemanden mehr catchen kann. Aber wenn der da zum Sterben hingeht, ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Weiß ich nicht, aber es könnte sein. Ja. Okay, dann, All diesen heiligen Ort sollten wir vielleicht nicht mit Zwergen leichten. Das habe ich jetzt auch in Erfahrung gebracht. Aber die Pheromone könnten mir doch sinnvoll benutzen, um ihn wegzulocken. Ich mag den Plan. Nein, also, wenn es wirklich so ist, dass er sich dort zum Sterben niederlegt. Also, ehrlich gesagt, würden wir jetzt auch langsam gern unser Nickerchen, also wenn ihr vielleicht woanders... Selbstverständlich, das königliche Nickerchen, wir verlassen euch. Wünscht uns Glück. Ich wusste es. Und man zeigt euch den Weg nach draußen. Ihr verlasst das Zelt, richtig? Ja, okay, cool. Ihr kommt raus Zeltbesuch. Und draußen stehen halt die ganzen großen Gips wieder so und gucken euch nur an und gehen auf den Weg. Also wenn er sich wirklich zum Sterben auf den Friedhof begibt, dann ist das ein heiliger Akt. Den dürfen wir auf keinen Fall stören. Der Grabscher. Ja, wenn der... Der Grabscher will dort sterben. Naja, so ist es seit Milliarden. Aber dann müssen wir ja gar nichts machen. Dann stirbt er ja von allein. Versteckt er sich vielleicht. Aber dann. Das ist eine unglaubliche Ehre, so etwas beizuwohnen. Diese Tiere werden Äonen alt. Und wenn auch so... Die Idee einfach abzuhauen mit deiner Ehre und so. Also das Reichstrutz, einen Auftrag annehmen, ist ein Auftrag annehmen. Das bei euch wäre das egal, ihr könnt das aber das für dich schon... Aber wenn er stirbt... Wenn du das jetzt wirklich denkst, ja, dann wäre das okay. Nur diesen Auftrag nicht lösen, obwohl du den angenommen hast, du würdest zumindest... Ich meine ja nicht, dass man ihn nicht löst, nur... Ist auch voll nervig, so eine Quest immer in der Liste zu haben, die man nicht... Nun, dann sorgen wir dafür, dass er ein letztes Geleit bekommt. Er soll nie wieder grapschen. Er soll nie wieder grapschen, aber auch dem Grapscher gebührt ein ehrenvoller Tod. Selbstverständlich gebührt er diesem... Etienne Gardier. Massenmörder. Monstrosität, meinen Sie? Nein, es ist ein Tier, was einfach nur seinen natürlichen Instinkten folgt. Da ist keine Bewertung notwendig. Dann lassen Sie uns diesen heiligen Pfad zum Friedhof in Würde. Können Sie uns dahin bringen? Einer Ihrer flugfähigen Dinosaurier-Freunde. Ja, wir können dahin fliegen, aber wir sollten die letzten Meter in Stille zurücklegen und das arme Tier nicht verschrecken. Es ist ein heiliger Prozess. Eine Frage. Wäre es nicht sinnvoll, sich so anzuschleichen, dass uns besagter Grabscher auch in seinen letzten Lebensmonaten nicht riechen oder erwarten kann? Ich habe hier Pheromone dabei. Dieses Pheromon hier wirkt sehr beruhigend. Das werde ich selbstverständlich, die Fiole werde ich öffnen. Und er wird uns nicht riechen, er wird einfach nur beruhigt sein und zur Stille kommen. Kann ich daran mal riechen? Das klingt wie etwas, was mich interessieren aber könnte. Aber es wirkt vermutlich nicht bei Ihnen. Wer weiß das schon? Mein Onkel, großmütterlicherseits, war ein Reptil. Ah, dann zur Hälfte. Verstehe, dann wirkt das Pheromon ja vielleicht bei ihm. Okay, du hältst ihm das so rüber und das zieht auch so in deinen Mantel und du hörst wieder so leicht aus deinem Mantel. Und du merkst auch so ein leichtes... Ja.
Ich sehe hunderte Fledermäuse. Jetzt verstehe ich, wie sie das mit den Zahlen machen. Es ist alles viel mehr als früher. Als du wieder zu dir kommst, seid ihr auch schon auf dem Weg. Also, ihr wollt fliegen, richtig? Ja. Naja, so bis an die. Ja, wir können ja wahrscheinlich aus der Luft auch erkennen, wo dann da dieser Friedhof ist und würde ich sagen, so ein bisschen vorher. Man lässt euch auch relativ einfach passieren. Eure Tiere, also niemand hält euch auf, es wird auch nichts mehr von euch verlangt oder so. Das Wort dieses kleinen Blip hat offensichtlich Gesetz, er hat Gewicht hier so. Und ihr steigt auf den Quetzalcoatl. Es ist ein bisschen schwierig zu starten durch die Baumkronen, aber ihr schafft's. Und die meiste Zeit hast du dich tatsächlich, wenn du hier warst, auch schon eher in den Ebenen aufgehalten, aber du weißt auch, dass es bewaldete Gebiete gibt. Ihr hört von unten allerhand auch Getier. Dadurch, dass auch jetzt die Eskorte fehlt, hört ihr, ihr seht manchmal auch so Bäume wackeln und so. Also, das ist schon ein gefährlicherer Teil der Region. Und ihr seht am Horizont auftauchen gewaltige Knochenstrukturen. Also, es sind wirklich so Bögen, die sich gen Himmel spannen. Ist auch ziemlich groß. Das ist natürlich auch dadurch, dass das so selten ist. Viele sind schon eingebrochen und so. Du weißt nicht mal mehr genau, du denkst, es ist schon so, ja, die letzte mag so 300 Jahre her sein. Die letzte große Sauroponenbeerdigung. Und ihr könnt das jetzt sehen und seid schon nah genug dran. Wollt ihr landen? Also wollt ihr vorher landen? Wollt ihr am Rand landen? Am Rand schon vorher, okay, ja. Also das ist einfacher. Nur wenn ihr am Rand am Landen ist, da ist halt leer. Sonst müsst ihr durch die Baumkronen ein bisschen blind landen. Also, was ich meine ist, da ist ein Wald und hier ist so der Waldrand. Und hier fängt der Sauropodenfriedhof an. Und da wachsen auch keine Bäume mehr. Wir landen nicht auf dem davor, natürlich. Okay, das ist halt Baumkronen. Ihr seht halt nicht, was da im Boden ist. Der Quetzalcoatlus kann nicht. Wie gesagt, ich weiß, das wirkt jetzt so. Ich will jetzt auch nicht sagen, das ist super gefährlich. Wir nehmen die erste Stelle, die möglich ist. Das wäre schon auf dem Friedhof. Ich meinte nur, wir landen nicht auf dem Friedhof. Es ist der Rand vom Friedhof. Es ist schon leer. Naja, okay. Nur um das abzukürzen, wir landen. Okay, nicht respektvolle Landung. Ich weiß, das wirkt immer anders, weil wir das noch so gewohnt sind, dass ich einen Fallen locke oder so. Ich möchte nur genau wissen, was ihr tut. Okay, ihr geht runter und es ist eine relativ sanfte Landung. Dadurch, dass es auch so leer ist. Und als ihr landet, merkt ihr aber auch, dass ein ganz bestimmter Geruch weht. Würfel mal auf Dinosauriermedizin. 58, hast du geschafft. Ja. Es riecht nach einer Infektion. Also so irgendwie, als ob irgendwas entzündet ist oder so. Ich kenne diesen Geruch. Dieses Tier stirbt keines natürlichen Todes. Dieses Tier ist krank. Aber ist das nicht natürlich? Nein, diese Krankheit ist nicht natürlich. Aber das erklärt den Wahnsinn des Grabschers. Vielleicht. Völlig richtig. Ich muss mich um dieses Tier sorgen. Ich möchte mal gucken, ob ich habe ja so Pheromone. Also nochmal der Hinweis, du hast auch immer noch das Herz bei dir und bist jetzt auf dem Friedhof. Ach so, okay, gut, das der eigentliche Grund, weshalb wir hergekommen sind, ist ja, weil wir dieses Herz des Meiersaurer hier zur Ruhe betten wollen. Ich knie mich hin und buddel so eine kleine Mulde, leg das Herz hinein und verfalle in so ein kleines meditatives Summen. Ich führe dich nun in die großen Hallen der Großen, wo du deinen berechtigten Platz einnimmst und für alle Ewigkeit durch die Steppe ziehst. Amen. Meine Fledermäuse fliegen so aus dem, fliegen immer mal so einen Kreis, einen rituellen Kreis, um dich zu supporten. Du bemerkst plötzlich, du siehst in der Ferne so eine Art Silhouette, als ob da irgendwas, du wirst also ziemlich groß, steht so mit breiten Schultern, steht so da und schaut euch an. Ist auch schwer auszumachen, weil es ist auch wirklich sehr staubig hier, dadurch, dass die Bäume hier fehlen, weht der Wind eine Menge Staub auf und es, ist einfach. Ich glaube. Die Kreatur? Da ist was! Als du so wackelst, auch so. Da bewegt sich. Da bewegt sich was. Da bewegt sich was. Es kommt immer näher. Es wird immer größer. Und es kommt wirklich, es kommt langsam immer näher und es wird immer größer. Und ihr seht so, bewegt sich ein bisschen wie in unserer, so ein Gorilla. Läuft so halb auf den Händen, aber auch. Würfel nochmal auf Dinosaurier-Heilkunde. Blankenwurf. Hast du gerade so geschafft, glaube ich, ne? Nee, das ist 64. Nee, 84. Okay, dann hast du es geschafft. Du erkennst jetzt,
Es handelt sich um einen Brusosaurus. Ein Brusosaurus. Das ist ein Saurier, der eigentlich am Wasser liegt und seine Krallen so ins Wasser steckt und quasi dann so Fische fängt. Also die Hände sind auch groß, aber das sind die größten Hände, die du jemals an so einem Tier gesehen hast. Die sind völlig verwuchert scheinbar. Und irgendwie bewegt er die auch ganz komisch und läuft auch so halb auf diesen Händen, weil die so viel Gewicht nach vorne ziehen. Und der fängt an, immer schneller zu werden. Das ist der Krapsche. Vorsicht, bringt euch in Sicherheit. Ich nehme das Pheromon. Ich gehe in so einen leeren, hohlen, großen Knochen. Stecke ich mich so rein. Das geht tatsächlich. Da wäre was, wo du dich verstecken kannst. Ich nehme das Pheromon, das Beruhigungspheromon. Kreisel mich damit großzügig ein. Versteckt euch, Männer! Und komm ihm entgegen und mach das auf so eine beruhigende Schamanen. Ich sehe das nicht. Das Ding kommt halt wirklich, jetzt fängt an, so Trab aufzunehmen, kommt mit einer gewaltigen, genau, du siehst das halt nicht, auf dich kommt jetzt gerade so ein Viech zu. Ich fordere dich auf, zu stoppen, ich bin Tantra Lagoon von den Reichskrutzen für Kern und Königin. Ja, das Viech schreit natürlich einfach nur und stürmt weiter auf zu. Bist du völlig wahnsinnig? Jetzt versteck dich, du machst das. Sehr gut, sehr gut. Das Tierwelt. Das Ding schreit und schreit und kommt immer näher. Es ist noch bestimmt noch 100 Meter entfernt. Aber kommen Sie zu die mir, Knochen brechen an den Seiten. Hat mir hier keiner mehr recht? Respekt vor meiner Autorität. Und dann spring ich so zur Seite. Okay. Das Viech kommt auf euch zugerast. Du stehst da noch und machst diesen Tanz. Und es kommt immer näher, ne? Es ist jetzt so 50 Meter entfernt noch. Es ist lediglich 500 Meter entfernt. Herr Trias, seien Sie doch nicht verrückt. 30 Meter diese entfernt. Diese Pheromone, ich mache das ja nicht zum ersten Mal. Ich habe diese Pheromone. 10 Meter entfernt. Und ich gerade, du brichst durch diese Knochen. Die fliegen in alle Richtungen. Stopp vor dir. Ja. Schlägt mit den Fäusten auf den Mund und schreit und schreit. Ja. Aber es berührt dich nicht. Also jetzt um dich rum. Ja. Und nimmt eine dieser Krallen, beugt sich so runter und beugt sich über dieses Herz. Und fängt halt an, so den Geruch von diesem Herz aufzunehmen und versucht das so anzustoßen auf den Lippen. Jetzt erinnerst du dich, dass Maya-Saurier auch heilende Fähigkeiten haben. Mhm. Also andere Saurier suchen, wie in unserer Welt so Putzerfische aufgesucht werden, Maya-Saurier auf, wenn sie leiden. Mhm. Ja, aber ich habe ja auch alle Tinkturen aller, ich brauche das Herz ja nicht unbedingt, aber ich kann es natürlich nehmen. Na, das liegt da halt, das Herz. Ja. Der interagiert jetzt es so mit zeigt, dem Schubs, ich, dass er krank ist. Ich nehme das Herz. Du hast das Herz nicht, das liegt da. Du hast eben gesagt, du machst eine Holle und legst das da rein. Ja, das ist nicht in deiner Hand. Er ist doch, nee, ich hab's doch gerade hochgeholt. Ah, du willst es jetzt hochheben, das Herz? Ja, oder interpretiere ich das jetzt falsch? Nee, ist richtig, du kannst es hochheben. Ich habe ja schon Ahnung davon, was passiert. Nur halt im Spiel mehr als in echt. Deswegen, ne? Gehe ich davon aus, er will das fressen. Dann gehe ich dahin. Ja. Der will das auf keinen Fall fressen. Nein, der will sich heilen. Du solltest lassen. Dieses Herz jetzt nicht anfassen. Okay. Wenn du jetzt mit diesem. Also, dich nimmt der quasi gerade nicht wahr. Der ignoriert dich komplett. Du stehst nah genug dran, aber der tobt. Ja, aber dann nehme ich hier denkt, meine. Dass das ein Maya-Saurus sein könnte. Der riecht das halt nur und möchte wahrscheinlich geheilt werden. Ja, und deswegen nehme ich jetzt hier mein Köfferchen. Ah, warte mal. Ja, das ist das Falsche. Warte mal kurz. In aller Ruhe. Lassen Sie sich Zeit! Ich hab hier noch was. Ja, der nimmt sich so ein Magazin. Setzt sich ins Wartezimmer. Das ist hier so. Ich entkorke das. Das ist geil, dass da auch was drin ist. Ja, und das sind so Beeren, die diese Maya-Saurer, weil die Maya-Saurer ernähren sich fast exklusiv davon. Mhm. Wie heißen die? Maya-Saurer-Beeren. Und ich schmeiß ihm das so ins Maul rein. Würfel mal auf Dinosaurier-Heilkunde. Hab ich schon mal gehört. Ja. Ja. Oh, ja. Geil. Tatsächlich fliegt diese Beere und er schreit gerade so auf. Da fliegt diese Beere in sein Maul und er sinkt so zu Boden. Also fällt so auf seinen Boden. Diese Hände fallen neben ihm so runter. Und er sitzt da relativ beruhigt. Ja. Sehr gut, Trias. Sehr gut, Trias. Ja. Das war allerhöchste Not, sonst wäre ich wirklich gezwungen gewesen, ihn zu töten mit Kraft meines Schmerzes. Der Brusosaurus schaut dich jetzt an und du siehst auch wirklich Leid in den Augen von diesem Tier. Und ich ganz, ganz behutsam berühre ich ihn so an der Schläfe. Mhm. Da gibt es so eine Stelle. Du musst wirklich hochklettern, das ist ein großes Tier. Ich sag nur, du müsstest auf ihn klettern, um seine Schläfe zu berühren. Dann berühre ich ihn ganz sanft. Weil stell dir ein bisschen so wirklich vor wie so eine Art Gorilla. Das Maul sieht aus wie so eine verkürzte Schnauze von einem Alligator. Und der sitzt so und erinnert wirklich so, die Beine sind so angewinkelt, weil die eben wirklich, die sitzen auf ihren Knien am Wasser und machen so. Und sobald die einen Fisch haben, springen die hoch. Und das ist nicht ein kleiner Fisch. Ja, und die haben mal das klötsche Organ. Und das ist hier am Unterarm. Und genau, die halten die rein. Das ist wie so ein, und an diesem klötschen Organ sind die ganz empfindlich. Und das ist so, wenn die Kinder sind,
dann lecken die Mütter das klitsche Organ, um sozusagen zu bonden, weil das halt eine ganz sensible Stelle ist. Und deswegen streichle ich ganz vorsichtig das klitsche Organ. Und das ist so eine Art Bindungs-Bondings-Ritual. Das scheint ihn auf jeden Fall zu beruhigen. Ja, und dann hummel ich noch so ein Vers. Ihr seht das halt beide auch so. Faszinierend. Es okay, geht mehrere Stunden. Plötzlich erhebt der Brontosaurus sich auch so, schaut sich so und zieht so davon. Schleift die Hände so hinter sich her und verlässt das. Also geht in die Richtung, aus der ihr auch gekommen seid, verschwindet dann so im Wald und scheint davon zu gehen. Sehr gut gemacht, Tias. Das war ein krankes Tier. Ich hatte erst überlegt, ob ich ihm einen Dukat schenken soll, aber ihre Variante Geld war auch, kann nicht alles. War, günstiger auch. War auch sehr gut. Plötzlich hört ihr so ein und ihr hört wieder so das Grummel von irgendwelchen Gestalten, die aus dem Unterholz kommen. Plötzlich kommt so eine Horde von Gips aus dem Unterholz. So. Und ihr hört, die Trommeln setzen auch wieder ein. Ach ja, jetzt kommen sie also. Und die tragen so ein, also wie so eine Lade. Und da ganz oben drauf sitzt auf nochmal so einem Stapel Bücher quasi, sitzt natürlich Blip. Und schaut euch so an. Doch! Das war schon ganz geil. Haben wir nur für euch getan, Blip, der ganz Große. Nun, Blip, wir haben versprochen, wir kümmern uns um den Grabscher. Nun ist es, glaube ich, auch Zeit, dass ihr euer Versprechen einlöst. In der Tat. Blip, der Große und auch wirklich, wenn jetzt, also auch wenn ich jetzt neulich haben wir Striche und ich war sogar noch größer als. Noch größer. Noch, der noch größere. Der Blip. Der Blip. Blip, sag mal, ich habe eine Frage. Blip, der ohne Hilfe an den obersten Knopf kommt. Der ganz große. Also ist das bei euch nicht so, dass die Kleinsten das Sagen haben? Müsstest du dich nicht eigentlich dafür rühmen? Die Jüngsten. Ah, die Jüngsten. Ah. Und du bist für dein Alter verhältnismäßig groß. Ganz genau. Ah, okay, ja. Was passiert denn mit den ganz Alten? Okay, ich will es nicht wissen, ich sehe ihn auch. Der guckt sich so um. Dir fällt jetzt auch auf, dass da verdächtig viele kleine Knochen auch rumliegen. Die sind im Urlaub. Und die ganzen anderen gucken so. Er guckt die Böse an und ihr... In Thailand, oder? Auf einer Farm. Ich habe noch eine Bitte. Wir befinden uns hier an einem heiligen Ort. Ich bitte ihn, respektvoll zu behandeln. Blip schaut dich so an. Nun gut! Ich, Blip, der große Sinn. Extrem große. Größer als vorher. Erstaunlich für sein Alter. Der Knopf von ganz oben. Ah, gilt das? Genug. Bin Bescheid. Der. Verkünde das von heute bis zum letzten aller Tage. Das Volk der Gips diesen Ort nie benahmen, nimmermehr, überhaupt gar nicht! Nicht mal an. Nein! Betreten darf! Und man hört so ein Habu! Und alle schlagen einmal so auf den Boden. Und jetzt eure Belohnung! Ihr sucht doch bestimmt genau wie die anderen. Diesen blauen. Blubsch oder Kublubsch, Kublatsch. Memori kommt vor. Schauen Sie, meinen Sie diesen? Entschuldigung, genau genommen war es Kublatsch. Den Quellfürst? Und ganz genau der. Ich hab hier aus Asending auch. Und der zeigt halt auch so. Der hat auch so ein Gesuchtposter, Memori. Habt ihr diesen schon mal gesehen? Ihr habt schon gut gemacht. Na gut, ja, den anderen haben wir es nicht verraten, aber der ist hier vorbeigekommen. Der ist hier vorbeigekommen? Ja, wann denn? Das ist vielleicht 2 Tage her. Oh, wir kommen näher. Mhm. 2 Tage, wisst ihr wohin, in welche Richtung er sich aufgemacht hat? Na, zu euch nach Hause, Megalospoli. Na, Megalospoli? Eure Hauptstadt. Unsere Hauptstadt? Was kann er denn da suchen? Memori. Also, ehrlich, ich jetzt, weiß ich jetzt auch. Also... Du!
Was sucht er da? Seine Mutter? Vermutlich seine Mutter. Das kommt jetzt aber aus zweiter Hand, diese Information. Gut, fürs Erste reicht uns ja die Information, wo er hin ist. Hat er denn noch irgendetwas bei seiner Durchreise gesagt, oder? Er schien ziemlich in Eile und bestand darauf, dass wir nicht verraten, wo er hin will. Naja, das habt ihr ja auch nicht gemacht, also. Ihr seid ein sehr zuverlässiges Volk. Das habt ihr alle vergessen! Nichts weiß ich mehr. Ist das, das ist eine tolle Belohnung. Ist das alles? Das ist alles. Gut. Dann, vielen Dank. Blip, der Größte der Großen. Allergrößte. Der Allergrößte, der mittlerweile den Knopf ganz oben schon drücken kann. Vergiss das mehr. Strich das nicht vergessen. Der Strich ist auch wieder bei der Strich. Hört auf, hört auf, wie unangenehm. Unglaublich groß. Und die unter ihm wachen wieder so auf und marschieren los. Und das ist ein netter Kerl. Es wird immer leiser und die sind weg. Hinter denen ist noch so eine zertrampelte Spur aus. Und irgendwer kommt noch mal einer so zurückgerannt so, und es ist wieder Navizi. So, übrigens, da lang. Es ist ganz gut zu wissen, wo Megalospoli gerade ist, denn die Stadt wandert konstant. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir auf Anni. Es ist okay, Anni. Fliegen nach Hause, zu mir nach Hause. Okay. Er ist dein Volk, denn machen die gerne Party? Klar, Party, mein Freund. Wir haben die Partys erfunden. Oh, es gibt eigene Partysaurier. Den Discosaurus zum Beispiel. Denn ich habe eine Freundschaft mit zwei neuen den Mitstreitern zu feiern. Ja, den Foxtrotter, genau. Ja, was möchtest du? Eine Freundschaft feiern mit euch beiden. Wir sind doch, was wir hier an Abenteuern erleben. Das ist ja Legendenbildung. Ich habe schon zwei oder drei Lochkarten mit unseren Abenteuern zusammen. Eine Fledermaus. Ja, deine Fledermaus. Ich nehme an, ihr schwingt euch auf Quetzalcoatlus und macht euch irgendwie, denn zu wissen, wo Megalospoli jetzt gerade ist, ist Gold wert. Mhm, ja, absolut. Also, absolut. Ja. Auf nach Megalospoli! Megalospoli. Okay, ihr hebt euch in die Lüfte und fliegt eine ganze Weile. Zum Glück war die Richtungsanweisung halt wirklich geholfen, denn es, selbst mit Kenntnis der Gegend, du weißt, wie groß die Route ist. Man kann es nie genau wissen. Und dann, nach so einer guten Stunde Flug, seht ihr Folgendes. Ihr hört ein Poltern. Oh yeah. Geil. Yeah. Und hier endet unser Abenteuer. Yeah. Oh, Cliffhanger. Beim nächsten Mal geht's weiter in Megalospoli bei Megalos, dem ewigen Sauropoden. Der einzige Sauropode, der noch nie auch nur Anzeichen gezeigt hat, sterben zu wollen. Das ist eine Einstellungssache offensichtlich. Die Runde. Ja. Wahrscheinlich verdient er viel. Und damit beenden wir die heutige Runde. Uiuiui. Spaß hat's gemacht. Ja, auf jeden Fall. Na, es war auf jeden Fall witzig cool, wieder. Ne? Ich fand auch, seid ihr gut reingekommen. Vielen Dank an alle, die auch im Chat mitgemacht haben. Waren tolle Vorschläge wieder. Also wirklich, ich finde diese Art der Umfragen wirklich sehr viel schöner, weil auch ich immer überrascht werde und mir irgendwas einfallen lassen muss. So fand ich wirklich sehr, sehr schön. Hat's euch Spaß gemacht? Mega. Absolut. Ja, haben wir auch gemerkt. Richtig schön. Also, Britney, was anderes gemacht. Bin richtig gespannt auf die Stadt. Ich muss wirklich Hauke dir ein Kompliment machen, weil ich kann dir zugucken. Es ist, als ob ich einen Film gucke. Ja. Es ist echt, ich freue mich jedes Mal, wenn ein neues Volk oder ein neuer Charakter kommt und so. Das ist echt. Die gab's schon, aber die Idee kam mir irgendwie heute so im Laufe des Tages. Das wäre eigentlich ganz geil, wenn das andersrum wäre bei dir. Also, das hat richtig Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Kinder waren super. Wir machen noch gleich ein ganz kurzes Was wäre wenn. Da braucht ihr aber nicht dabei sein. Das ist wirklich nur so ein 5 bis 10 Minuten. Denn sage ich dann auch noch mal, wir machen eine kurze Werbepause. Dann sage ich noch mal ein paar Sachen dazu. Denn es ist ja noch nicht zu Ende, das Abenteuer. Aber ich will ein bisschen dazu sagen, wie geht's jetzt weiter? Was erwartet euch auch? Und so, nur damit das einmal drin ist. Ich kann mich also bei euch nur bedanken. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Dass ihr kriegt's ja mit, wenn's so ist. Geht ja auch gar nicht ohne euch. Ich möchte auch gar nicht mehr ohne euch, ehrlich gesagt. Ja, du musst ja nur kommen. Ja, das stimmt. Ja, hoffentlich kommst du gut heim. Ne? Ja, danke. Ihr hoffentlich auch. Dann freue ich mich auf euch. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns in
paar Minütchen nach der Werbepause, dann machen wir noch kurze Abmod und danach sind wir noch live beide. Du und Krogi, ich sind ja, noch fahren Krogi. Wir dich nach Hause zum Hotel. Stimmt. Hier 200 Meter weit. Mal gucken. Also Krogi verfährt sich vielleicht. Ja, ich denke auch. Also, bis gleich. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen. War richtig, richtig cool. Und danke für die vielen Einsendungen. Ja. Vielen Dank. Ja, also wir werden einen ganzen Teil davon bestimmt beim nächsten Mal noch verwenden, wenn ihr Ideen habt. Ihr könnt uns gerne sowas schicken. Wir freuen uns riesig und das ist immer ganz toll, dass wir das einbauen können. Also, bis zum nächsten Mal. Bis gleich. Tschüss. Willkommen zurück. Wir sind aus der Werbung wieder da. Ach, da ist sein Rucksack vergessen. Ich dachte gerade, ach so, komm noch mal. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir machen noch mal so eine ganz kurze Abmoderation, weil wir uns so lange nicht gesehen haben und auch so einmal, wie geht's jetzt weiter? Erstmal, wir blenden die ganze Zeit so ein bisschen Fanart ein. Also nicht wundern, wenn zwischendurch was, es sind so viele geile Sachen heute Abend wieder reingekommen in den Pausen. Irgendwie hatten die auch immer ihr Telefon draußen, haben sich auf Twitter die ganzen Sachen angeguckt. Also dafür erstmal ein Riesendank. Danke für die ganzen Einsendungen. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass nach so langer Zeit zu so einem Format, das so pausiert, einfach für anderthalb Jahre, noch so viele Sachen kommen und so viel Leidenschaft da ist. Hat mich natürlich riesig gefreut. Es hat halt mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das hat man auch gemerkt. Das ist auch, glaube ich, so der Hauptpunkt, dass ich erstmal sagen will, vielen lieben Dank, dass ihr so lange gewartet habt und trotzdem Freude an diesem Format habt. Denn der Hauptgrund, warum man so lange warten musste, ist ja einfach Corona. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich lebe nicht mehr in Deutschland und bin dadurch auch einfach nicht immer hier. Durch Corona konnte ich jetzt auch einfach nicht reisen. Und wir wissen auch noch nicht so hundertprozentig, wie genau es jetzt eigentlich weitergeht mit der Reisesituation, mit Corona und Co. Der aktuelle Plan sieht vor, dass ich im Dezember wieder in Deutschland bin. Ob das so ist, kann man einfach jetzt noch nicht sicher verkünden. Das heißt, folgt den Rocket Beans Kanälen, im Forum, auf Twitter, auf Instagram, wenn ihr im Bilde bleiben wollt. Ihr braucht mir nicht alle zwei Tage eine PM schreiben. Ich werde euch sowieso nur sagen, dass ihr bei Rocket Beans folgen müsst und die machen alle Ankündigungen. Alle Ankündigungen zu Pen & Paper kriegt ihr nur bei Rocket Beans TV. Dann hoffe ich, dass es im Dezember weitergeht, auch dank euch, die hier zuschauen, dank Leuten, die diesen Kanal unterstützen. Denn sowohl Dank an alle im Supporters Club, an alle, die Dinge teilen zu diesem Format, die dazu beigetragen haben, dass das Format sich auch so entwickelt hat über die letzten Jahre. Denn Pen & Paper gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile. Wie lange sind wir jetzt? 5, 6 Jahre sind wir jetzt schon dabei. Und UltraCore ist für mich so der nächste logische Schritt an Entwicklung und ist einfach wirklich nochmal ein schöner Sprung nach vorne gewesen, auch darin, wie viel Spaß es nochmal macht und wie viel man auch einfach Spaß als Spieler oder Spielerin am Tisch wieder so hat. Deswegen danke dafür, dass man so viel Raum hat, auch zum Experimentieren. Jetzt ein bisschen was zum Abenteuer. Ich hoffe, dass genug von dem, was ihr so an Ideen hattet, eingeflossen ist. Ich finde die Umfragen immer ganz toll und ich finde das auch ganz schön, dass diese Umfragen jetzt wieder so ein bisschen freier oder viel freier geworden sind. Guck ich ja in die richtige Kamera? Ja, ne? Die ist es, glaube ich. So. Ich hoffe, dass viele von euch sich beteiligt haben. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht geguckt, wie viele heute überhaupt zugeschaut haben von euch, wer bei den Umfragen mitgemacht hat. Ich habe aus der Regie immer nur Feedback bekommen. Ist mega cool, super Stimmung und macht voll Spaß. So. Und das ist, glaube ich, immer das, was ich auch so am liebsten höre, dass euch das einfach viel Spaß macht. Und Fanarts sind heute auch immer alle so mega, mega gut. So, das bedeutet, seid bitte noch ein bisschen geduldig, auch was die Einsendungen betrifft. Wir werden einen ganzen Teil auch der Dinge, die als irgendwie Requisiten kamen, die jetzt noch nicht eingebaut wurden, vielleicht beim nächsten Mal einbauen. Vielleicht seht ihr die auf dem Tisch wieder. Ihr könnt die immer super gerne herschicken. Dass wir die nicht ins Spiel eingebaut haben, bedeutet nicht, dass wir die nicht mögen oder dass die irgendwie nicht passen oder so, sondern dass andere in dem Moment einfach besser gepasst haben. Das ist eben sehr spontan. Und das ist jetzt auch so die inhaltliche Zusammenfassung. Die Fragen kommen immer wieder, was hast du dir vorher überlegt? Das Zwergenschiff war vorher überlegt und ich wollte gerne Gips einbauen, war mir aber noch nicht sicher. Wenn ihr nicht den Faustkampf abgestimmt hättet, hätte ich wahrscheinlich ein anderes Volk auftauchen lassen. Es gab noch andere Pläne und so, aber die Jungs haben auch super gespielt, haben tatsächlich dieses Abenteuer echt gut durchgespielt, haben viele tolle soziale Interaktionen gehabt und so. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen, um den nächsten logischen Schritt zu gehen, nämlich uns Megalospoli anzugucken, noch mehr über die Welt zu erfahren. Und ich glaube, dann kann ich nicht mehr sagen als das übliche, aber nochmal noch klarer ausgesprochene Dankeschön an das Team hier. Denn manchmal geht, glaube ich, auch wenn ich vor der Kamera sitze, so ein bisschen unter, wie weit sich auch einfach Rocket Beans TV, was das Produktionsniveau betrifft, weiterentwickelt hat. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auch mit so viel zeitlichem Abstand den ersten und zweiten Teil nochmal geguckt.
Und das ist wirklich ganz großes Kino. Und das war es heute auch wieder. Wenn das um Kameraarbeit geht, wenn das Licht, wie das Bild einfach aussieht ab der ersten Sekunde, wo es angeht, wie Einspieler reinkommen und wie viel Leidenschaft auch einfach nach all den Jahren immer noch in Animationen gesteckt wird und so. Und das ist wirklich von der Kamera, die das richtige Bild anbietet, zur Regie, die das richtige Bild reinschneidet, zu dem richtigen Hintergrundton. Immer wenn euch nicht nur nicht auffällt, was passiert, sondern euch positiv auffällt, wie sehr ihr in die Welt gerissen werdet, ist das nicht nur mein Verdienst oder nur der Verdienst der drei Leute hier, die mit mir am Tisch sitzen, sondern eben auch ein großartiger Verdienst des Teams, das dahinter ist. Und wenn ich immer so ein bisschen Angst habe, dass das so untergeht, dass dieses Format nicht meinem Kopf entspringt nur, sondern einem ganzen Haufen Skill, der auch hinter der Kamera einfach stattfindet und der nur dank euch möglich ist. Darum ganz großes Dankeschön an euch. Ich hoffe, dass wir uns im Dezember wiedersehen. Wenn nicht, dann so schnell wie möglich. Folgt Rocket Beans TV, dann bleibt ihr auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.